Hallo und willkommen zur neuen Folge der Satzbank. Heute, ja, es ist Halloween, wenn wir aufnehmen und man erkennt direkt, ich denke, man kann ganz gut, wenn ihr die Bilder seht, wer zuhört, könnt ihr es nicht erkennen, aber ich kann euch kurz zeigen, ich kann euch kurz Bilder in eurem Kopf malen, wie unsere jeweiligen, unsere Setups aussehen. Bei Fudi sieht es aus wie immer, bei Mav sieht es aus wie immer, bei mir sieht es aus wie immer, bei Johnny hängt so eine Lichterkette mit Kürbissen, ja. Da ist ein riesiger Kürbis, auf dem Happy Halloween steht, der hat so eine Kerze auf seinem Mikrofon stehen, da sind noch ein paar Spinnweben. Ja, aber die Spinnweben sind nicht wegen Halloween da. Johnny hat gestern Halloween-Stream gemacht, einen Tag vor Halloween. Schaut auf Twitch vorbei. Nee, macht man nicht. Schaut bei Fully auf außerdem, was heißt hier wie immer, ich habe eine schwarze Tagesdecke aufgezogen, ja. Das sehe ich nicht, die wird einzeln im T-Shirt. Das sieht komplett anders aus als das ist mir nicht aufgefallen. Ach so, ich dachte, du machst die ganze Zeit so. Ich habe kein T-Shirt an. Das ist eine Tagesdecke. Wave hat sich eine Tagesdecke übergebracht. Einfach so 5x5 Meter Decke habe ich. Und in der Mitte habe ich ein Loch reingeschnitten und da gucke ich den Kopf durch. Bedeckt das gesamte Zimmer. Hast du da drunter Snacks und sowas? Ich könnte gar nicht abschätzen, sowas? Wie weit dein Bett von dir entfernt ist. Rein Perspektive von der jetzt? Kamera aus. Mave? Ja, bei Mave. Das ist wie so dunkel eingestellt ist gerade. Ah, stimmt, mein Stuhl hat auch noch eine schwarze Decke. Ja, ja, das ist alles so eine Einheit. Das ist die Einheit. Tagesdecke. Das ist die Twitch-Decke. Du bestehst gerade nur aus dem Twitch-Decke hast du auch noch bekommen. Ja, da auch Twitch-Decke. Sogar ein Kissen. Das ist... Die Decke war doch das Erste, wo du dich und ich bekomme eine Mail, dass wenn ich das über 10.000 Euro pro Jahr umsetze, dass ich dann weniger Geld für Subs bekomme. 100.000. Es sind aber knapp 10.000 pro Monat. 8.000 pro Monat dann. Ja. 8.000 pro Monat sind aufs Jahr hochrechnet 96.000. Also wir sind hier ziemlich nah dran. Da fehlen aber noch 4. Aber du wirst doch immerhin zu jedem monatlichen Twitch-Party eingeladen, oder? Wo wir immer alle hingehen. Nein, da will ich nicht. Was? Hin. Sowas gibt's? Okay, ich sehe schon, wer hier nicht eingeladen wird. Johnny, die sind immer da. Sie könnte ihm das doch nicht sagen. Na, wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch gar keinen Bock auf sowas. Ich will auch gar nicht hin oder so. Außerdem. Habt ihr es nicht auf der TwitchCon gesehen, wo keine Sorge, die sich den Rücken gebrochen hat? Wenn es sowas wie sowieso nicht eingeladen, Fully, also macht er nicht so viele Sorgen. Fully, wenn es sowas wie eine Twitch-Party geben würde, dann müsste man Eintritt bezahlen, weil die wollen für die TwitchCon auch, dass die Creator Eintritt bezahlen. Also. Nein! Was? Echt? Wer soll da sonst hingehen, wenn nicht Streamer? Partner kriegt 50% Rabatt, Leute, ja? Wir geht denn da hin, wenn man nicht Streamer ist? Was willst du auf einer TwitchCon als random Person? Streamer treffen oder Merch kaufen. Irgendwie erschließt sich mir das ja. So ein Twitch-Kissen. Ja, ey, ich meine, und dann erstmal Eintritt zahlen, um dann einzukaufen. Um dann ein bisschen Twitch-Merchandise zu kaufen. Hey, ich hab den Regenschirm kostenlos bekommen bei der ersten Twitch-Con in Berlin. Den Regenschirm? Den Regenschirm. Ich sag's mal so, ich würde. Er hat alles. Ich würde niemals mich draußen mit einem Twitch-Regenschirm blicken lassen. Ey, jedes Mal ist ein bisschen peinlich. Jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, bin ich so froh, dass das Logo so klein ist. Okay, es ist ein kleines Logo. Ich dachte, da wäre auf jeder Seite von diesem vom Regenschirm, auf jedem, sagen wir Dreieck, einmal so ein Twitch-Logo drauf. Nee, ist nur einmal an der Ecke. Ich hab ja auch okay. Nennen wir es Dreieck. Wie nennt ihr? Ah ja, Fully. Ich habe ja auch so ein Twitch-Shirt, aber ich würde das nie halt auch draußen tragen, weil, keine Ahnung, das wäre mir immer so ein bisschen blöd, irgendwie rumzulaufen mit einem Shirt, wo fett Twitch draufsteht. Twitch-Shirt ist noch okay, aber ein Regenschirm ist dann halt schon, da musst du schon ein sehr großer Fan sein. Beim Umzug mit den Kissen, ich musste das Kissen in eine Tüte packen, weil ich das nicht draußen tragen wollte. Es sollte nicht offensichtlich sichtbar sein. Ich meine, man will auch nicht mit YouTube-Merch rumlaufen, also nicht von YouTubern, sondern einfach, wo YouTube draufsteht. Das wäre auch irgendwie cool. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein paar Merch-Shirts. Ja, nicht von YouTube selber, weil... Ja, komm, Fully. Fully, wir haben nichts dagegen. Zieh ruhig dein Get-on-my-Level-Pulli an. Gar kein Problem. Sowas habe ich gar nicht. Natürlich nicht. Und dann crump mal ein bisschen was vor. Sowas habe ich gar nicht. Nee, ich hab eigentlich wirklich nicht wirklich... ich habe nur die Halskette. Digga, ich schau sowas gar nicht. Ich spiele auch gar kein Babypark. Nein, das ist halt wahr. Mann. Man tut mir immer nur Unrecht. Ich glaube dir.
Ach, jetzt auf einmal. Ja, ich glaube, mal Seiten wechseln. Mir fällt gerade auf, ich habe ich hab irgendwo in meinen Kartons mein 100.000 Abonnenten-Button von Mythos of Gaming verloren. Ich finde da noch den von Mythos of Playing. Oh Gott, der ist einfach weg. Oh nein. Ich habe den hier aufgestellt oder so, weil es ein bisschen. Ich meine, ich hab die hässlichen Ding. Noch. Die neuen YouTube-Playbuttons, die man bekommt, sind so cooler. Meiner ist so, er ist so hässlich. Weil, hab ich oh, echt? Die sahen anders aus? Ja, das die sehen komplett anders aus. Die haben auch nicht geglänzt. Das ist mir, glaube ich, nie aufgefallen. Die alten sind so ein Rahmen, wo so eine Platte drin ist, so ein Ding. Und so die neuen sind einfach nur so ein DIN A4-Blättchen quasi. Okay. Was? Ja, nicht. Du meinst von der Größe her? Von der Größe her, ja. Ach so. Also kann auch größer sein, keine Ahnung. Ja, aber die sind ja so richtig. Aber die sind also, halt fangen wir mal an. Massiv. Da hinten dieses Teil. Es wackelt sehr hin und her. Die Kanten sind sehr unsauber übereinander gelegt. Das heißt, das ist sehr scharfkantig. Ich glaube, da kann man sich sehr dran verletzen. Und ist dann halt einfach dieses Teil. Ja. Achso, doch, ich hatte es. Ich mag den überhaupt nicht. Der neue, den man hat, der ist so ein mattes Silber und so. Und das ist auch eins, nicht mit so einer komischen Plexiglasscheibe und sowas. Und der sieht super cool aus. Aber irgendwie ist es interessant, dass sie sowas überhaupt machen. Ja, das ist ganz cool. Ja. Ich denke, für 100.000 Abonnenten können sie auch mal was rausrücken. Ja. Aber davon gibt es mittlerweile auch so viele. Das war also wirklich unfassbar, wie viele eigentlich schon 100.000 Abonnenten schaffen konnten. Da mussten sie in die Massenproduktion gehen von den Buttons. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Also. Ja, irgendwie. Das ist ja wie eine Ehrenurkunde. Sind zwar beeindruckend, aber es ist eigentlich echt nicht mehr special. Also es war mal special, aber eine Million ist halt für eine Person ist es immer. Ich sag's mal so. Sowas darfst du sagen, wenn du die 100.000 hast. Ja, fair point, aber du weißt, was ich meine, oder? Also ich find's immer noch krass. Für die Person ist es krass. Ich find's immer noch heftig. Aber es ist nicht special, einen Kanal zu sehen, der es hat, irgendwie. Ja, genau. Ich wollte nämlich jetzt auch darauf hinaus, es gibt so viele Kanäle, die irgendwie mehrere Millionen Abonnenten hat und du hast noch nie davon gehört. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwelche in Sprachen, mit denen du dich jetzt nicht irgendwie auseinandersetzt, sondern deutsche und englische Kanäle, wo du denkst, wer ist das überhaupt? Warum hat er 10 Millionen Abonnenten? Ich habe noch nie von dem gehört. Und das vor allem auf Deutsch. Sehr die 10 Millionen Abonnenten deutschen Channel, die man nicht kennt. Ich meine, deutschen Channel, der so den größten YouTube-Kanal, den kennt ihr bestimmt nicht. Das ist der Typ, der mit dem Auto überzeugt drüber fährt. Ich glaube, der kann das zwischen auch durchgebrannt und tot. Oh. Die Ice Cream Rolls. Na, der ist nur noch Top 10 irgendwo. Naja, aber der war ja auch deutsch. Das meine ich nur. Ja, ja. Achso. Den kenne ich nur, weil YouTube mal so ein, okay. Es gab so einen Galileo-Beitrag. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne ein Arschloch zu sein. Aber sie haben so einen Podcast gemacht, YouTubeCreators.de, wo sie dann halt mit YouTubern, keine Ahnung, drüber reden, was sie machen für ihre Kanäle und so. Das erste, den sie hatten, war dieser Ice Cream Roll-Typ, der halt immer nur das gleiche Video macht, seit Jahren. Und auch die neuen Videos kann er mehr anschauen. Es ist einfach nur der Backlog, aber es sind halt trotzdem irgendwie so ASMR-Zeug komisches. Aber er macht in jedem Video einfach immer nur genau das Gleiche. Und das war in der ersten Folge der Gast. Und ich dachte mir, oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch keine kreative Person. Das ist doch einfach nur Clickfarm-Content. Was soll das denn? Der hat den Jackpot geknackt. Und ich denke, er weiß das auch. Das ist einfach nur so. Ach so, auf jeden Fall. Eine gute Idee war, ne? Ich habe nichts aber gegen den, ich respektiere den Hass, aber Ja. muss jetzt YouTube, wenn sie einen YouTube-Creators-Podcast machen, ist das wirklich der erste Gast, den man haben sollte. Der hat 12 Millionen Abonnenten. Ja, ja. Der macht vielleicht gut jemand, der kreatives Zeug macht in irgendeiner Hinsicht. Man würde wahrscheinlich von den Zahlen einfach rausgehen, den kennt man. Naja, nee, gerade das ist eher so ein Geheim-Tipp, nicht, also das ist ja ein internationaler Channel. Es gibt ja etliche View-Farm-Channel, wo du nicht weißt, wo die Person da hinterherkommt. Ja, klar. Leben. Ja, das ist auch der eine größte deutsche YouTube-Kanal, der, was halt so ein Typ ist, der mit dem Auto überzeugt drüber fährt. Ja. Der war halt auch mal für eine Zeit lang so dermaßen, er hat so viele Views gemacht. Ich glaube, inzwischen ist er aber relativ auch wieder abgestürzt. Ich kenne tatsächlich trotzdem, beide nicht. Ja, ich kenne die auch nur so ziemlich hauptsächlich über Social Blade, ich kenne das von Moggy. Alle Jubeljahre mal reinschauen, die Top-Liste. Was ich ganz interessant finde.
Und ja. Ja, aber mein Punkt, was das Ganze ja auch irgendwie jetzt bestätigt ist, früher, also so vor 10 Jahren oder so, hast du halt immer mitbekommen, wenn irgendjemand richtig groß wurde. Oder überwiegend hast du die Leute irgendwo gekannt und das war halt ein Event Gronkh quasi. Knack, bald die Millionen Abonnenten. Ja, genau sowas. Ja, und heute ist es halt, du denkst dir bei wahrscheinlich über 3/4 der Leute, wer sind die überhaupt? Ich habe nie von denen gehört, fully die sind so die, riesig und erfolgreich. Ja, schon, aber du schaust ja auch keine Videodays. Nein, das meine ich nicht. Ich finde das ja auch nicht schlimm oder so. Ich finde es halt einfach nur, es zeigt halt wie 100.000 Abonnenten. Es ist immer noch so eine Masse, aber für in Relation gesetzt zu der ganzen YouTube-Bubble ist es halt schon irgendwie großer Absolut. Fisch in einem kleinen Teich. Einfach. Ich finde es auch immer interessant, dass... Es gibt unfassbar viele Channel mit 100.000. Die meisten Kanäle, die ich schaue, sind irgendwie alle, die haben alle weniger Abonnenten als ich, was ich komisch finde, ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke. Weil Wizards of Gaming ist bei 400.000 und so, ist halt auch so hoch. Auch wenn der Kanal für die letzten Jahre sehr stagniert ist und sowas, aber er ist nicht tot. Der hat noch Leben in den Knochen, meine Freunde. Auch nach 10 Jahren. Wir sind noch lange nicht fertig. Der sammelt noch. Bist du der? Der ist noch in der Aufbauphase. Da geht noch mehr. Ja, vor allem, wenn so ein Zuwachs ankämpfen muss gegen irgendwie halt, wie heißt das? Das Gegenteil von Zuwachs. Abnahme. Keine Ahnung. Wenn es sich dagegen behaupten kann, ist er absolut noch am Leben. Es gibt genug Channel, die immer noch funktionieren und trotzdem Minus-Abos machen. Aber immer noch eigentlich. Dafür habe ich immer das Gefühl, dass es schwierig ist, wenn man Minus macht. Ja, aber wenn man noch Plus macht, ist ja. Ist ja auch manchmal die Spanne, die Plus gemacht wird, durch die Minus-Abos, so wirkt die so klein, aber ist eigentlich gar nicht so klein. Ist aber auch nicht so groß, üblicherweise. bei dem Channel jetzt vielleicht nicht, ja. Aber ja, das ist auch immer eine Sache, die ich interessant finde, dass, wenn ich so zurückblicke, dass auch, also von den Let's Play-Kanälen, die ich damals auch zu tun hatte und sowas, wo es halt auch viele gab, die nach 3-4 Jahren dann, wo man gemerkt hat, dass sie dann auch gesagt haben, ja gut, das war jetzt, ich hab's gemacht, mein Kanal ist ja jetzt schon so alt, dass halt diese Zeiten sind halt vorbei. Wo ich mir denke, ich habe nach fast zehn Jahren mit dem Kanal, mit den Was wurde eigentlich aus Videos, die waren ja so ziemlich, ich hoffe, sie werden es immer noch sein, ich habe ewig keins mehr gemacht. Ich habe letzte Woche 3 fertig geschrieben, also ich bin noch ganz gut dabei, was ganz nett ist. Und die waren ja üblicherweise ziemlich das Erfolgreichste, was ich auf dem Kanal jemals gemacht habe. Was halt sehr erstaunlich ist nach all der langen Zeit, weil mein Kanal davor auch eine lange Zeit hatte, wo die Videos einfach sehr schlecht liefen und eins nach dem anderen immer schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Mm. Aber die Sache ist halt, man kann einfach wieder zurückkommen, muss nur Dinge versuchen der und lebende irgendwann wird was klappen bestimmt. Das machst du seit Jahren, das finde ich super inspirierend. Also dich immer wieder neu ausrichten und gucken, ja, wenn es da nicht mehr so sehr läuft, dann muss ich mir mal was anderes überlegen oder ausprobieren oder so. Das ist auch so der Grund, denke ich, also mit einer Hauptgründe, der mich dann dazu inspiriert hat, möglichst Museum mal so weit, Gestalt annimmt, dass ich da was mache, weil ich mir gedacht habe, ja, das mit den Gameplay-Videos und sowas, es läuft nicht verkehrt, aber es ist sehr instabil. Das heißt, wenn ich jetzt an so, also, ich meine, läuft okay, denke ich, aber wenn ich jetzt sowas denke, gestern kam Dark Souls Videos, hat jetzt nach einem Tag 3000 Views. Das ist halt echt wenig. Ja. Das ist ja mal Trashware Größe. Hey, das wird sich einpendeln über die Zeit. Coming for you, coming for you, Mori. Aber ja, da gibt's immer, oder sowas wie Pokémon X Randomizer wurde halt super viel geschaut. Aber dann danach habe ich mir auch die Frage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann dachte ich mir, ja, ich könnte einfach vielleicht so bei normalen Videoreihen ein bisschen bleiben. Habe ich Slime Rancher 2 gemacht. Und das haben nicht viele Leute geschaut. Das ist generell bei Bits of Playing immer eine Sache, die mir ein bisschen schwierig finde, mal einzuschätzen, weil bei dem Kanal ist halt, es ist unfassbar wechselhaft, wie viele Dinge geschaut werden. Ja, es ist total typisch, dieses an die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. Ja. Das haben wir ja auch, wenn wir mit den Buben Videos aufnehmen, das ist ja manchmal auch dann eine längere Videoreihe. Man hofft natürlich auch dann, dass es. Ja, die werden üblicherweise nicht so viel geschaut. Dass es nicht so schlecht läuft. Das ist okay. Ne? Link's Awakening war bei, ich glaube, 10.000 etwa pro Video. Ja, und dann. Und da kriegt man dann auch nochmal besonders nettes Feedback ganz oft, auch bei solchen Sachen irgendwie. Ja, darüber. Bei Link's Awakening so. Das kommt bei den Leuten besser an. Ich denke, es sind auch bessere Videos als meine Stream-Aufzeichnungen.
muss man fairerweise sagen. Das heißt, will ich auch hoffen, dass Leute es wenigstens mögen, wenn sie es schauen. Den mögen die mögen. Schon. Mhm. Aber, ja. Aber was viele Let's Play-Kanäle, glaube ich, einfach, wenn sie merken, dass das sowieso alles irgendwie abnimmt, dann nicht machen, ist, mal andere Videos außer Let's Plays zu versuchen. Ich sehe das, dass es einige gibt, die das probiert haben und es hat funktioniert, aber viele haben einfach weiter Let's Plays gemacht und dann, ich weiß nicht, ob die sich gewundert haben, dass es nicht funktioniert, aber die Stimmung von den Creatoren ging dann auch ziemlich den Bach runter und aber sie haben, also ich habe irgendwie nie gesehen, dass sie was anderes versucht haben mal. Ja, das ist halt das Problem, Spiele, was immer mit Let's Plays so ein bisschen einhergeht, ja. Dass halt man muss nicht wirklich Videos dafür machen können, du hast einfach ein Spiel angeworfen, geredet und dann in die Renderminen und dann hochgeladen. Yeah. Und das yeah. war es halt, das ist halt nicht wirklich, das ist halt kein Aufruf für ein richtiges Video, davon lernst du nicht, wie du irgendwie, eine Ahnung, ein Skript vernünftig vorliest oder sowas. Das war halt auch so eine Sache, weshalb ich auch an sich, Mills of Playing ist halt immer der Kanal, der deutlich am meisten Geld abwirft. Aber Bits of Gaming bin ich halt trotzdem mal dran geblieben, auch weil ich mir dachte, ja, ich muss doch auch ein paar Dinge irgendwie lernen, ein bisschen vorankommen, mich ein bisschen weiterentwickeln können. Und das ist halt eine Sache mit Gameplay-Videos, ist halt, das wirst du nicht wirklich machen. Und wie sich herausgestellt hat, war es eine ganz gute Entscheidung, denn viele, die etwas derartiges nicht gemacht haben, sind ziemlich in der Sackgasse gelandet. Das war auch so eine Sache, was ich damals, ich weiß noch, das war 2014 und so, wo auch ein paar Leute gesagt haben, aber diese Let's Player und so, die werden schon auch sehen, dass das nicht ewig gut gehen wird, die Blase wird irgendwann platt. Und ich dachte mir, es wird immer so weitergehen, wovon redest du? Und es sind sehr viele verschwunden, sehr, 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 sehr viele im Laufe der Jahre. Ja. Allein das Ding mit Let's Plays, wenn ihr nicht dabei wärt, würde ich auch gar nicht wissen, wie man das irgendwie aufnehmen sollte, also wie ich das aufnehmen könnte, obwohl ich ja auch eine ganze Weile welche gemacht habe über Spiro Zen und so, weil irgendwie, ich habe mich so sehr über Stream auch dran gewöhnt, dass immer ein Chat dabei ist, wenn ich irgendwas spiele, und ich halt ohne Chat nicht immer halt ich war halt nicht immer on topic, man hat halt irgendwie immer was anderes dabei gemacht, es gab halt immer etwas über das Spiel auch hinaus, und das hast du halt bei Let's Plays nicht, und deswegen glaube ich, ist sowieso ein bisschen schwierig, wenn du dann nicht irgendwie Persönlichkeiten hast, die sich dann auch ausbalancen, weil ja, irgendwie schon, ein sehr interessantes Konzept hast. Es gibt schon welche, die sich darauf vorbereiten, auch manchmal mag ich genau das. Ein Thema zu bringen. Ja, ich muss klar, sagen, das, was Fully sagt, das ist eine Sache, bei der ich auch gemerkt habe, dass mir das sehr schwer fällt, zum Beispiel bei Slime Rancher oder so, wo ich dann einfach, ich meine, bei Pokémon ist okay, weil da ist halt mit der Nasal-Challenge und sowas, man hat immer ein bisschen was zu tun. Ich kann vorspulen, so, ich kann es ungefähr einschätzen. Und dann, Slime Rancher hatte ich auch immer das Gefühl, ja, ich, was soll ich sagen, es passiert nicht so viel. Und dann ist halt auch, wenn ich im Stream was mache, ist es immer angenehmer, weil man dann an solchen Stellen dann einfach über irgendwas dann sich unterhalten kann. Dass Leute halt dann im Chat einen so ein bisschen Einwurf dafür geben. Ansonsten ist halt auch immer, man fängt nicht unbedingt eine Unterhaltung mit sich selbst über irgendwas an. Oh, das passiert mir schon. Manchmal passiert mir das im Stream und dann habe ich im Kopf sogar das Gefühl, oh Gott, ich gehe gerade gar nicht auf Chat ein, weil ich gerade so viel irgendwie runterrambeln möchte und ich weiß gar nicht, dann halte ich mich gar nicht auf. Also manchmal denke ich, es wäre eigentlich auch ganz spaßig mal für mich was ein Video aufzunehmen und zu gucken, ob ich zurechtkomme ohne irgendwie Input von euch oder Chat oder so. Aber wenn ich ein spezifisches Thema habe, hast du doch öfter gemacht. Sicher finde ich Streams auch geschnittene Videos, aber ich habe ja nie wirklich mal so was aufgenommen, einfach für mehrere Minuten. Und dann kommt ja ungeschnitten hochladen, oder? Also bestimmt mehr als 2 Minuten. Einfach mal ein bisschen reden. Oh Leute, ich habe heute so viel aufgenommen. Mehrere Minuten, das waren bestimmt 3 oder 4. Ja, ich hatte nichts zu erzählen, das war so unangenehm. Naja, mal sehen, wie es ankommt. Hab die Aufnahme gestartet und Totenstille. Naja, mal sehen, wie es ankommt. Ich lad's mal hoch. Oh, was mache ich denn als Thumbnail? Ich hab doch nichts erzählt. So nichts passiert. Mach ein trauriges Gesicht und dann einfach nichts dabei. Aber Johnny tut sich auch schwer, wenn er viel erzählt das hat. Das klingt aber nach. Das stimmt. Das klingt aber auch nach einem Stream für mich. Einfach den ganzen Stream lang nichts machen. Das ist wieder so ein Gimmick. Einfach da sitzen und sich denken. Ja, irgendwie, der Stream, der heißt dann so: In diesem Stream mache ich nichts. Und dann rede ich nicht mal oder so. Du hast mal 8 Stunden geschlafen im Stream, oder? 6 Stunden oder 5 oder so. Ja, aber das war ja Teil eines größeren Programms bei dir. Ja.
Aber was ich mal gesehen habe, und ich weiß gar nicht den Kontext dazu, und ich habe nicht weiter nachgeschaut. Ich habe mal bei Keggy gesehen, der hat auch super viele Zuschauer, hat einfach Musik nicht über den PC laufen lassen, sondern irgendwie in der Wohnung laufen lassen und seine Fenster geputzt. Ja, das habe ich auch gesehen. Und es hat irgendwie. Hatten wir das nicht alle gesehen? Ah, stimmt. Das wir haben uns zurück. Ja. Jeder hat das ich bin immer noch so verwirrt, was das war und wieso, weshalb und warum so viele. Ich weiß nicht, es konnte. Haben. Ich will ja hier auch irgendwann mal einen Schrank aufbauen. Das streame ich, glaube ich, auch. Wie ich den einfach aufbaue. Und dann spiele ich irgendwas nochmal. Ich will es nicht gemein sein. Du deine Schranktür reparierst. Ich will es nicht gemein sein. Ist mir völlig egal, was du davon hältst, ehrlich gesagt. Nein, ich will nur sagen, du kannst jede Hilfe gebrauchen, die dir jemand aus dem Chat geben kann. Ah, ja. Johnny hatte mich vorhin, er hat ja einen Schrank an der Seite und ich habe gesagt, Johnny, mach doch bitte die Tür zu. Der Hilling hat jetzt nicht umgekehrt gesagt, die Tür ist doch zu. Dann meinte ich die Schranktür. Er hat uns gesagt, was passiert, wenn er die Schranktür versucht zuzumachen. Sie springt wieder auf. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Und am Anfang des Streams, wenn er sein Bett macht, vor dem Stream, seine Bilder sind so lock, sind wahrscheinlich, die hängen an einem Nagel oder so. Die sind so lose, dass wenn er seine Bettdecke schüttelt, dass sie runterfallen. Oder wenn er falsch in die Richtung der Wand schaut. Ja, ich habe bloß Sachen so aus dem Schrank geräumt, dass das alles zugewühlt war da und ich habe es jetzt zugemacht. Ach so. Johnny, hast du. Da lag einfach nur was im Weg. Da lag ein Plüschchen da unter dem Weg oder was? Nur, da lag einfach nur Stuff im Weg. Ja. Das wäre falsch zusammengebaut. Ich weiß noch, als ich damals meine erste Wohnung bezogen habe, habe ich mit meinem Cousin auch einen Kleiderschrank zusammengebaut. Ich zeige das jetzt nicht, wie den ich Bilder den ich gebraucht geholt hatte. Und nachdem wir fertig waren, den aufzubauen, stand er auch. Und dann habe ich irgendwie gesehen, hier ist noch eine Tüte mit 10 Schrauben oder so. Ach, das passt schon. Es bleiben halt auch immer Schrauben übrig, muss man sagen. Ratet doch, welcher Schrank eine Woche später zusammengestürzt ist. So mit dem Sachen drin, so richtig pff, so. Der war die ganze Zeit so wackelig auch. Und jetzt wieder vorziehen und die Schrauben reinmachen, gar keinen Bock. Nee. Ich bin ja irgendwie begeistert, dass ich hier bei mir alles irgendwie vernünftig aufgebaut bekommen habe, ohne wirkliche Probleme. Ich meine, ich habe nicht die komplexe. Der Schrank ist nicht mal aufgebaut von mir. Der war hier schon drin. Den habe ich vom Vormieter noch. Okay. Das erklärt einiges. Moment, wie viele Möbel hast du schon aufgebaut? Die Bilder habe ich dran gemacht. Das dachte ich mir. Ich habe den Stehschreibtisch hier aufgebaut. Also auch die Platte dran. Übrigens, zum Kontext, wegen den Bildern, er hat die Bilder angebracht. Vor 5 Minuten vor der Aufnahme ist ihm das linke Bild runtergefallen und beim Anbringen das rechte Bild runtergefallen. Also so. Das war nicht beim Anbringen, das ist einfach so runtergefallen, das war nicht fest genug. Sag ich ja, wenn er nur falsch in die Richtung der Wand schaut, dann werden sie schon ganz locker. Ich muss nur husten und prusten. Aber sag mal, Johnny, ich habe letztens fliegen sie davon. Ein super altes Video von dir gesehen, ich glaube 6 Jahre alt. Und da hattest du das auch schon die Dinger im Hintergrund, oder? Ja. Ich habe die mit 18 oder so gezeichnet. Oder gemalt. Und vor sechs Jahren sahst du noch so jung aus. Die habe ich gemalt. Unglaublich. Ja. Man sieht das auch nie so gut, was da drauf ist durch die Beleuchtung und so. Leider, das Lila müsste sehr viel heller sein. Im echten Leben geht es so, aber auf so Kameras sind die leider echt gar nicht mal so gut. Also, das sollen ja Knöpfe und ein Steuerkreuz sein. Das sehen viele gar nicht. Doch, ich erkenne das schon, aber. Müsstest du die Softbox anmachen und die beleuchtet? Ja, genau. Ja! Ich muss hier solche Dinger drunter machen, die wegen so einer Galerie. Ja, genau. Oder oben halt. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen ungünstig. Ich wollte es mal näher zeigen, wie es aussieht. Das sind übrigens Spinnenweben von Halloween und nicht, weil er. Stimmt. Oh nee, der hält seine Wohnung nicht sauber. Oh, das ist ein guter Trick. Einfach über Halloween Spinnenweben hinmachen. Immer Halloween. Kann man den Unterschied nicht mehr sehen. Kannst du einfach die Ecken ignorieren. Wie jeder andere auch. Die Ecken da sind schon so dreckig. Die eine Ecke hat er ja schon gut kaschiert, indem er das Mikrofon da vorgestellt hat. Ja, und die andere Ecke, ich glaube, da ist ein Teddy. Der schläft noch. Den lass Nein, ich Euroladen oder was? Ich glaube, den habe ich nicht verstanden. Teddy. Ja. Oh, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Kleiner Laden in der Ecke mit dem Mikrofon. Das wäre praktisch. Kann ich manchmal Stifte holen, wenn ich welche brauche? Ja. Ich wette, da kostet auch schon alles 1,50. Also, ich beneide nicht die 1-Euro-Ladenbesitzer. Nee. Na, die müssen sich jetzt umbenennen, 2-Euro-Läden. Mhm. Ich meine, ja. Gott, 1-Euro-Laden war immer wenn ich drin war, es war einfach nur. Es gab ein paar Dinge, wo man sich dachte, das könnte nett sein, aber es war halt einfach immer scheiße.
Eine AA-Batterie. die haben auch Essen da. Ein Chicken Nugget. Und hier ist eine halbe Uhr. Wenn ich davon zwei kaufe, kann ich die zusammenbauen. Ein Überraschungsei ohne das Spielzeug. einfach nur eine, so eine, einfach so eine Hälfte von der Schokolade nur. Das ist eine, das ist das eine Geschäftskonzept. Eine Kinderüberraschungsschale. Ja, da kann man dann zwei Schokobons reinlegen noch. Für ja. Transport. Selfmade Kinderjoy. Oh, stimmt. Rein. Nur anders. Ohne das Spielzeug oder nur das Spielzeug. Ich denke, sie haben eher nur das Spielzeug. Ich glaube, bei dem an eure Laden, den es bei mir damals gab, sie hatten auch für Ewigkeiten noch so kleine Diddelmäuse, die man an Schlüsselanhänger oder so ranmachen kann. Und Guleo natürlich. Einen guten Guleo konnte man im Jahr 2008 auch noch abstauben. Oh, ich hatte so einen Ball. Das Maskottchen der Fußball-WM 2006, falls ihr euch wundert. Der hatte keine Hose an, glaube ich. Ist auch ein Löwe, der braucht keine. Der hat keine Hose an. Bist du sicher, dass er keine braucht? Wie war das? Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Ja, der hat keine Hose an. Einfach vergessen zu Hause. Ja, genau, das ist das Problem. Der hat gerade einen Albtraum. Oh nein, ich bin ohne Hose losgelaufen. Und dann bin ich auch das Maskottchen der WM. Ist nicht, kostenlos, dass man eine WM ins Land bekommt. Muss man auch ein bisschen was springen lassen. Im Falle von Guleo war es Hose und Würde. Immer noch nicht so schlimm, wie was sie jetzt springen lassen. Also. Welche Maus hat... Als Verteidiger beim Freistoß? Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Ich springe auch immer. Achso, die springen. Oh mein Gott. Zweiter Joke. Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Mickey Maus. Achso, ich dachte, du willst auch die... Ich wollte sagen, eine Springmaus oder so, aber... Und welche Ente läuft auf zwei Beinen? Donald. Ich dachte, du meinst jede Ente, mit der Maus. Jede Ente, Fully. Ja, das ist Donald falsch. Ja, Donald auch. Ja, das ja eben. Also. Hast du jemand dran gekriegt? Ja, wisch. Ja. Genatzt. Das ist so drauf reingefallen. Aber apropos Mickey Maus. Ja. Ich hole jetzt meine Mickey Maus. Johnny macht heute das Inhalt. Oh, warte, können wir das später noch machen? Ja, ich würde nämlich, glaube ich, relativ zu Beginn des Podcasts noch ganz gerne meine Führerscheingeschichte erzählen. Oh, ja. Bevor das dann irgendwo bei einer Stunde apropos oder so. Apropos Maus ist. Mit zwei Beinen, wie lief denn Führerschein? Also, Führerscheinprüfung war letzte Woche dann am Dienstag um 7.30 Uhr hat sie angefangen und ich war die zwei Tage davor relativ nervliches Wrack. Ich konnte auch den Tag davor nicht schlafen, wie ihr euch vielleicht noch erinnert aus der Satzbank Folge 22. Und war unangenehm, ich war relativ nervös. Vor allem bei der Fahrstunde, wo ich dann so müde war, habe ich halt auch viele Fehler gemacht und sowas. Aber wie auch immer, es ging dann los. Um 7.30 Uhr war die Fahrprüfung an sich und um 7.10 Uhr hat mich dann der Fahrlehrer so weit abgeholt, war halt noch scheißdunkel. Das war noch lange vor der Zeitumstellung, meine Freunde. Damals, zu meiner Zeit, war es noch dunkel um 7.10 Uhr. Das versteht ihr ja heutzutage gar nicht mehr, wie das ist. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Diese dämliche Neuzeit, diese Winterzeit. Hatten die da noch nicht das Sonnenlicht oder wie lief das? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall das Licht angemacht. 1 Uhr geht wieder richtig bei mir, zum Glück jetzt. Genau, und dann sind wir noch ein bisschen umhergefahren, damit ich noch ein bisschen üben kann. Wir sind natürlich relativ viel Einparken geübt. Und wir sind sogar an der Schule vorbeigefahren. Das heißt, ich konnte dann sogar in Schrittgeschwindigkeit langsam mal an dem Bus vorbeifahren. Dann an dem Schulbus. Das ist nämlich eine Sache, die man sonst wahrscheinlich nie hätte üben können oder so. Ich meine, war nicht so, als ob ich wirklich was hätte machen können, außer warten, damit ich nicht Gruppen von Schülern überfahre. Mhm. Erfolgreich, ich habe keinen Schüler überfahren. Oh, sehr gut. Nice. Das gibt Pluspunkte. können wir einen Applaus dafür bekommen? Ja, kann man gut mal klatschen. Sie ist selbstverständlich, ne? Ja, sind wir noch ein bisschen umhergefahren, haben ein paar Dinge geübt und dann um 7.30 Uhr, wir waren um 7.32 Uhr dann beim TÜV. Für Johnny ist das natürlich, wäre es nichts Ungewöhnliches. Ich persönlich war schon ein bisschen nervös, weil ich mir dachte, wir sind doch ein bisschen zu spät jetzt. Aber war okay, der Prüfer hat sich auch noch 5 Minuten Zeit gelassen. War der gleiche wie beim letzten Mal.
Und dann, ja, wir sind dann halt auch wieder Zeug durchgegangen. Er hat gesagt, Profiltiefe vom Reifen, habe ich gesagt, 1,6. Habe ich gewartet, dachte ich mir, oh, wir das vielleicht noch genau wissen. Er hat dann schon so ja gesagt, habe ich noch gesagt, Millimeter. Ja, was Millimeter. Jetzt, Äpfel oder was? Äpfel? Bananen? Knöpfe? Birnen? Wir antworten hier in vollständigen Sätzen, mein Freund. Das wäre so gut. So unnötig arschig. Sowas würde ich aber auch machen. Das Problem ist, sowas mache ich auch. Kann ich dann jetzt losfahren? Ich weiß nicht, kannst du? Oh Gott, ich liebe es. Auf jeden Fall, genau. Dann, oh ja, warte, bevor es losging. Das war noch eine gute Stelle. Ich dachte mir, ich habe so ein graues T-Shirt, das hat so ein paar Punkte und das ist ein bequemes T-Shirt. Ich würde aktuell sagen, mein Lieblings-T-Shirt, okay? Das habe ich bei der letzten Fahrprüfung getragen und da bin ich durchgefallen. Und deswegen, dann saß ich da und dachte ich mir, okay, ich werde es wieder tragen, das ist ein nettes T-Shirt. Und dann saß ich da und dachte mir, bin ich abergläubisch? Ich meine, bin ich nicht, aber... An dem Punkt warst du schon ein bisschen, ne? Was, wenn ich das T-Shirt tragen würde, dass ich damals bei, dachte ich mir, was war das letzte Mal, dass ich irgendeine Prüfung bestanden habe? Und dann dachte ich mir, ich habe den Dark Souls No Hit Run geschafft. Dann dachte ich mir, auf dem Fall hatte ich das eine, das eine rote Shirt dann. Dachte ich mir, ich meine, bin ich aber, glaube ich, glaube nicht. Ich dachte mir, wenn ich jetzt durchfalle und das T-Shirt trage, das werde ich, wie das T-Shirt 30 beim letzten Mal tragen werde, das werde ich mir nicht verzeihen. Deswegen habe ich mich da drüber gegangen und hab doch das andere T-Shirt angezogen. Das ist noch so aus der Wäsche geholt, das war noch gar nicht sauber. Ich bin nicht abergläubisch, aber das geht schon, ich kann das rein. Das ist eine ganz eigene Art von Placebo, welche einfach funktioniert. Dein Mindset ist einfach Gewinner-Mindset und deswegen gewinnst du. Ja, du musst dir halt die besten möglichen Chancen geben. Ja. Das halt kann 1% Unterschied machen, das willst du ja nicht. Ich meine, unterbewusst kann es einiges bewirken. Morgi, wenn es so weitergeht, eines Tages hängst du das T-Shirt dann auch an deine Tür im Hintergrund auf, weil du so viele gute Erinnerungen an das T-Shirt hast. Dieses T-Shirt. Ich wollte gerade sagen, an meiner Tür. Ich kann nichts sagen. Ich habe. Wisst ihr, was an meiner Tür hängt? Da hängt das gute alte Mr. Bean-Sakko und die Krawatte. Yo! Sehr gut. Einfach nur, weil es nirgendwo anders aufbewahren kannst, oder hat das so einen Point? Wahrscheinlich. Das ist ein Deko-Element. Platz weg. Keine Ahnung. Das ist schon geteilt. Aber der Mr. Bean Spirit wird damit auch immer ein bisschen in diesem Raum. Das zieht er jeden Tag an, wenn er zum Einkaufen geht. Jack and Jones Shirt und dann wird das Sakko übergezogen, die Krawatte so halbherzig umgelegt. Und dann kauft er auch so halbe Zahnbürsten und eine halbe Zahnpasta. Nein, ich gehe nicht zu meinem Euroladen. Und packt damit seinen kleinen Koffer. Auf jeden Fall. Überraschungseischale. Um am Ende zu merken, er hat noch einen größeren. Genau, das war die Vorbereitung. Ich dachte mir, bin ich abergläubisch? Ich dachte mir, ich bin's nicht. Und dann dachte ich mir, vielleicht doch. Und dann muss Moment, ich doch, an dem Tag hast du Momente, angefangen. Da ist man abergläubisch, plötzlich, ja. Ich meine, wenn man wirklich verzweifelt ist, dann fängt man an, Dinge zu glauben. Ja. Genau, dann ging's los, wir haben ein paar Dinge geübt und dann waren wir auf dem TÜV-Platz und dann hat er noch gefragt, natürlich, welche Farbe hat das Scheibenwischerwasser, der Deckel blau. Welche Farbe hat der Deckel von dem Gelb. Vom Öl? Gelb, richtig. Das hast du schon erzählt und ich wusste es jetzt von dir. Ja, weil genau, dann, deswegen. Weil du dann nicht die Haube aufmachen musstest. Ja, hat er diesmal nicht gesagt, aber ja. Und dann hat er so gesagt, hatten wir eigentlich schon einen Fahrstuhl, der hat sich nicht an mich erinnert. Da meinte ich so, ja, hatten wir. Und dann, das war mit den vier Radfahrern. Und er hat so, oh ja. Er hat sich erinnert. Ah ja, dann schaffst du das heute. Ja, und dann sind wir losgefahren und wir sind dann nicht zuerst durch die Stadt gefahren, sondern sind zuerst aus der Stadt raus. Denn das kam mir ganz gut entgegengelegen, denn ich dachte mir, ja, okay, das ist so die Stelle, wo wir ein bisschen Probleme machen. Und dann sind wir dahin gefahren, wo man Richtung Autobahn fahren kann. Und ich dachte mir, oh nein, ich meine, ich würde gerne nicht während der Prüfung auf die Autobahn. Warst du in der ersten Prüfung nicht auf der Autobahn? Ich dachte, man muss das machen. Ja, nein, Autobahn musst du nicht. Ah, okay. Man muss halt über die Landstraße. Also Autobahn ist optional, aber ich vermute, Autobahn, wenn man hier fährt, müsste man wieder ein Stück weiter nach vorn fahren, bis man wieder runter kann und so. Und deswegen. Ich hatte keine Landstraße, ich hatte nur Autobahn tatsächlich. Es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, über die Autobahn zu fahren. Wie gesagt, wir waren direkt bei der Einfahrt von der Autobahn. Dann sind wir aber abgebogen. Ich dachte mir, oh mein Gott, yeah. Oh Gott, yes.
Der aber Kelch ist an dir vorübergegangen. Ja, da war ich mir relativ sicher, dass wir nicht auf die Autobahn fahren werden. Ich dachte mir, ich mein, wie gesagt, es wäre okay gewesen, aber ich war nicht so... Ich weiß das nicht. Ich hätte gedacht, was muss man irgendwie. Nein, was man machen muss bei der Fahrprüfung sind, du musst einmal einparken, wenden, dann einparken, wenden. Oh ja, dann eine Notbremsung. Und ich glaube, das sind so die drei Dinge, die man machen muss. Ich glaube, es gab noch irgendwas Viertes, was eventuell geübt wird, aber es gibt so drei Dinge, die man halt, drei Aufgaben, die man erledigen muss während der Prüfung. Und dann natürlich fährt man auch so Orte, über Landstraße durch die Stadt und sowas, damit du halt überall mal ein bisschen warst. Ja, genau. Und dann warst du ja nicht überall, wenn du nicht auf der Autobahn warst. Das ist ja ein super wichtiger Teil. Ja, aber gleichzeitig, Autobahn ist halt... Ich weiß nicht, ob Autobahn zwangs... Ist halt auch nicht... Du kannst keine nicht Ahnung. So viel falsch machen an sich. Du kannst froh kannst sein, dass es... falsch machen, aber auch nicht viel. Ich habe das Gefühl, man kann... Ja, das Problem ist, man ist in der Fahrprüfung, beziehungsweise in der Fahrschule an sich nicht so oft über die Autobahn gefahren. Deswegen ist man eher noch ein bisschen unerfahren, aber an sich, ich meine, bei mir zumindest, an sich warum ist aber natürlich die Sache, so gequält, wenn du auf der Landstraße so unterwegs bist, gibt es dann auch verschiedene Schilder, die ich halten muss, da musst du abbiegen und der dies und das, gibt halt sehr viel mehr zu bedenken. Deswegen sehe ich auch, dass das auf jeden Fall sinnvoll ist. Auf jeden Fall, wir sind über die Landstraße gefahren und ja. Dann, was ich zuerst machen musste, war wenden. Was kein Problem war. Ich wusste noch die Stelle, wo es war. Da konnte ich dann geschmeidig durch so einen komischen, nicht so eine Einfahrt von so einem Bauernhof, aber was auch immer, fahren und einen guten Wendehammer machen, meine Freunde. Nicht mal rückwärts fahren. Direkt gewendet wie ein Hammer. Einfach so schnell gedreht und dann einfach gedreht und gewendet. Ja, Mann. Waren nur noch zwei Reifen auf der Straße, aber es hat geklappt. Ja, nice. Genau, dann sind wir wieder zurückgefahren, dann noch ein bisschen weiter über Landstraße. Wir sind dann sogar auch über die Stelle wieder da vorbeigefahren, wo die Radfahrer waren. Okay. Waren Radfahrer da? Natürlich waren keine da! Natürlich. Ja, ich meine, es war schon allein 7.40 Uhr oder so. Die Redemption aber trotzdem, es war so dieser Moment von... Nein, da sind wir tatsächlich auch so eine Stelle, wo wir auch bei jeder Fahrstunde so ziemlich immer vorbeigefahren sind, also... Mhm. Ja, aber du hast es bestimmt trotzdem im Kopf gedacht, so... Okay. Ach, shit, ja, ich dachte mir, wo wir hier vorbeifahren, dachte ich mir, dass ich irgendwas sagen soll, wie zum Beispiel, oh ja, hier sind diesmal nicht Radfahrer. Und ich dachte mir, ich sag nichts. Ist auch eine Sache, was mir mein Fahrlehrer gesagt hat. Das war nicht bei der Fahrstunde davor, gab es halt auch ein, zwei Stellen, wo ich dann eher hauptsächlich so eine Frage gestellt habe, wie zum Beispiel, ist ja ich dann, habe ich glaube ich sowas gesagt, wie, oh ja, hier ist glaube ich rechts vor links. Und der dann so, nein, das ist nicht. Da meint ja auch, sag sowas bei der Prüfung nicht. Da schießt du dir jetzt eigene Beine damit. Ja, riechst dich um Hals und Kragen. Und das war auch, da meinte ich dann so, ja gut, ich werde es der Prüfung nicht sagen. Ich wollte hauptsächlich nur fragen, damit ich es weiß. Eigentlich schon, und dann vor der Prüfung, bevor ich losfahren will, meinte er dann auch so, ja und dann möglichst wenig reden. Da meinte ich auch dran. So, ja gut, wenn ich ihn sage, der kann doch nichts Falsches sagen. Das wird mir auch passieren. Ja, und dann dachte ich mir, ja, das ist schon besser so, dass ich einfach ein bisschen nichts Falsches sagen. Fully, hast du Fragen gestellt während der Prüfung? Oh nein. Kannst keine Fragen während der Prüfung stellen, Mave. Nein, ist halt eher so, du sagst halt einfach, was du gerade machst, bisschen. Der Streamer-Lifestyle ist einfach, der kommt einfach durch. Ja, aber man sollte es einfach nicht tun. Wollen wir rechts abbiegen, Chat? Kann mal jemand von den Bots eine Umfrage machen? Ja, warte mal, Chat, hier rechts abbiegen, macht man das? Weiß das jemand? Komm schon, kommt mal raus. Du bist ja rechts von links, ja oder nein, das muss doch jemand wissen. Macht mal eine Wette, ob ich einparken kann, ob ich das hinkriege, ob wir randitschen oder nicht. Parkbox beim ersten Versuch, let's go. Genau, dann sind wir noch bis... Oder vorne kommt der Hype-Train. Also nach dem Hype-Train, wenn man die Gleise überquert, muss man ja auch erst nach rechts und links schauen. Und das natürlich auch ein bisschen überzogen schauen, damit der Prüfer auch ja sieht, dass man schaut. Dass man es macht. Es muss knacken beim Umgucken. Damit Schulterblick. War weit genug. Also Schulterblick sollst du vielleicht nicht machen, mitten auf der Straße aus dem Netz. Ich meine generell, den soll man vielleicht auch so machen, dass man es wirklich sieht. Aber also Schulterblick nicht, sieht man, nicht Johnny. Johnny macht, wenn man ihn nicht sieht, dann war es kein Schulterblick. Johnny macht Schulterblick nur auf der Autobahn. Ja. Du musst ja über die Schulter schauen und nicht einfach ein bisschen so. Hast du Sport gemacht davor und dann unter Muskelkater? Ich befürchte. Jeder Schulterblick. genau, dann sind wir noch ein bisschen über die Landstraße gefahren. An einer Stelle war dann, es war auch eine, die ich kannte, wo es dann relativ länger geradeaus geht, da habe ich dann Tempomat angemacht
mit der schön mit den Hunden unterwegs sind, dann meint der Prüfer auch so, oh ja, machst du Tempomat, ja, das ist gut. Mm, nice. Ja, das war, da dachte ich mir, oh ja, da hab ich gepunktet. Da hab ich gepunktet, meine Freunde. Yeah. Und dann ging es wieder in die Stadt rein. Und an einer Stelle war auch, das war die Sache, die ich ja euch auch geschrieben habe, ich habe Fuchs vorbeilaufen gesehen, was relativ interessant stimmt. war. Es war, ich musste dann auch ein bisschen bremsen, damit ich den Fuchs nicht überfahre, was ich ja gerne gemacht habe. Ich habe sogar seine weiße Schwanzspitze gesehen. Der Prüfer meinte dann sowas wie, und jetzt kurz. Gas geben. Was? Es war ein Witz. Ich dachte aber auch eben kurz, dass so, was ich gerne gemacht hätte, darauf bezogen war, dass du gerne drüber gefahren wärst. Was ich gerne gemacht habe. Ich will keinen Fuchs überfahren. Nein, es klang, als ob du ihn gerne bisschen, überfahren willst. Ich will keinen Fuchs überfahren. Oh, da musst aber du Mucke sich so zurücknehmen, dass er ihn jetzt nicht überfährt. Das ist ja die Prüfung, nicht Privatvergnügen, ne? Das ist richtig. Das ist richtig. Streamer-Ding. Er wollte ein paar Bonuspunkte einsammeln. Oh, das wird so, das landet auf Live. Shit, was war das? Live-Fails oder sowas? Keine Ahnung. So ein Subreddit, wo der ganze Schmutz von Twitch landet. Achso. Wahrscheinlich, ja. Sehr berüchtigt. Stream-Fails. Ich glaube, Livestream-Fails war es. Ja, ich glaube, ist es nicht wirklich Streamer-Fails? Das sagt mir tatsächlich. Keine Ahnung, wie auch immer, ist egal. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe beides sogar. Ich habe auf jeden Fall den Fuchs nicht überfahren. Das ist das Wichtige erstmal bei der Geschichte. Und du warst noch nie so nah dran. Ich war noch nie so nah an dem Fuchs dran, ja. Fuchs. Ja. Ich hab sogar seine weiße Schwanzspitze gesehen. Was? Die sieht man ja nur auf 20 Meter. Bist du ausgestiegen und hast mit dem Fuchs gespielt? Okay, Mister, ich bin blind ohne meine Brille. Was willst du mir jetzt erzählen, was man auf 20 Meter sieht? Keine Ahnung, die weiße Schwanzspitze ist für mich so voll riesig, aber... Moment, hast du so lange gebraucht, um den Konter jetzt rauszufahren? Da war sogar noch ein ganzer Satz von Fully dazwischen. Ich dachte, jetzt kommt ein Spruch gegen Fully, aber dann... Ja. Hä? Ich dachte auch gerade so... Was? Ich meine, ja, ich sehe 20 Meter nichts mehr, aber okay, mein Johnny. Sei auf jeden Fall vorsichtig, da kriegst du fast Tollwut. Ja, auf jeden Fall Moment. Einen Meter vom Auto oder so. Seid ihr zufrieden? Ja. Okay. Das war nur Johnny, der es gesagt hat. Ja, seid ihr jetzt zufrieden? Ich war vorher schon zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich war noch nie so nah an einem Fuchs. Auf jeden Fall. Ich glaube mal, einen Fuchs gesehen zu haben. Ah, dann sind wir noch ein bisschen weitergefahren, dann durch die Stadt und sowas, was soweit nichts Neues war. Vor allem in die Stadt, ins Zentrum rein, war sehr viel, standen Autos sehr viel. Das heißt, da kann man ein bisschen Zeit rausholen, indem man einfach Stop and Go ein bisschen fährt. Ah doch, im Wildpark habe ich mal Füchse gesehen. Ich war noch beim Fuchs-Thema. Das merke ich. Füchse sind so toll. Bleib bei euch hängen, da kommt er nicht so leicht weg von den Kann Themen. Ich meine Fahrprüfung zu Ende bringen? Ich liebe Füchse, lass uns über Füchse reden. Wusstet ihr, dass die lachen? Ja. Die lachen dein Übel aus. Wollen wir eine Fuchstierliste machen? Welcher Fuchs wir den coolsten finden? Goldfuchs. Oh, der Schneefuchs. Auch strong. Ja. Erzähl weiter. Okay, Mori, kannst du weiter erzählen. Leute werden wütende Kommentare verfassen. Warum? Das war so absichtlich. Natürlich kannst du weiter erzählen. Ich habe euch absichtlich provoziert, jetzt seid doch nicht sauer. Was soll das denn? Genau, wir sind da ein bisschen dann... an einer Stelle war auch rechts vor links, da konnte ich das Auto, das rauskam, tatsächlich so ein bisschen durch die Hecke schon sehen. Da habe ich gesagt, oh ja, da kommt jemand raus. Meinte er, oh ja, haben Sie durch die Hecke direkt gesehen? Meinte ich so, ja, das ist gut, wenn das Licht noch an ist. Das heißt, ich glaube, das waren auch wieder starke Bonuspunkte an meiner Front. Und dann war ein Parken. Bonuspunkte, die Bonuspunkte. Also da auch wieder rückwärts einparken oder seitwärts, wie nennt man das am Straßenrand? Ich habe keine Ahnung. Parklücke, glaube ich. Wir sind da auf jeden Fall eingeparkt. Und da war da sage ich nichts mehr zu, da haben wir zu. Es war dann neben so einem weißen Auto, ich weiß nicht. Vorbeigeredet. Das lag, glaube ich, ein bisschen, lag es an der Scheibe vom Auto an sich, die ein bisschen getönt ist und so, aber ich könnte schwören, dass es einen leichten Blaustich hatte. Meinte ich so, oh ja, dann parke ich da vorne bei dem blauen Auto. Meinte er so, bei dem weißen. Meinte ich so, aber der ist doch ein bisschen blau. Und dann waren wir da das und hat er auch, das hat der Prüfer auch das Fenster offen und hat gesagt, nein, der ist nicht blau, der ist weiß. Meinte ich so, ja, okay, ich bin mir immer noch sicher. Und dann bin ich reingefahren in die Parklücke, auf Anhieb, meine Freunde, als wir es davor geübt haben. Als wir es vor der Fahrprüfung geübt haben, habe ich dann ein paar Mal, ich einige Anläufe gebraucht, dann auch nachjustieren und sowas. Sehr gut.
Mucki dachte sich im Kopf, zwei Pluspunkte, ein Minuspunkt wegen dem falschfarbenen Auto, ich bin nur noch bei plus eins, ich komm durch. Genau, und dann war noch so, beim, ja, Gesamteindruck ist okay. Hat überhaupt keinen, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie ausschlaggebend ist, wenn man mal so einen Bonus, so eine Aussage macht, die irgendwie gut ist. Nein, es zeigt, gelobt, dass du, es ist ein Bonuspunkt, weil es zeigt, dass du ein gewisses Verständnis dafür hast, auch wenn ich Tempomat dann gemacht habe an der Stelle. Es zeigt ja, dass ich dann das verstanden habe, wie das Ganze funktioniert und sowas. Das sowieso, ich aber weiß, ob das Tempomat eine Auswirkung auf das Ergebnis hat. Weil wenn man irgendwas anderes falsch macht, bringt einem das halt auch nichts. Aber natürlich zeigt das deine Kompetenz. Ich meine, wenn du keine groben Fehler machst, ich denke, dann kommt es auf Kleinigkeiten an. Sagt der Fahrlehrer dann so, ja, das hat mir nicht gefallen, aber das war gut, also also ja, nicht Fahrlehrer, maybe, sondern Prüfer. Ah ja, ich denke, solche Kleinigkeiten können schon ausschlaggebend sein. Je nachdem, wie knapp es halt ist. Ich glaube tatsächlich, also ich bin mir unsicher, aber ich glaube, die haben nicht wirklich irgendwie... Also wir reden natürlich auch von einer Prüfung, wo du jetzt niemanden gefährdet hast oder so, keine großen Fehler oder so gemacht, sondern einfach ein bisschen unsauber vielleicht war. Ich denke, da wird der Prüfer dann schon so ein bisschen abwägen. Ich glaube, du hast eigentlich null Punkte. Ich glaube, ungefähr so läuft die Prüfung ab. Und wenn du einen halt verstoßen machst, der halt verkehrsgefährdend war, dann kriegst du einen Minuspunkt. Oder wenn du nichts einparken kannst, wenn du die Gefahrenbremsung nicht hinkriegst, dass du ja dahingehend keine... Also, du konntest es einfach. Wie kriegt man nicht die Gefahrenbremsung nicht hin? Ich mein, falls, ne? Wenn du die verkackst... Ja. Hast du die geschafft, Fulli? Bist du durchgefallen? Ja, natürlich. Okay. Die kann man nicht verkacken. Also du musst also bremsen. Im schlimmsten Fall wirkst du das Auto ab. Das wäre aber auch irgendwie verkackt. Ich meine nicht wirklich. Also wenn jetzt jemand vor dir, wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir, ein Kind läuft über die Straße und du gehst voll in die Eisen und du hast das Auto abgewürgt, dann so, ah, shit, das ist ja jetzt schlecht gelaufen. Oh, systematisch abwürgen für die Sicherheit, das wäre es nur. Aber ja, kann sein, dass da so ein Punktesystem gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man sowas wie an gewissen Stellen Tempomat dann richtig einsetzt und sowas, ich denke schon, dass sowas hilft. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube nämlich, ich habe in meiner Prüfung, die ich bestanden habe, trotzdem jetzt nicht super gut gefahren. Aber ich habe halt keinen schwerwiegenden Verstoß gemacht und dementsprechend... Kommt ja sowieso immer drauf an. Ich denke, es ist auch sowieso bei relativ subjektiv für einen Prüfer. Das könnte bei meiner zweiten Prüferin ja gewesen sein, ja, die da keinen Bock mehr hatte, ja. Aber vielleicht hat ihr sich auch einfach gedacht, da, oh, ich war so knapp, ich, keine Ahnung, viel zu knapp an den LKWs oder so, den Abstand nicht richtig eingehalten und deswegen wurde ich durchgefallen. Keine Ahnung. Ja. Du auf wurdest jeden Fall durchgefallen? Ich wurde wir durchgefallen. Haben... Sagt man das so? Nein. Nein. Das ist manchmal so ein regionales Ding, wo ich nicht weiß. Nee. Kennt ihr um 12? Also, Moment. Also, dass man sagt, wie spät ist es? Und jemand antwortet, es ist um 12? Nein. Ja, das gibt's aber. Um die 12 vielleicht noch, aber... Ja, oder dass man irgendwie sagt, wir treffen uns um 12. Stunde? Das ist ja normal. Um 12. Sicher, dass es nicht jemand ist, der es einfach falsch aufgefasst hat, der es einfach falsch gelernt hat? Dachte ich auch, das ist so ein Ostding, glaube ich, tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall. Ich kenne jemanden aus Thüringen, der das sagt. Die Prüfung ging noch weiter übrigens. Ja, ja. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Genau, dann sind wir noch nach der Bremsung noch ein bisschen weit durch die Stadt gefahren, logischerweise. An einem Punkt musste dann der Prüfer, mir bekam Anruf und das war auch super. Hört er dann am Handy, weil er musste halt dann irgendwas noch klären, keine Ahnung, war nicht lang, für 40 Sekunden oder so. Und dann währenddessen, mein Fahrlehrer hat mir die ganze Zeit so und so Handzeichen gegeben, so ein bisschen weiter rüber und sowas. Oh nein. Sehr gut. Der Prüfer am Telefon war, das fand ich so lustig. Vor allem, es war nicht wirklich nötig, weil es war, ich bin mit 20 km auf dem, ich meine, es war, ich war da 20, da war ein, ich bin 20 gefahren, da war ein Kreisverkehr, so, was hätte ich falsch machen sollen, da war auch sonst niemand, aber ich weiß die Geste zu schätzen. Kreisverkehr kann schon, da kann man viel falsch machen, oder? Ja, aber da war niemand. Achso. Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie der Fahrlehrer eben so Anweisungen gibt, die du jetzt nicht so wichtig fandest und du da einfach mit der Hand so ptsch. Das ist jetzt meine Prüfung. Ruhe jetzt! Misch dich hier nicht ein. Nicht, dass der Lehrer die Zettel einsammelt. Der Morgi macht einfach so. Ja. Das geht schon hin. Genau, und dann sind wir halt Richtung TÜV wieder gefahren. Und ich dachte mir, oh, wir sind noch nicht so lange unterwegs, fahren wir jetzt nochmal woanders hin, werden wir nochmal abbiegen oder so. Aber nein, ging es Richtung TÜV und dann meinte er so, okay, und dann biegen wir und dann zum TÜV abbiegen.
Und ich dachte mir, oh mein Gott, mein Herz war jetzt durch. Ich dachte mir, oh mein Gott, da ist es geschafft. Das war's. Oh ja, das war's dann. Ich habe absolut keinen Fehler gemacht. Ich habe absolut fehlerfrei bestanden. Wie auch schon beim ersten Mal, wenn nicht gewisse Radfahrer sich dazu entschlossen hätten, eine Tour über die Landstraße zu machen. Ja, aber jetzt weißt du, wie man sich da verhält. Dankeschön, Dankeschön. Das Klatschsegment auf jeden Fall. Aber da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Zur Belohnung habe ich mir dann, das war eine Sache, die ich mir auch gesagt habe, dass ich mir so eine Packung mit diesen Waffelröllchen von Balzen holen werde. Weil kurz davor habe ich auch die Kekse-Tierliste veröffentlicht. Und ich dachte mir, wenn ich Prüfung schaffe, hole ich sie mir zur Belohnung. Und wenn ich nicht schaffe, hole ich sie mir aus Frust. Ich habe sie mir aus Belohnung geholt. Und sie waren nicht so gut. Oh. Ich finde sie super saftig. Ich mag die. Ich meine, sie waren okay, aber... Ich habe mir durch die... Kekstierlist bei der ABC-Keks. Russisch Brot. Schönes Russisch Brot. Genau, ich muss sagen, die Waffelröllchen waren ganz süß, aber die Tatsache, endlich den Führerschein bestanden zu haben, und es wäre absolut kein, vor allem mit dem Feiertag morgen, wäre eigentlich absolut keine Zeit mehr gewesen, um noch eine zu machen. Ich hätte wieder zur Theorie antanzen müssen und sowas. Das war noch ein bisschen süßer. Und was auch ziemlich süß war, war dann das Ende, was wir am Ende noch gemacht haben. Und er meinte dann, dass ich aussteigen soll, und dann auf dem Rückweg habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt, und dann hat mich mein Fahrlehrer wieder quasi zurückgefahren. Da dachte ich mir, das ist doch der perfekte, das ist wie im Kino, wie im Fernsehen, so ein Abschluss der Prüfung, so, okay, du hast dich würdig erwiesen und alles, jetzt sei doch mal mein Beifahrer. Ja, ich wurde auch nach Hause gefahren. Da laufen dann so die Credits auf der Windschutzscheibe. Ja, genau, so war es dann. Gefühlt so war es dann auch. Auf der Windschutzscheibe. Die letzten Worte meiner Fahrlehrerin war: Jetzt hör ja nicht auf zu fahren, ja. Du brauchst das Training gemacht, hör bloß nicht auf zu fahren. Sehr schön. Ich habe übrigens habe meinen Führerschein dann nicht direkt erhalten, sondern nur die Papiere davon. Und ich kam noch nicht dazu, ihn abzuholen, also werde ich noch machen. Fand ich so ungewöhnlich. Ich dachte immer, man kriegt den sofort. Aber heißt also, teils. Kommt immer drauf an. Wenn du den jetzt aufschiebst, den zu holen. Oh, Junge. Naja, wir müssen mit dem Auto da halt hinfahren. Also ich könnte auch mit dem Zug, aber da müsste ich so weit fahren. Und ich warte dann lieber noch eine Woche länger, bis es zeitlich passt. Ja. Vor allem habe ich auch vor, dass, wenn ich den Führerschein habe, dann mit dem Auto auch wieder, dass ich dann zurückfahre. Logischerweise. Da will ich doch nicht einfach mit dem Zug hinfahren und dann, wo ich meinen Führerschein, fahre ich mit dem Zug wieder nach Hause. Das ist doch so holt man doch keinen Führerschein. Das ist doch nicht feierlich. Das ist paradox, ja. Einfach ohne Führerschein hinfahren und was soll passieren? Im schlimmsten Fall reichst du nein nach. Ja, das ist gut, ja, mit dem Auto, mit dem ich sowieso noch nie gefahren bin, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aufgehalten werde, sowieso besonders gering. Wie, sie haben keinen Führerschein, aber ja, den will ich gerade abholen gehen. Ja, aber es wirkt ja das Auto zum fünften Mal ab, vielleicht soll ich mit dem mal anhalten. Interessanterweise ist die Sache, dass, wenn man den Führerschein mit 17 gemacht hat, dass man dann die Papiere, die man bekommt nach der Fahrprüfung, die gelten als Führerschein. Den richtigen kann man dann erst mit 18 abholen. Ich bin aber 18 Jahre alt, plus 11. Und gerade so. Dementsprechend, die Papiere sind für mich nicht gültig. Das steht auch drauf. Diese Papiere gelten nicht als Fahrerlaubnis. Das ist traurig. Ja, ich habe dann die Prüfung geschafft, und es ist perfekt gelaufen. Es war super. Ich war sehr, 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 sehr zufrieden damit. Gott, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und dieses große, schwere Kapitel ist geschlossen. Es ist so schwer, aber es war echt langwierig. Zumindest, als ich ihn abgeholt habe. Ja, nicht schwierig, aber es war trotzdem, habe ich den Eindruck gehabt, mental doch sehr belastend. Ja, es war halt immer ein wöchentlicher Termin, den ich jetzt für über 5 Monate hatte. Jede Woche. Es war einfach. Und der Lappen selbst, den sagst du seit One-on-One-Zeiten, dass du das machen könntest. Und du hattest auch diesen Zeitdruck noch und alles. Es fällt jetzt alles ab. Ja, der Zeitdruck war am Ende dann bei der Letztprüfung, das war ziemlich übel. Der war nicht schön. Das hätte nicht sein müssen. Das heißt, Autofahrgeschichten und Fahrprüfungsgeschichten in der Ersatzbank sind jetzt erstmal weg. Ich sag's mal so, Autofahrgeschichten werden wahrscheinlich genauso oft passieren wie Einkaufsgeschichten. Nur würde die Geschichte dann darauf basieren, dass wieder sowas kommt wie Radfahrer. Da war wieder ein Radfahrer, Leute. Oh, was soll ich machen? Da war ein Radfahrer. 5 Radfahrer, Leute. Der steckt mir immer noch vor dem in der Motorhaube drin. Und da war ein Wildschwein, kein Fuchs, da sind irgendwelche
irgendwelche Idioten, oh, die Road Rage Geschichten werden kommen. Dass da die Einkaufsgeschichten werden dann noch über den Hinfahrt und Rückfahrt noch ergänzt. Ich habe eine Einkaufsgeschichte von heute. Exakt. Erzähl. Oh. Ich wenn Feiertag, ich direkt ich das Thema wechseln kann. Genau, stimmt. Morgen ist Feiertag, auch bei mir. Hier ist heute Feiertag. Bei mir nicht. Heute ist Feiertag, morgen ist nicht. Weder heute noch morgen. Bei mir ist morgen. Ha. Ich bin ganz froh. Ja. Ich denke, Dienstag ist ein angenehmerer Tag. Zum einen, einige Leute werden Brückentag haben. Ja. Und zum anderen, man hat noch, man muss nicht am Wochenende einkaufen zu gehen, wenn der Montag Feiertag ist, ist immer nervig. Ja. Lustig. Genau, ich wollte heute einkaufen gehen. Ich dachte mir, bevor ich losgegangen bin, dachte ich mir noch, sollte ich auf mein Konto schauen? Ich habe zwei Konten, ein Geschäfts- und ein Privatkonto. Ja, und das Privatkonto ist halt, da geht halt kein Geld drauf, außer ich mache einen Übertrag. Ja. Und auf dem Geschäftskonto landet sonst mein gesamtes Geld. Und dementsprechend habe ich halt manchmal auch dann auf dem Girokonto, habe ich da manchmal auch kein Geld. Bevor ich losgegangen bin, dachte ich mir, will ich noch kurz nachschauen, ich was drauf habe. Ich dachte mir, wird schon okay sein. Die ganzen Daueraufträge sind doch auf, die sind doch auf dem ersten gestellt. Richtig? Richtig. Mm. Und dann bin ich losgegangen und unterwegs dachte ich mir, vielleicht sollte ich noch zur Bank gehen, bevor ich dann an der Kasse dastehe und dann eventuell kein Geld habe. Bin ich zur Bank gegangen, dachte ich mir, wie viel hebe ich ab? 30 Euro. 30 Euro, 15 habe ich noch im Geldbeutel, da ich 45, das reicht ohne Probleme für alles. 30 Euro und dann steht, ja, können wir nicht machen. Aktion nicht möglich, Karte kommt wieder raus. Bei der Bank aber? Ja, bei der Bank. Ja, und dann dachte ich mir, okay, versuchen ein bisschen weniger Karte wieder rein. 10 Euro. Geht nicht, können wir nicht rausgeben, Karte wieder raus. Ich dachte mir, okay, eigentlich nur 15 Euro. Dann werde ich wohl vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten kaufen, das Nötigste. Und damit meine ich Kekse, Cola und was vom Bäcker. Kenn ich. Ja. Ich habe noch Toast in der Liste da. After-School-Dinner. Und dann habe ich das soweit geholt und dann stand ich da mit meinem kleinen Körbchen, 4 Cola-Dosen drin, eine Packung Kekse. Das war, ich hab nach Preisen geschaut, das war abenteuerlich. Das ist eine Sache, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe. Ganz recht, ich bin der Typ. Und was ich gesehen habe, Ja-Cookies, 99 Cent. Jungs, das ist, das Geld arbeitet für sich selbst an dem Punkt. Das ist ein 1-Euro-Shop. 99 Cent, das sind 4 Cookies geschenkt. Übereinander pro Fach. 4 Cookies, 4 Fächer, 16 Stück. Geschenkt. Das sind weniger als 10 Cent pro Keks. Ich gehe mir sofort welche holen. Das stimmt. Ist schon Kaffeezeit? Und dann, genau, dann stand ich mit meinem Korb und meinem Einkauf voll Scheiße an der Kasse. Und dann vor mir, jemand, der schon draufgelegt hat auf der Kasse, war, es war halt auch relativ früh, ich gehe immer relativ früh, wenn nicht so viel los ist, hat schon jemand einen Einkaufswagen leer geräumt. Ich dachte mir, bisschen nervig. Das ist eine Sache, die sie beim Rewe eher weniger machen, weil er absolut katastrophale Parkmöglichkeiten hat. Deswegen sind Leute eher nicht mehr im Auto. Ich wollte gerade sagen, wieso wundert dich das? Ich habe meistens Leute mit meinem Einkaufskorb vor mir, aber ja. Na, es war ein Wagen voller. Das ist halt eher unmöglich, Genau, okay. und dann stand da noch eine Frau an der Kasse, die hatte einen komplett vollen Wagen gehabt. Mhm. Und ich dachte mir, oh, ich hab doch jetzt, vielleicht lässt sie mich ja vor. Und dann hat sie dann irgendwie, kurz bevor sie hätte eigentlich auflegen sollen, ist sie dann weggegangen und hat doch irgendwas gesucht oder so, aber sie hat ihren Platz in der Reihe natürlich noch reserviert gehabt, indem sie den Wagen da hat stehen lassen. Dann stand ich da und dachte mir, will die mich eigentlich verarschen? Stand ich da für 40 Sekunden oder so, niemand war in Sicht und auch vorne eine Kasse war fast fertig. Ich dachte mir, heute werde ich was Riskantes machen. Ich gehe jetzt vor und lege mein Zeug auf. Oh. Habe ich gemacht. Ich glaube, 10 Sekunden später oder so kam sie dann auch wieder zurück. Sie hat nichts gesagt, weil ich denke, sie hätte mich vorgelassen mit meinen paar Dingern. Ich hätte mich auch nicht vorgedrängt, wenn ich auch viel gehabt hätte, aber es waren halt 5 Sachen. Ich dachte, jetzt kommt ein Abenteuer. Junger Mann. Ja. Man hat ich war nur kurz weg. Ja, ich dachte, es könnte passieren. Und gleichzeitig hätte ich dann gesagt, ja, aber sie können nicht einfach ihren Wagen hier abstellen und dann für eine Minute abhauen. Ja, ja. So, du kannst nicht einfach deinen Platz in der Schlange reservieren, dem du Wagen mental, da steht. Da lag mein Handtuch, hallo? Mental warst du schon in der Diskussion drin. Hattest schon so, ja, das sage ich, wenn sie zurückkommt. Nein, ich denke, ich hatte ein gutes Argument. Ich hatte wenige Dinge und sie kann nicht einfach ihren Wagen stehen lassen und für die Minute abhauen. Du hast ja recht. Morgi stand an der Kasse, als ob er klauen würde. Aber hat ja auch niemand gesagt. So schlechtes Gewissen. Ja, sie hat aber nichts gesagt und dann, hat das geklappt. Aber ja, das war beim Einkauf in der Kasse vorgedreht. Ich dachte nicht, dass ich so tief jemals sinken werde, aber
Stimmt, so ist es. Kann man den Führerschein schon, geht's den Bach runter. Ich er muss auf die Preise so, gucken, er muss sich an der Kasse vordrängeln. Ich habe gar keinen Drang oder ich fühle mich auch gar nicht genervt, wenn vor mir ganz viele sind. Ich denke mir so, gut, dann ist das jetzt so. Ich meine, ich habe sowieso entweder Musik oder einen Podcast immer, also es ist mir egal. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt genervt gewesen oder so, aber wie gesagt, die Tatsache, ich war nicht begeistert, dass es so ein voller Wagen war. Ich dachte mir, ich hatte halt auch die Hoffnung, dass sie mich einfach vorlassen wird, weil ich halt so viel weniger hatte. Aber ja, wäre okay gewesen, aber wenn sie dann ewig weg ist, dann werden wir die Regeln wohl noch weiter biegen. Ich kann übrigens sagen, ich gucke auch öfter auf die Preise oder fast immer. Und diese Erfahrung mit, 99 Cent ist ja günstig, das hatte ich die letzten 2 Jahre auch nicht einmal, sondern eher so, das kostet jetzt das Doppelte. Ja, wie kann denn das sein? Ja, so viele Dinge sind einfach so viel teurer geworden. Ja, das habe ich eher das Gefühl immer. Ja, das gut, fällt mir auch in letzter Zeit auf. Ja, ich habe mich gemutet dafür. In letzter Zeit? Aktuell wird doch Zeug nicht mehr unbedingt. Das war auch ja vor 2-3 Monaten, als alles sehr stark angestiegen ist. Ich glaube, aktuell stabilisiert es sich wieder. Ich kann mich auch teurer wird es halt immer super schnell, aber billiger. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich würde es ganz gerne. Ich gewöhne mich gerade einfach an diese Preise. Ich nehme die so hin, weil ich noch nicht so lange ständig Einkäufe mache. Und dann hoffentlich läuft es darauf hinaus, dass es nicht immer noch teurer wird. Und dann habe ich irgendwann Mein Schwipschwap wurde wieder erhöht. Oh Mann. Die haben von 99 Cent auf 1,19 erhöht. Und jetzt kostet 1,29. Das geht doch nicht. Mhm. Nee. Ich habe mir immer ganz gerne im Aldi so einen Lacksträme gekauft. Das ist einfach nur so ein Stück Lachs, ja. Und Lachs. Ich glaube, der hat immer. Ich habe auch Lacksträme. Lachsstreme. Der, ich weiß auch nicht, was ein Streme ist, aber. Ich weiß nicht, aber das heißt so. Ein Stück Lachs halt. Deswegen habe ich. Ja, hab ich auch. Das ist halt ein Stück Lachs einfach, ja. Und ich glaube, der hat immer 2,50 oder so gekostet. Mittlerweile kostet er 3,20 oder so. Also, das ist auch schon wieder gestiegen. So 2 Euro, denkst du, ist okay, aber bei 3 Euro. Boah, so Lachs ist aber auch echt gut. Ich gehe immer am Lachs vorbei, weil ich denke, das ist ein bisschen teuer. Aber ich hätte so gern mal wieder Lachs. Es ist halt auch nur so ein kleines Stückchen, es ist halt nicht mehr viel. Also tut das halt besonders weh. Ja, gerade da, ne? Ja eben. Ja. Lachs auf Brötchen zum Frühstück war immer so das Highlight. Das ist so lecker. Oh, ich liebe so Weißbrot in jeglicher Form. Immer wenn ich wusste, es gibt Brötchen und dazu gibt es Lachs, ich weiß, der Tag, das ist ein guter Tag. Was ist diese mysteriöse Zeit, von der du gerade redest, Maeve? Hey, nein, ich verstehe ihn voll. Nein, Maeve, ich rede auch in der Vergangenheit davon, das war immer das Highlight. Ach so. Warum ist es das nicht? Was ist passiert, Maeve? Lachs, ich kaufe eine Sache im Angebot. Komm ich halt wirklich. Ja, ich laufe auch dran vorbei, obwohl ich Appetit habe. Momentan. Aber wenn ich sehe irgendwann Lachs sehe und dann ist da so ein Schild dran, -30%, dann überlege ich es mir. Mhm. Dann sollst du überlegen, welche Tiere sind da sonst noch drin? Dann schlage ich zu. Neben das Lachs. Ich nicht nur. Ach so. Was muss ich denn überlegen? Welche Tiere sind da in der Packung sonst noch drin, außer Lachs? Wenn es so billig ist. Dann kann das kein Lachs mehr sein. Quatsch. Was ich in letzter Zeit aber immer unwiderstehlich finde, mitzunehmen, ist ein Berliner für 48 Cent im Aldi. Ich sehe den. Das habe ich gemacht, Pulli. Und dann habe ich mich vom Gewicht her hochgefressen. Jedes Mal schön was aus dem Selbstbedienungsbäcker mitgenommen, dann noch so ein Milchkaffee und schwupps waren 7 Kilo drauf. Ich dachte gerade, er nimmt mich von der Kasse. Mach also weiter, Pulli. Dann bekommst du vielleicht irgendwann normales Gewicht. Ich meine, als ich hier aufgeholt habe, weil ich mir dachte. Er würde sich nie einen Milchkaffee holen. Das ist doch was Süßes, ne? Er hat ein Glas Nutella und eine Packung Buttertoast geholt. Ja, genau. Und das ist das eine, was er auch damit isst, wo er das Vollkorntoast nicht bevorzugt, tatsächlich. Ja. Wir wollen das Fass nicht wieder öffnen. Mit der guten Nuss-Nougat-Creme. Inwiefern ist Fass? Das ist doch okay. So können auch über Pokémon reden, Maeve. Ja. Toastbrot und Pokémon-Potenzial besprechen. Das wär's doch jetzt. Okay, nächstes Thema. Mickey Mouse. Ah, ja. Ich weiß nicht, warum. Ich ewig auf der Themenliste stehen Leute, hatte. Ich wollte ein paar Mickey Mouse. Wir trainieren unsere Lachmuskeln. Es geht gleich richtig los. Ein paar Witze aus dem Mickey Mouse hervorlesen. Witz der Woche. Das ist nicht das lustige Taschenbuch. Ich wünschte, du findest auf der Witze-Seite den bösen Witz, wo dann dieser, wie heißt der nochmal? Schnuffke oder so? Daneben gezeichnet ist und er sagt so, böser Witz, na. Na. Ich finde den super.
Johnny, hol doch deine Mickey Maus Hefte auch schnell. Ich kann meine Mickey Maus Hefte auch aus dem Dachboden versuchen. Du hast 3 Minuten Zeit. So gerne gelesen. So lange. Jetzt kriege ich ja gar nicht mit, was Mogi mir zeigt. Mogi sucht noch. Soll ich was zeigen? Ich finde nichts so Interessantes. Okay. Dann redet einfach weiter. Komm endlich rein. Die Mickey Maus gibt's immer noch, ne? Klar. Die wird immer noch einfach wöchentlich veröffentlicht. Jeden Dienstag. Keine Ahnung. So oft kaufe ich sie auch nicht. Dann meine ich nie. Ich meine, ich habe seit 16 Jahren keine mehr gekauft oder so wahrscheinlich. Haben aber die immer noch? Damals immer ganz gerne gelesen. Die hatten auch immer so ein Gimmick dabei, oder? Ja, ein Spielzeug. Die hatten ein Spielzeug, ja. Okay. Aber ich habe tatsächlich die Audio Description für die Comics gelesen. Johnny zieht im Hintergrund im Flur stehend eine Leiter aus der Decke, um jetzt auf den Dachboden zu klettern. Oh, der wird sich so wehtun. Der fällt gleich runter. Oh shit, das ist so wackelig. Ich liebe es, dass die Kamera das auffängt. Gruselig. Oh, ich mag die Leiter überhaupt nicht, die ist sehr wackelig. Ja, das ist super unangenehm. Wenn die runterbricht, dann fällt er mindestens einen Meter runter. Das will man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist zwei Drittel Fully. Ja, schrecklich. Das ist ganz schön hoch. Eine Fully-Länge. Ja, eine Fully-Länge. Das ist mehr als ein Meter. Johnny kommt nicht mehr wieder. Habt ihr mehr lustiges Taschenbuch gelesen oder die Mickey Maus Magazin oder gar nichts? Ich habe beides gelesen, glaube ich. Ich habe hauptsächlich die Mickey Maus Magazine gelesen. Ich bin nicht ganz sicher, weil ich hatte früher Ips-Hefte immer. Ips? Ich weiß nicht, ob es dann drin war, dass ich noch die Mickey Maus zusätzlich bekomme. Weil man ja schon eins hatte mit einem Spielzeug. Ips-Heft war vor meiner Zeit. Also das kenne ich gar nicht, glaube ich. Ips-Heft immer und lustiges Taschenbuch. Das war so meine Kombi als Kind und dann später wurde das ausgetauscht durch die GameStar. Oh. Anfangs mit DVD, zum Ende hin ohne DVD, weil da gab es ein Internet auf einmal. Wer brauchte da schon die DVD? Da spart man sich die 2 Euro. Ja. Die von der Mickey Mouse haben auf jeden Fall. Ich meine, dass sie den Yps-Vertrieb aufgekauft haben und dann viele von den Spielzeugen, die ich zum Beispiel aus der Mickey Mouse kenne, sind halt auch einfach nur Dinge, die es damals auch im Yps-Heft gab. Hm. Gab es da Urzeitkrebse? Bestimmt gab's da die irgendwann. Gab es da die Spionbrille, mit der man durch so Spiegel unter der Tür durchgucken konnte? Ja, lauter solche Dinge, das Mickey Mouse Heft war voll mit sowas. Okay, ja. Okay. Dann aber ist wahrscheinlich irgendwann habe ich die Spielzeuge gar nicht mehr ausgepackt. Ich wollte eigentlich immer nur die Comics lesen. Ich finde den Karton wichtig. Okay, soll ich Witze vorlesen? Ja. Ich lache auch. Die Nachbarin zu Frau Neureich. Sagen Sie mal, surfen Ihre Kinder auch immer im Internet? Ich bitte Sie, meine Surfen der Karibik. Ha, Sie, Frau Neureich. Oh. Wow. Paulchen, warum weinst du denn so bitterlich? Fragt die Mutter. Mein Hamster ist gestorben. Aber als Oma gestorben ist, hast du doch auch nicht geweint. Die habe ich ja auch nicht von meinem eigenen Taschengeld bezahlt. Das ist der böse Witz. Na. Ah, das war der böse. Zeig das für die Kamera mit dem bösen Witz. Na. Nein, das steht da nicht drauf. Oh, okay. Schade. Wir haben aber einen Witz der Woche. Na. Okay. Die Lehrerin fragt Fritzchen. Ein Fritzchenwitz, meine Freunde. Ich wusste es. Ich hatte es im Gefühl. Die Lehrerin fragt Fritzchen. Warum machst du deine Hausaufgaben so selten? Fritzchen antwortet, ich werfe eine Münze. Wenn der Kopf oben ist, gehe ich ins Hallenbad. Wenn die Zahl oben ist, gehe ich zum Fußballspielen. Und wann machst du überhaupt Hausaufgaben? Wenn die Münze auf dem Rand stehen bleibt. Da habe ich was! Von Ulrike aus Erding. Grüße gehen raus. Der kleine Richard ist verzweifelt. Was soll denn die Scheiße? Er hat im Gedränge seine Mutti verloren. Als er endlich einen Polizisten sieht, fragt er ihn: Herr Polizist, haben Sie vielleicht eine Frau ohne mich gesehen? Sabine bekommt einen Wackelpudding zum Nachtisch. Sie schaut ihn lange an und sagt: Zittere nur, ich esse dich trotzdem. Ich glaube, John hat den Karton gefunden. Die waren viel zu gut verpackt. Okay. Das glaube ich dachte nicht, dass sie in so einem Paket sind. Du hast das Comedy Gold einfach verpasst. Ich habe ja selber welche. Ich habe mehrere Mickey Mouse Heft zur Seite gelegt. Alter! Du hast nichts verpasst. Schau ich den Spyro bitte mal an.
Yo. Shit, der surft. Yo! Funk das und Flitzer? So cool. Bitte, warte, ist das dieses eine Spiel für den PC mit diesen ferngesteuerten Autos? Ja, das Super-Rennspiel Funk Flitzer. Oh, ich glaube, ich liebe das. Ich glaube, ich kenne das. Ich glaube, ich liebe das. Es gibt so ein paar Radio Race Car Games. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich hatte eins, das war super nerviger Sound die ganze Zeit so. Johnny, kauf dir die CD ab. Und, ich weiß nicht, ob ich genau die habe. Man fährt an so einer Hundehütte vorbei und der Hund kann einen fressen und ich hab's geliebt. Guck mal, Moggy. Oder alle. Da ist fucking Beyblade drin. Oh, let's Beyblade. Eine Robo-Kreise. Robo-Kreise. Für noch mehr Power. Wie, ist das einfach nicht lizenziert? Yo, was? Die haben sich das einfach übernommen. Guck mal, das ist so self-made. Ja, es gab viele so Rip-Off-Beyblades. Pulli. Erinnerst du dich an diese Pokémon-Figuren? Auf dem Bild sind solche Plastik-Pokémon-Figuren, bei denen, die hatte ich damals auch, vor allem das Pikachu. Yeah. Wenn man drauf gedrückt hat, haben die so geleuchtet. Yeah, yeah. Oh, ich dachte, die Augen ploppen dann so raus, wenn du rufst. Ja, die gab's auch, aber das waren nicht die. Oh, echt? Die kenn ich muss nicht. Muss ich extra, habe ich gerade nachgeschaut, ob es vielleicht die waren. Das ist der beste Entenhausen-Comic-Zeichner, den es gibt und generell eine meiner größten Inspirationen und coolsten Creator, sag ich mal. Also einer der besten Storyteller und Zeichner. Für Mickey Mouse, meinst du? Als Beispiel nimmst du zwei Seiten. Nein, nicht für Mickey Mouse. Wo auf jeder Seite einfach nur so eine schwarze Silhouette. Generell mit die besten Geschichten und Inszenierungen, die ich überhaupt in irgendeinem Medium kenne. Okay. Also die sind wirklich super. Was hat James aus Hamburg dazu zu sagen? Was hast du gesagt, Maeve? Dass du sagst, es ist der beste Zeichner und hältst ein Bild rein, wo in jeder Zeile einfach nur eine schwarze Silhouette ist. Das ist ein Charakter, ja, das ist der schwarze Ritter. So detailreich gut gezeichnet. Ja, das ist unfassbar gut gezeichnet. Das ist schon sehr stark. Okay, Moggy, ich bin bereit für einen Witz, Moggy. James aus Hamburg. Keine Sorge, Zuhörer da draußen, so wie wir das ganze Bildsignal catchen über OBS, ist die Qualität okay, aber das, was wir selber sehen, ist auch unfassbar verpixelt und man kann effektiv nichts erkennen. Also, meine nicht zu viele Sorgen. Wissen. Ich will nur sagen, ihr seid nicht die Einzigen, die nichts erkennen können. Ich habe auch nicht viel erkannt, aber ich war höflich. Ja, überzeugt euch einfach selber, holt euch dann rosa Comics. Ja, holt euch dann rosa Comics. Ein 32-jähriger Malermeister stirbt und kommt in den Himmel. Er beschwert sich bei Petrus. Ich bin auch viel zu jung, um zu sterben. Na hör mal, sagt Petrus, hör mal. Nach den vielen Arbeitsstunden, die du deinen Kunden berechnet hast, bist du bereits 92. Oh, das finde ich gut. Na, hör mal, war aber witziger Bestandteil vom Witz. Ja. Hör mal. Warum schüttet Frau Müller Wasser in ihren Computer? Komm schon, weil das sie wisst ihr. Will. Damit sie im Internet surfen kann. Wisst ihr noch, als Leute überhaupt gesagt haben, dass man im Internet surft? Ja. Das ist ja nicht mal mehr eine Sache. Das ist schon lange keine Sache mehr. Ja, ja. Guck mal, das ist nicht nur so ein Mini-Skateboard. Der Mini-Roller, den erinnere ich mich, der Mini-City-Roller. Ich glaube, den hatte ich auch. Oh, ich glaube, den hatte ich auch. Ja. Ich glaube, der war sogar gar nicht mal so billig. Der war viel cooler als die Mini-Skateboards für die Finger. Habt ihr mal jemanden gesehen, der mit solchen Finger-Skateboards richtige Tricks macht? Ja. Das ist ein Abenteuer. So versucht. So. Oh, ich hab das Skateboard und jetzt springe ich die ganze Zeit damit rum. Und es war stets eine Bemühung dort. Trick zu machen. Klein Tina und Klein Hildegard liegen im Bett und dösen vor sich hin. Hildegard ist natürlich ein sehr angemessener Name für ein kleines Kind. Um 7:05 sagt Tina zu ihrer Schwester, wenn Mutti uns nicht bald weg, kommen wir zu spät zur Schule. Das ist einfach nur ein Johnny-Witz. Hey. Johnny, warum kamst du heute zu spät? Seh doch mal. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Und warum hat er nicht geklingelt? Weil mein Hund mein Handy gefressen hat. Es hatte keinen Akku, ich habe irgendwie verkackt, mein Handy nachts aufzuladen. Also das ist ausgegangen, einfach. Der Wecker hat dich geklingelt, sagt er. Wir hätten ihn nicht mal anrufen können. Nee. Das hätte auch nichts gebracht, weil du immer stumm hast, ne? Ich habe hier einen Johnny-Witz. Mama, der Mann dort drüben isst seine Suppe mit der Gabel. Sei still, mein Engelchen. Jetzt trinkt er aus der Blumenvase. Wirst du wohl still sein. Und jetzt isst er seinen Bierdeckel. Jetzt gib endlich Ruhe und bring dem Mann seine Brille zurück. Ich habe einen Witz für Fully, glaube ich, wieder. Bin ich nicht. Oh no. Wie viel wiegst du? Fragt der Lehrer den Schüler. 35 Kilo mit Brille, sagt Richard. Wieso mit Brille? Fragt der Lehrer erstaunt. Nein, der heißt Ken.
weil ich ohne Brille die Zahlen auf der Waage nicht lesen kann. Oh, die Brille ist natürlich schwer. Ich habe hier so ein Ding, wo die Augen so rausgequetscht werden. Oh ja, das ist doch Nemo. Quietscht das auch? Nein, warum soll das quietschen? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, das haben die einfach gemacht, ohne dass das Nemo ist, oder? Clownfisch. Pixar gehören Clownfische nicht. Clownfische sind echt, die sind nicht komplett. Nein, Moment, komplett alle Anemonenfische sind von denen lizenziert. Pixar und Disney sind da so nah beieinander, glaube ich, dass das kann die Mickey Mouse machen. Sie können es auch so machen, weil es ein Clownfisch ist. Ja, aber sie könnten auch einfach sagen, dass es Nemo sein soll, oder? Ja, was sagen sie ja nicht. So easy. Also würde ich sagen, es ist einfach nur ein Clownfisch an dem Punkt. Ja, es ist einfach ein Clownfisch. Oh, das ist Phantomias. Ich liebe ihn. Phantomias, nicht Phantomias. Was ist denn ein Action-Spritzer? Nee, ich kann dir den Link schicken, wenn du willst. Könnt ihr mir erst später erzählen. Cool, ich schick mal den Link. Nein. Was? Die Manga-Maus? Dazu kann ich dir auch einen Link schicken. Alter Fully, hier ist die Manga-Maus mit Vegeta. Das ist Vegeta. Der Held der Woche. Der Held Vegeta. Der Woche, Vegeta. TV-Tipps und Lesefutter auf welcher Seite? Seite 52. Also soll ich den Witz der Woche vorlesen? Lesefutter. Ja. Ein Spatzenpaar sitzt auf der Fernsehantenne. Sie schluchzt herzzerweichend, okay? Er versucht, sie zu beruhigen. Vergeblich. Schließlich ruft er verzweifelt. Nun glaub mir doch endlich, ich bin nicht verheiratet. Der Ring ist von der Vogelwarte. Was ist eine Vogelwarte? Oh, weil die nummeriert wurden. Ja, die haben doch immer so einen Ring am Bein. Ach so, das... oh mein Gott, ja. Ja. Wollt ihr den Vegeta-Steckbrief hören, der in der Mickey Mouse... Sehr in gerne. In der Manga-Maus steht hier die oben. Die Manga-Maus, abgedruckt ist. Da gibt's auch noch Ranma ein Halb ist hier aufgeführt. TV-Tipp ist... Oh my Goddess. Okay. Erzähl uns von dem Vegeta mal. Vegeta hält in Doppelpunkt DB, DBZ und Dragon Ball GT. Och! Genau so haben sie es aufgeführt. Er ist ein Doppelpunkt. Saiyajin. Richtig. Heimat, Doppelpunkt. Erde. Vegeta. Richtig, Vegeta. Das ist nicht seine Heimat, das ist sein Geburtsort, der wohnt auf der Erde. Vegeta existiert nicht mehr. Aber der steckt wahrscheinlich am Anfang. Als aber er kommt vorkommt. Ja daher. Ich meine, ja, aber das ist ja nicht seine Heimat. Er lebt jetzt schon seit Jahrzehnten auf der Erde. Aber da ja noch nicht. Ja, aber also träumt er Heimat auf... Heimat kann man sagen, auch wo man herkommt, oder? Träumt er in Menschensprache oder in Vegeta? Ist die Sprache Vegeta? Ja, sie sprechen alle die Universumsprache, welche japanisch ist. Vegeta ist ein Gewürz. Okay. Familie, Doppelpunkt? Er hat zwei Kinder und eine Frau. Verheiratet mit? Bulma. Sohn? Trunks. Tochter? Bra. Bra. Feinde, Doppelpunkt. Oh, mein Freund. Da ist das ein lustiges Taschenbuch. Wir brauchen nämlich viele Seiten. Wir haben Freezer. Ist hierbei dabei? Son Goku. Cell. C17, C18. Und dann noch Buu. Die haben nur Cell, Freezer und C17 aufgeführt. Okay. Vielleicht war es da noch nicht so weit, aber ich habe keine Ahnung. Sie haben schon GT angemerkt, ich weiß nicht. Ja, okay, stimmt. Ich möchte kurz anmerken, eine Mickey Mouse, die ich geblättert habe, da ist Werbung für die Robo-Riders. Das ist natürlich für die Bionicle-Fans da draußen ein seltener Moment, in dem die Robo-Riders tatsächlich existiert haben. Was, cool. Was steht aber bei Freunde, Doppelpunkt? Son Goku! Ja. Ich meine, sie sind Freunde, auch wenn... Ja, klar. Wie geht das da mehr der ist auch Tsundere tatsächlich, sollte in seiner Charakterbeschreibung stehen. Hier steht... Denn eigentlich mag er Son Goku ja gar nicht. Bei Besonderes steht, war erst Gegner von Son Goku. Fusioniert mit Son Goku zu Gogeta im DBZ-Film und in Dragon Ball GT. Aber der wird auch Vegetto. Hier ist ein Comic von Lilo und Stitch. Oh, sowas liebe ich tatsächlich. Also Vegetto mit Potaras und wenn sowas sie nur Fingerzeichen machen, dann Gogeta. Sowas ist selten. Ja. Das ist die erinnere ich mich, die gab es ab und zu mal. Oh, es gibt eine Seite für die WTT-Seite, die Witze, Tipps und Tricks. Der Streich der Woche ist Eiswürfel pikant. Eiswürfel aus Salzwasser. Ich habe das Gefühl, da sollte man nicht zu viel Salz reingeben. Sonst wird es schwer, das zu gefrieren. Und wieso pikant? Dann so gut?
Also zu so schönen Eiswürfeln? Ich meine, wenn du ein bisschen Salz reingibst, wird es auf jeden Fall. Und okay. Bringen den Streichfreund auf Lachtempo 100. Der richtige Mix, ein knapper Teelöffel Salz auf einen Viertel Liter Wasser. Viertel Liter haben sie übrigens ausgeschrieben in einem einzigen Wort. Viertel Liter. Ja. Viertel Liter. Nice. Das ist fantastisch. Wenn du mehr Salz nimmst, friert das Wasser nicht mehr und friert das Wasser nicht mehr zu festen Würfeln. Wisst ihr was? Ich denke ehrlich gesagt, das ist von Streich aus Mickey Mouse Heft. Das muss ein Top 10 Streich sein. Und dann die Hand reinhalten. Du packst Cola. Jemand einfach einen salzigen Eiswürfel in die Cola, dann denkt er sich, er trinkt es ein bisschen, denkt sich so, also irgendwie. Ist ein bisschen pikant, die Cola heute. Was ein Streich. Schmeckt wie bei Burger King. Wahrscheinlich ist es einfach nur so ein kleiner Geschmacksverstärker und dann schmeckst du die Cola einfach nur mehr, weil es so reichhaltig nur ist. Schmeckt ein bisschen besser, ja. Wie bei Wassermelone mit Salz. Habt ihr Eiswürfelformen? Ja. Ich hab keine. Nee. Ich hab keine. Ich hab so eine richtig dumme. Das sind so eine längliche Eiswürfelform. Penis-Eiswürfelform. Und die kann man dann so. Nein. Das würde nicht funktionieren mit dem, was ich so erklären richtig will. Dumme. So eine längliche. Die kann man in so einen Flaschenhals so reinfallen lassen. Dann ja, wie Erfrischungsstäbchen. Das würde nicht funktionieren, Polly. Das würde hängen bleiben oben. Okay. Erfrischungsstäbchen, das wär's jetzt. Na, Erfrischungsstäbchen sind so eklig. Aber ja, diese salzigen Eiswürfel, wenn ich eine Eiswürfelform da hätte, würde ich sie probieren. Hier ist übrigens Donald drauf abgebildet, der zwei Schnecken auspeitscht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Manche Schnecken werden gerne ausgepeitscht. Wahrscheinlich war es Konzent, ja. Oberwitz Nummer 124. Warum ist bei Witze, Witze, Tipps und Tricks sind auch Witze dabei? Ich habe leider kein Geld dabei, Herr Ober. Oh, so ging es mir auch beim Einkaufen. Ja. Da muss ich die Polizei verständigen, mein Herr Ober. Das ist ja sehr unentspannt. Glauben Sie wirklich, dass Sie für mich zahlen? Was macht man im Restaurant, wenn man kein Geld hat? Wahrscheinlich laufen die an einem auch die ganze Zeit hinterher und sagen dann so, haben sie vielleicht PayPal? Ja. wahrscheinlich, wenn man irgendwie gucken, ob es eine Alternative gibt, was die machen können. Oder ob man irgendwie eine Rechnung oder vielleicht so. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Teller waschen. Oder sonst Polizei. Ich glaube, du lässt, glaube ich, einen Pfand da, wenn du sagst, du kannst es abheben. Oh ja, du kannst deinen Ausweis da lassen oder so. Ja, ja. Ja, ja, okay. Ich meine, ich musste einmal beim Dönerladen. Ich hatte den schon bestellt, den Döner, und dann haben die gesagt, habe ich gefragt, das ist auch das Gute. Das ist Pikachu. Werbung von den ganz alten, vom ersten Pokémon-Kartenset, da ist doch die ganz alte Pikachu-Karte drauf. Ja. Yeah. Die habe ich. Im Jahr 2000 war alles gut. Im Jahr 2001 wurde alles scheiße, aber davor war alles gut. War das so? Eben. Ja, zu meiner Kindheit war die Welt auch noch nicht. Ja, 2001 sind wir wieder in den Krieg gezogen, die ganze Welt. Woo! Ja, und die... Generell war meine Kindheit einfach, da war noch alles gut und jetzt wird es immer schlimmer mit und der. Und im Jahr 2000 sind alle Computer ausgefallen. Ich frag mich, wann das. 2001 war ich kein Einzelkind. Ja, siehst du, es ist alles schlecht geworden. Es war alles schlechter, ja. Hier ist für den Nemo drin, also die können es machen. Das ist die ZDF-TV-Tour, Johnny. Schau dir mal Siebenstein an. Rudi! Oh, Rudi mein Gott. Natürlich. Der Rudi sieht so schrecklich aus, oh Gott. Rudi sieht immer ein bisschen schrecklich aus. Hat er einen Stab in der Hand? Nein, Rudi hat so ein gutes Design. Also meine Puppe ist immer ganz in Ordnung. Das ist super cute und hat einen richtig guten Voice-Actor, einen guten Puppenspieler. Der macht das so sympathisch. Aber Voice-Acted ihn auch. Ja, eben, der macht das so sympathisch. Alter, hier ist der Fruchttiger drin, der gerade einen Fallrückzieher macht. Warte, löscht der gerade den Durst und darauf kommt es an? Nein, er spielt Fußball. Ich habe noch nie Fruchttiger getrunken. Ich glaube, ich hatte einen, ich wollte ihn unbedingt haben. Ist der Fruchttiger wirklich unbedingt haben? Gibt's ihn noch? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ich meine, ich habe Zeug in der Werbung gesehen und dachte ich mir, das muss ich haben. Und die größte Enttäuschung, die es dabei gab, Hand aufs Herz, war immer Cookie Crisp. Du siehst die Scheiße vor dir und denkst, das sind einfach nur kleine Cookies. Und dann sind die Kekse und denkst dir, oh mein Gott, das ist doch fantastisch. Aber sie schmecken nicht wie Cookies, sie schmecken wie die schlechtesten Kekse, die es jemals gab. Und dann sagt man, ja, aber die werden ein bisschen besser, wenn sie in Milch schwimmen. Also finde ich die jetzt auch nicht, aber ich finde die jetzt nicht so schlecht wie du. Also... Ja, ich fand Cookie Crisp waren so schmecken wirklich nicht nach Keksen irgendwie. Die schmecken einfach nur noch was Eigenes. Das nicht, aber... Und hier, ich weiß nicht mehr, wie sein Vorname war, aber der Wolf, der sagt immer, sehen aus wie Schokokekse und schmecken auch so. Aber er hat sie noch nie probiert. Der kommt ja nie dran. Das ist wie mit Gargamel.
Der behauptet es einfach. Gargamel ist halt auch so ein elendiger, ich weiß auch nicht. Er will immer die Schlümpfe essen, aber er weiß doch gar nicht, wie sie schmecken. Ja. Was will der denn? Ich glaube, der hat aber... Vielleicht hat er in der Vergangenheit mal Erfolg. Hat er nicht, will er die nicht essen, weil er irgendwas mit, also so ein Zauber erreichen möchte? Irgendwas? Wahrscheinlich ist es irgendwas mit Potenzmittel. Alter, ich habe den bösen Witz gefunden. Na. Der böse Witz. Leider ist die Zeichnung mit dem Na-Na nicht dabei. Na. Ein kleiner Junge wird gefragt, ich habe gehört, dass du aus dem Schwarzwald kommst. Oh. Nein, das stimmt nicht. Ja, zum größten Teil, aber meine Haare und Zähne habe ich später in Kiel bekommen. Das ist das Böse. Hä? Was ist daran böse? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Joke auch nicht. Also er wurde halt nur im Schwarzwald gebogen. Aber wo ist da der böse Witz? Fragt die Mutter ihren Sohn, wo ist eigentlich deine Uhr? Der Sohn antwortet, die ist bestimmt schon zu Hause, du hast ja gesagt, die geht vor. Johnny! Da hat jemand Witz über dich geschrieben. Ja. Nach heute kann ich nie wieder sagen, in letzter Zeit bin ich gar nicht mehr so oft zu spät. Ich habe wortwörtlich... Nein, war ich nicht. Oh, da ist ein Witz über Glatzköpfe. Oh, nice. Kommt ein Mann mit nur 3 Haaren zum Friseur. Fragt der Friseur, wie hätten Sie es denn gerne? Sagt der Kunde, 1 links, 1 rechts und der Rest wild durcheinander. Den kenne ich noch. Den fand ich gut. Das war ein Witz über dich. Der Fliegenschreck, da ist er. Den habe ich noch so gut im Kopf. Diese, so eine Pistole, die dieses scheiß Fliegennetz schießt, damit man da irgendwie anstatt einer Fliegenklatsche einfach die Fliegen abballert. Naja, das war alles nach meiner Zeit. Was? Das ist ein ikonisches... Das war nicht nach deiner Zeit. Ich bin 2 Jahre älter als du, Johnny. Morgi, das ist 2001. Das war meine Zeit. Ja, da habe ich keine Mickey Mouse. Das ist so viel eher deine Zeit als die anderen Sachen, die ich hier reingehalten habe. War schon ein schlimmes Jahr, Morgi, ne? Ich kenne eher sowas wie den Space Shooter. Das ist sogar später als meine Mickey Mouse, glaube ich. Das ist D-Mark. Ja, hier auch. Aber ich glaube, diese Projektile kenne ich auch noch so als U-Boot-Abschussprojektile. Meine ist, die ist vom 29.06.2000. Ja, okay. Ein Jahr. Was kennst du, Maeve? 3 D-Mark haben die damals gekostet. Ich glaube, diesen Torpedo, der da rausgeschossen ist, den kenne ich noch von so U-Booten aus der Ips oder so. Ja, die Ips hat es vorgemacht. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob die U-Boote mit Torpedos verkauft haben, aber könnte sein. Alter. Sicher, warum nicht? Nächste Woche gibt's die Top-Agent-Ausrüstung für Geheimagenten mit einem Nachrichtendecoder, einer Rotfolie, einem Geheimfach mit Notizblock und Geheimstifte für unsichtbare Nachrichten. Oh mein Gott, ich sehe gerade was. Oh, das Ding kenne ich. Das ist so cool. Das oh mein, das habe ich nicht zusammengebaut bekommen. Das sage ich in einem Video, wo ich das zusammenbaue. Ich habe es nicht hinbekommen. Und dann will er mir erzählen, dass er die Fliegenklatsche nicht kennt. Muss doch schon die Anleitung lesen. Das Regal, da habe ich zusammengebaut, okay? Und jetzt? Steht immer noch. Figur. Ist das ein Steckregal? Nein. Also war auch ziemlich einfach. Wisst ihr, was ich gerade für eine Werbung sehe? Erinnert euch an Kinder Schoko Fresh? Natürlich erinnert euch an Kinder Schoko Fresh. Ja, klar. Kinder Schoko Fresh wurde ja inzwischen umdesignt. Ja, yeah, inzwischen hat man nur noch diese Lahm-Dreiecke. Ja. Scheinbar war das davor, Kinderprofessor Rino. Oh mein Gott. Was? Ich hatte davon noch nie gehört, aber das hieß davor Kinderprofessor Rino. Professor Rino kenne ich, habe ich noch nie. Was haben wir hier gerade entdeckt? Aber war das nur so eine Special-Ausgabe vielleicht? Also nur so eine, die ein Jahr oder ein halbes Jahr noch zur Verfügung gab? Kinderprofessor Rino, die ersten Milch-Minis mit einer Creme aus frischer Vollmilch und knackig kühlen Schokobuddy. Schokobuddy. Neu im Kühlregal, die ersten Milch-Minis im Schokobuddy. Das ist so ein unglaublich. Kinder Schoko Fresh hieß Professor Rino. Ich fass es nicht. Das ist auch ein so unglaublich guter Don Rosa Comic. Ich weiß nicht, ob man irgendwas erkennt, aber ein Brief von der Aufzeichnung wird man es erkennen. Na, ist Dagoberts altes Schloss. Ja, genau. Dagobert hat ein Schloss? Die Duckburg. Fully. Der Clan der Ducks hat eine Burg. Fully, bist du wirklich erstaunt, dass Dagobert ein Schloss hat? Ja, weil er geizhals ist. Nein, da die kommt haben, der die her. Haben da mal, das die ist haben da in der Serie haben die da mal ein Hotel aufgebaut, glaube ich. Okay. Muss doch auch Geld. Geld muss doch auch arbeiten, Fully. Du kannst nicht einfach als den Geldspeicher packen. Ist doch dumm. Das ist ja doch nee, das ist so interessant, weil sein Geld immer wer da reinzuspringen. Jungs, wer bin Furby Baby? Alter, was zum Fick. Warte mal, ist das der Pokémon Monopoly? Das hatte ich. Ja, ist es. Oh, Pokémon Monopoly war komplett anders als das normale Monopoly.
Warte mal, ist das der Pokémon-Monopoly? Nein, ich glaube, das war von den Regeln her schon ein Stück weit anders. Vor allem sehr. Kaufte man, hat man da Routen gekauft und die vier Bahnhöfe waren Pokécenter? Ja, genau. Nee, Pokécenter hast du selbst gebaut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Bahnhöfe waren Pokebälle. Pokéball, Superball, Hyperball, Meisterball. Warum das denn? Weiß ich nicht. Ich kann doch schwören, dass das anders war. Vielleicht habe ich auch, vielleicht haben wir damals auch, ich hatte es nicht sehr, vielleicht war es auch einfach ein schlicht und ergreifend anderes Pokémon-Brettspiel. Vielleicht gibt es verschiedene. Das könnte sein. Ja, vielleicht gibt es auch ein einfaches Regelwerk für Pokémon Monopoly. Das kann sein. Übrigens, also das Vermögen von Dagobert Duck, das ist nicht im Geldspeicher, sondern das im Geldspeicher soll nur ein Bruchteil seines Vermögens sein. Der Rest steckt in den Banken und Geschäften in der ganzen Welt. Ich meine, würde ich von ausgehen, denn so viel Geld ist das nicht in seinem Geldspeicher. Das ist extrem viel Geld in seinem Geldspeicher. Ja, anscheinend. Das sind Geld. Nein, das sind Goldtaler tatsächlich. Hauptsächlich irgendwie. Oh, warte mal, das ist Gold? Teil irgendwie. In diese Papierrollen reinpacken und dann musst du die zur Bank bringen. Ist ja voll nervig. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist Gold und es ist Kleingeld. Und Scheine gibt's da auch. Ja, Jungs, schwierige Frage. Da schwimmen. Das stimmt. Was trinken Führungskräfte? Das Blut ihrer Angestellten. Ja. Leitungswasser. Sagt ihr Leitungswasser oder Kranwasser? Ich sage Leitungswasser. Aber ich mag das mit Kran. Also ich habe es irgendwann übernommen. Ich kannte das. Und du bist so ein Kranenberger Mensch, oder? Ja, die längste Zeit meines Lebens. Die längste Zeit meines Lebens wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Dann hat mir das irgendwer erzählt. Kran. Da muss man erstmal Kran trinken. Ich weiß, ich mag. Ich wusste das auch nicht. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Ausgabe mit extra vielen Witzen. Wusstet ihr, dass Kran, also das Gerät Kran heißt Kran wegen dem Tier Kranich? Hast du schon öfter erzählt. Ja, okay, ich hab's schon mal erzählt. Hast du? Aber ich weiß nicht, ob das ja, ich glaub, ist nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob das in der Ersatzbank erzählt hat, das weiß ich nicht. Ich glaub schon, aber ich hab's in meinem Stream entdeckt. Vor allem, weil es auf Englisch dasselbe Wort ist. Das habe ich dann Fully erzählt, jetzt erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ob Fully da sitzt, ehrlich gesagt, aber. Ich bin über dir. Was, Bratherrin? Ich bin bei Moggy. Ich weiß nicht, wo du bist. Nein, ich bin Crane. Über dir, Fully. Crane ja, ist sowohl das. Von mir. Ja, nein, aber in OBS meine ich. Was du sagst, zählt überhaupt nicht. Du denkst wohl, du stehst über mir. Jungs. Ja, tu ich hier. Die extra witzige Seite, Leute. Was sagt ein Eskimo, wenn er vorm Kühlschrank steht? Mann, ist das warm. Ja, rein in die warme Stufe. Das ist ganz schön uncool eigentlich. Chef zum Mitarbeiter. Wie lange arbeiten Sie schon für mich? 40 Jahre, Chef. Das kann doch nicht sein. Sie sind doch erst 50 Jahre alt. Überstunden, Chef. Überstunden. Warte, so ein Witz hatten wir vorhin schon. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wie das mit Petrus da. Selbst vor 22 Jahren waren Überstunden schon. Vor allem finden das Kinder in Mickey Mouse-Heften super lustig, oder? Ne? Also, was ist das immer? Ja, wahrscheinlich, weil die Eltern immer davon geredet haben. Ja, sind halt witzig, ist ja von den Eltern. Ist doch eher ein Witz aus der Apothekenrumschau oder so. Also, die Sache ist, die Witze wurden ja eingeschickt. Recycelt werden sowieso alle immer recycelt. Vor allem, ja, das erkennt man an den Namen von den Kindern. Rosalind. Na, ich denke, es sind schon echte Kinder, die Witze schicken. Es ist nur, ja, wir finden die Witze. Nein, vorhin hattest du ja so einen komischen Namen bei zwei Kindern im Bett oder. Ja, das waren die aus dem Witz. Findet den Fehler. Ja, die meine ich ja. Was für ein Fehler? Das ist einfach das Green Mario. Das ist Muigi. Das gefällt mir. Immerhin nicht Kario. Soll ich einen Witz vorlesen, auf den Fully stark reagieren wird? Oh ja. Ja. Biolehrer, warum enthält die Milch auch Fett? Schüler, damit die Euter beim Melken nicht quietschen. Damit die Euter beim Melken nicht quietschen. Ach so. Ich dachte, Fully wird sich zurücklehnen und sagen. Ich habe einen Moment. Warte. Ein Kreuzzugwitz. Während der Kreuzzüge entdeckt ein Löwe unter einer Palme. Was? Während der Kreuzzüge entdeckte ein Löwe unter einer Palme einen schlafenden Ritter in voller Rüstung. Verdammt, knurrt der Löwe, schon wieder eine Konserve. Er muss sie erst noch öffnen. Ich habe das Gefühl, dieser Witz ist historisch ein bisschen fehlgeleitet. Ja, und das Setup ist auch ein bisschen zu lang. Man kann doch einfach sagen, ein Löwe entdeckt einen Ritter.
Also in dem Bereich, wo die Kreuzzüge waren, natürlich. Ach so, wie noch nicht, Löwen? Ich weiß es nicht. Es gibt doch immer noch Löwen. Was ist das für eine Formulierung? Nein, ich glaub, zu dass den wir nicht Orten, in wo die Kreuzzüge stattgefunden haben. Das war doch in Europa. Wir hatten in Europa Löwen. Ja, wann hatten wir Löwen? Vor 50.000 Jahren? Wir hatten in Europa so. Löwen? Nein, zur Zeit der Römer eigentlich noch. Wir hatten in Europa Löwen? Ja, Griechenland. Und Süditalien, glaube ich. Herkules zog aus, um einen Löwen zu töten, oder? Generell auch in Nordafrika waren Löwen sehr viel mehr vertreten. Es gab auch Elefanten und Shit. Sehr viel mehr. Aber die sind halt alle weg. Deswegen frage ich gerade, gab es zur Zeit der Kreuzzüge noch welche dort? Die sind alle über die Alpen, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass da keine mehr gab, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ja, Kreuzzüge und Löwen. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Sind die nicht mit Elefanten über die Alpen gegangen oder verwechsel ich da was? Das ist Hannibal. Die, aber da war ja auch die Rede von der Palme. Das heißt, das sind vielleicht Kreuzzüge, die auch in die Gebiete vorgedrungen sind, wo Löwen immer noch leben. Deswegen, ja. Nee, heutzutage müssten in den Bereichen, wo Kreuzzüge waren, gar keine Löwen mehr sein. Ja, aber so, die Kreuzzüge sind dann die Europa verlässt mit den Kreuzzügen. Was? Anscheinend. Das hätte ich jetzt gedacht. Aber ich kenne mich mit den Kreuzzügen wirklich nicht aus. Nee. Nee, ich stelle nur Fragen. Ja gut. Ich glaube, hier bin ich richtig. Digimon. Oh, noch ein Don Rosa-Comic. Hier sind überall Don Rosa-Comics drin. Moment, Morgi, die deswegen gucken sich an. Du die doch, oder? Die gucken sich an und er denkt an Digimon? Klar. Wenn du Digimon damals auch gesehen hättest, Maeve, dann wüsstest du, warum. Ja. Ich hab Digimon ein bisschen gesehen. Ich denke heute ja immer noch manchmal. Und ich hab auch dran gedacht. Alter, kind ein kleiner tricky. Reinleger. Where is Mickey? Ist das ein Mad Mickey? Ja, das ist ein Burger und da oben ist ein bisschen Ketchup dran. Sieht aus. Das ist ein Burger. Ich dachte, das wäre so ein Mad Eagle. Nur als Mickey Maus. Wie gesagt, die Qualität ist hier nicht so gut. Ja, das stimmt. Obwohl, Moggis Qualität ist noch am besten von uns, glaube ich. Dankeschön. Ich gebe mir viel Mühe. In der Ersatzbank sowieso, weil er das ja aufnimmt. Ja, aber ich meine hier auch gerade. Also über OBS, wie es gecaptured wird, ist die Qualität von allen ziemlich okay. Es ist nur unsere Live-Wiedergabe, die ein bisschen... Bei der Live-Wiedergabe sollte eigentlich dein eigenes Bild am besten sein. Johnny, was ist da? Erzähl das mal. Hier ist so ein Streich darüber, dass man irgendwie die Badewanne mit Zeitungspapier füllt und dann da oben drauf Bohnen oder so verstreut, damit es aussieht, als wäre die ganze Badewanne voll mit Bohnen. Guter Streich auf jeden Fall schon mal. Dann braucht man viele Bohnen, für die man da verschwendet. Da muss man doch Chicken Wings rausnehmen. Ja, aber oder? Nicht so viele, wie man halt... Was? So eine Chicken Wings. Ich hab doch einen YouTuber, der Chicken Wings gebadet hat. Miguel Pablo. Was? Ja, genau. Warum? In Chicken Wings baden, einfach um... Keine Ahnung, um edgy zu sein, anzuecken. Es gab den Trend in Nutella-Baden, keine Ahnung. Jetzt in Nutella-Baden. Aber ich wollte darauf hinaus, dass sie daneben schreiben, es gibt auch noch eine Mini-Variante. Und das ist das Waschbecken da. Oh. Nee, also da ist Mini zu sehen. Und da ist Mini. Ja. Ist die vergleichbar mit dieser Mini hier? Ja, das ist das Mini-Magazin nicht. Scheinbar. Oh, es gibt ein Mini-Magazin, aber nicht von ihr. Ja, was soll sein darauf sich? Das ist sogar Walt Disneys Mini. Ja, was soll das? Warum sieht das Mini-Magazin überhaupt nicht nach Minnie Maus aus? Keine Ahnung, ja, weil Mädchen das, keine weil Comics sie das nicht ist. Ich glaube nicht, dass das die Mini ist. Achso. Aber es ist Walt Disneys Mini. Hey, hier ist ein Oberwitz. Herr Ober! Ich habe eine Fliege in der Suppe! Herr Ober! Ist er der Oberhammer? Das fängt wirklich an mit Herr Ober, zahlen bitte. Jawohl, was war das bei Ihnen? Das weiß nur der Koch. Bestellt hatte ich Hühnchen. Der ist gar nicht schlecht. Oh. Ich würde mich beschweren. So, ich suche auch noch. Finde ich noch eine Witze-Seite? Witze, Tipps und Tricks. TV-Monster, wer liegt vorn? Oh, shit. Da ist der Vergleich zwischen den drei, Pokémon und Digimon. Ich dachte, wir haben Monster Rancher dabei. Ja, Pokémon, Digimon und dann alles andere wahrscheinlich. Ergebnis. Monster Rancher war ein bisschen später, ne? Ja, Monster Rancher war aber auch nie populär. Wollt ihr wissen, was das Ergebnis ist? Ja, ist klar. Ich tippe einfach auf Pokémon wegen den Spielen auch. Naja, geht's um die Serie. Es geht um TV-Monster.
Ja, aber wenn du jetzt Kinder hast, die bei Pokémon die Serie und die Spiele kennen, vielleicht sind die eher dazu geneigt, dann trotzdem für Pokémon zu stimmen, auch wenn es nur um die Serie geht. Pokémon, Digimon und Attack on Titan. Ergebnis! Attack on Titan! Weil es zu brutal ist und nicht reinpasst. Keine Frage. Keine Frage, die neuen Digimon sind witzig. Tai und seine Freunde eine ziemlich bunte Truppe, aber unseren guten alten Pokémon stiehlt zu schnell keiner die Show. Und ja. Okay, was steht bei der Pokémon-Seite? Da wirkt der Pikachu-Joker mit Langzeitgarantie. Vielleicht müssen wir Digimon noch ein bisschen mehr Zeit geben und entscheiden muss sich jeder selbst, welche der beiden Monstervölker er mehr liebt. Aha. Wir wollen also sagen, der Pokémon-Anime ist besser als der Digimon-Anime, oder Mickey Mouse? Das, was ihr mir... Die haben gesagt, Digimon kommt noch groß raus. Spritzuhr. Ihr könnt sich hinterkennen, aber dieser Typ ist einfach so 90er. Oh mein fucking Gott. Mit seiner Igelfrisur und dieser komischen runden Sonnenbrille. Aber Igel waren auch so beliebt in den 2000ern. Die Igelfrisur hatte ich früher. Mickey Mouse ist auch von 2000, muss man sagen. Aber ich verbinde diese... Ohne Gel. Ich verbinde das eher mit den 90ern. Das hatte man in 2000 noch ein Überbleibsel davon. Es war irgendwie so ein Übergangsding. Ja. Ich mach mal zu nächster Woche, mach dir mal eine Igelfrisur. Du hast Jahre das dafür. Gegelt, das wäre absolut möglich. Der muss einfach nur einmal so machen und da ist es schon. Ja. Das ist schon fertig. Ich muss eigentlich nur die Haare nass machen und einmal so durch. Einmal rüber. Okay, ich habe meine Mickey Mouse Hefte übrigens zur Seite gelegt. Ja. Oh ja, schön für dich. Ja. Und jetzt? Lass uns alle zur nächsten Woche Igelfrisuren machen. Okay. Das ist ein schrecklicher Witz, den lese ich nicht vor. Dann bin ich jetzt auch fertig, glaube ich. Nein, lies ihn jetzt vor. Zum Abschluss. Der ist halt nicht lustig. Zum Abschluss, liest du dir jetzt vor. Kann ich einen anderen vorlesen? Nein. Nee. Eltern sind merkwürdige Menschen, beschwert sich Lena. Erst bringen sie uns das Sprechen bei und wenn man es gut beherrscht, sagen sie andauernd, dass man den Mund halten soll. Ja, sie haben einen Punkt. Einfach mal die Schnauze halten. Richtig Einspruch. Damit Lena. Lena ist heutzutage in der Politik, glaube ich. Ja, bestimmt. Da sehe ich sie. Ja. Die lässt sich heutzutage nicht mal den Mund verbieten. Die beherrscht das. Oh, mein Licht ist aus. Und wann war die in der Politik? Ich war noch nie in der Politik. Ich auch nicht. Habe ich leider verpasst. Ja. In Videospielen nicht, dass ich das, bin ich manchmal sowas wie ein Politiker. Ein Fire Emblem? eher in sowas wie Crusader Kings. Weißt schon, paar Crusades, paar Kings. Ja, so daher weißt du das mit den Löwen. Das sind Politiker? Ich weiß nicht. Ich meine, Könige waren auch nichts anderes als Politiker. Wie oft bist du bei Crusader Kings das war schon was komplett anderes. Wie oft bist du bei Crusader Kings schon von Löwen angegriffen worden? Politiker sind nicht einfach Herrscher. Das ist noch nie passiert. Aber ich will nicht behaupten, dass das nicht geht. Ich will einfach nur sagen, dass Leute zweimal drüber nachdenken sollten, bevor sie für Fully stimmen. Ich habe das Gefühl, er hat ein paar Ansichten, die schwierig sein könnten. Welche Ansichten? Ich habe da... Was? Die haben mich gewählt, um zu lenken, nicht zu denken. Und jetzt wird eingespielt die Nuzlocke-Takes von Fully. Der Bonus. Ich will doch gar nicht gewählt werden, wählt mich nicht. Oh, jetzt die umgekehrte Psychologie. Was? Nein, hallo, das ist viel Verantwortung. Wählt mich bitte nicht. Ich kann das doch gar nicht. Weh, jemand wählt mich. Ich hasse Babypark. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung von der Politik. Ich bin nur einer von euch. Wählt mich bitte nicht. Nicht Babypark auswählen, wenn es drankommt. Das ist wirklich so. Babypark ist lame und man sollte diese Strecke nicht spielen. Seht ihr? Er hat halt recht, aber er will wissen, dass er es anders sieht. Er will es unbedingt spielen. Sollen wir Pause machen, damit wir eine Runde Babypark spielen können? Okay, Moment. Ich fange ja schon an. Das ist ein guter Übergang. Für mein Lieblingssegment der gesamten Woche. Das Lustige Gamer-Woche. Ist, der Gamer-Woche, Fully muss nur auf den Power-Button drücken und schon ist dann Babypark drin, weil er da aufgehört hat zuletzt. Ich habe gestern ein bisschen Crash Bandicoot gespielt. War ganz nett auf dem Steam Deck. Das ist cool. Und ich habe generell letzte Woche, Jack 3 durchgespielt. Was natürlich der dritte Teil der Jack-Trilogie ist. Denn ich bin immer noch... Timeline-technisch? Der dritte Teil. Das ist relativ eine ziemlich lineare Timeline soweit. Ich glaube, wir hatten schon über Jack 1 und 2 geredet hier, ne? Ne, wir hatten über Jack 2 geredet. Oder Jack 2. Naja, du hast auch ein bisschen über Jack 1 geredet. Ich erinnere mich an deinen Take, dass du meintest, es ist einfach nur eine Plattform. Es hatte keine Eigenidentität. Ja, ich habe auch da ein bisschen... Also, lass mich jetzt über Jack 3 reden.
Okay. Jack 3 ist, ich weiß, ein Sequel zu Jack 2. Das dachtet ihr euch wahrscheinlich schon. Sie haben das innerhalb von weniger als einem Jahr gemacht. Spoiler. Ich denke, an einigen Stellen merkt man es auch. Das Spiel beginnt damit, dass man relativ viel in solchen Wüstenfahrzeugen in der Wüste unterwegs ist. Und dann macht man das für 2 Stunden. Man hat nicht mal ein Plattformer-Level oder so. Die ersten 2 Stunden im Spiel ist man nur in diesem random Fahrzeug unterwegs. Und das ist echt komisch. Und dann sagt das Spiel auf einmal, oh ja, erinnerst du dich noch an die Stadt aus Teil 2? Ja, in der ist jetzt Krieg. Geh wieder zurück. Und dann kämpft man auch viel und sowas. Jo. Es ist einfach Krieg. Krieg ist das. Die Metallschädel greifen an, Freunde. Krieg? Und dann, man kämpft und generell ist das Spiel sehr viel weniger frustrierend und einfacher als Teil 2. Ist nicht direkt leicht, aber es ist an einigen Stellen sehr viel angenehmer zu spielen. Und generell würde ich sagen, Jack 3 ist wahrscheinlich objektiv gesehen der beste Teil der Trilogie. Er hat sehr viel, ich meine, Teil 1 ist halt, ich habe Teil 1 danach wieder versucht ein bisschen zu spielen und Teil 1 ist einfach, es ist einfach so langweilig, es macht einfach nichts Interessantes, es ist fürchterlich. Ich komme da gar nicht mit klar. Und ja, Jack 3 ist, es hat nicht wirklich Plattformer-Level. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr ganz die interessanten Settings und sowas hat, wie Teil 2. Teil 2 war generell auch abwechslungsreicher und sowas, aber Teil 2 war auch so frustrierend. Dementsprechend, es gibt nicht mal einen Teil der Jack-Reihe, den ich empfehlen würde. Mhm. Ich weiß auch nicht, es ist einfach, ich sehe inzwischen, warum die Reihe, also danach kam noch ein Spin-Off mit, wo man nur Dexter spielt. Und dann noch ein Teil, der von einem anderen Entwicklungsstudio gemacht wurde. Und ja, es ist halt, ich habe das Gefühl, Jack and Dexter, die Reihe war halt nie übermäßig gut. Vor allem war Jack 3 auch nur halb so lang wie Jack 2, was ganz nett war. Es war etwa 10 Stunden lang. Ich habe es innerhalb von 2 Tagen durchgespielt. Es war angenehm zu spielen. Ich weiß nicht, würde ich empfehlen, aber es war okay. Und dann gab es noch den letzten Boss, der absolute Scheiße war. Ihr glaubt nicht, was für eine Scheiße er war. Ich werde Gameplay davon einblenden. Ihr werdet das. Oh yeah. Aber ich kann es euch auch ein bisschen zeigen. Zeig. Fällt mir gerade auf. Moment. Ich liebe es immer, wenn man Endbosse hat, die komplett gegen jede Spielmechanik. Ja, pass auf, man ist im Auto unterwegs. Halt, und dann muss man sein, er hat 14 nicht? Schwachstellen an diesem Bein, so ein riesiges Spinnen-Etwas. Muss da ranfahren und, okay, gerade den Gameplay erwische ich sie wirklich gut, aber es ist so nervig. Vor allem, viele sind auf der anderen Seite von dem Bein und es dauert ewig und. Es war so schlecht. Es war so schlecht. Bewegt sich auch so weit immer. Warum sieht man denn so wenig? Ja, das ist ein anderes Problem. Man sieht nichts und dann, man kann auch das Geschütz, man kann sich richtig zielen, man kann springen, um vielleicht ein bisschen nach oben zu ziehen oder so und es ist absolut grauenhaft und dann schießt er noch diese Bomben von oben, die einen manchmal treffen und manchmal nicht. Wir schon sehen, was passiert. Das Auto selber auf dem Sand dreht sich immer wieder mal so ein bisschen. Und das sind diese alles, Punkte auf der Karte, die ganze das Zeit das sind die Schwachpunkte, die man noch aber muss. Und dann springt das Auto durch die Gegend und der ist wieder komplett abgehauen. Man denkt sich, oh mein Gott. Ja, und da bin ich dann auch super oft kurz vor Ende gestorben und es war fürchterlich. Sieht ein bisschen aus wie das. Sieht so nervig aus. Es gab so eine Tech-Demo-Videospielartige Umsetzung von dem einen Musikvideo von den Gorillas. Und das sieht auch so, wird sich das Auto auch so ähnlich steuern. Es hat sich sehr schrecklich gesteuert, will ich damit sagen. Naja. Das Auto steuert sich auch nicht übermäßig gut und, oh Gott, dieser letzte Boss. Beziehungsweise am Ende kämpft man noch gegen den Typen, der das Teil an sich steuert, aber der Kampf das ist. Das wenigstens spaßig? Nein, ich kann vorspulen. Der Kampf ist relativ interessant. Ich meine, die Idee finde ich ja ganz cool mit dem Fahrzeug, aber irgendwie langweilig rübergebracht. Mm. Also man greift die Tentakeln an und dann muss man auf ihn schießen. Und das Interessante an diesem Kampf ist, dass wenn man ihn besiegt hat. Es ist passiert was absolut Magisches. Und zwar, ich habe das Gefühl, das Spiel sollte noch einen gewissen, irgendwie, so einen Abschluss der Story haben oder so, weil das ist der letzte Boss und der Abschluss der Trilogie und sowas. Es kommen einfach nur Credits. Ja, sobald man den letzten Schuss getätigt hat, instant. Es geht instant in die Credits über. Wow. Es ist was? So, es aber ist so komisch. War das nicht Story-heavy, das Spiel? Was? Ja, das es hat so relativ komisch. Viel Story, deswegen, ich verstehe es nicht. Also, sie haben es auch innerhalb von weniger als einem Jahr gemacht, deswegen, ich denke, dass da einfach nicht die Zeit war. Vielleicht war es ein Fehler von der HD-Trilogie, dass es einfach geskippt wurde oder so, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es war echt komisch. Doch auf einmal war es instant zu Ende. Das warst du nach der Fahrschule. Vielleicht musst du 100% machen, sonst siehst du das Ende nicht. Alle von diesen komischen Kugeln aufsammeln. Von den Precursor-Artefakten war, glaube ich, der Name. Der verliert gar kein Leben, kann das sein?
Ja, man muss ihn viermal da hinten diese roten Fässer in seinem Kopf erwischen. Hm. Was ich gleich machen werde, pass auf. Noch die helle Energie aufladen. Und dann, wenn er mal richtig zielt und der Boss ist besiegt. Und da sind die Credits. Hä? Nein. Die haben irgendwas verkackt. Was ist das denn? Woop, und dann so läuft komisch. Er da. Es ist einfach nur das Model von Jack hier in die Kamera. Die haben irgendwas verkackt. Locker. Naughty Dog. Jack 3. Locker haben die da was verkackt. Und es ist weg. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, es hätte noch irgendwie storytechnisch was aufgelöst werden sollen oder so, aber ja, es war einfach zu Ende. So ein Shitpost. Es ist kein gutes Ende, aber es ist ein Ende. Ja, per Definition ist das ein Ende. Ich liebe das, ehrlich gesagt. Es ist lustig. Aber ja, das war Jack 3. Ich habe es an sich gerne gespielt, ich will nicht so gemein sein, aber ich denke nicht, dass die Spiele wirklich was Besonderes sind. Jack 2 hatte interessante Ansätze, aber es war halt sehr frustrierend und Jack 3 ist halt dann einfach nur ein Stück weit Schatten seiner selbst. Man hat auch nicht wirklich irgendwelche Platforming-Level mehr oder so. Ich habe gerade geguckt auf YouTube, es gibt auf jeden Fall eine Cutscene danach noch und alles. Wirklich? Wurde die bei mir dann einfach geskippt? Gute Frage. Ich kann euch versichern, ich habe nicht, nachdem ich den Boss besiegt habe, ich dann nicht angefangen auf Start zu hämmern. Ich habe nicht eine Cutscene geskippt in dem Spiel. Ja, vielleicht entweder brauchst du wirklich 100% oder die HD Collection ist da komisch. Oder also, Folie, 100% du hast einen Bug getriggert. 100% sind seltsam. Aber ja, irgendwas ist wohl. Ja, die HD Collection hat halt auch generell. Das sind aber 100%, oder? Warum sollte man 100% brauchen, um ein Ending zu bekommen? Ey, das gibt's bei manchen Spielen. Vor allem, ich weiß nicht, was die 100% sein sollen. Es gibt so versteckte Artefakte irgendwo zu sammeln und. Nein, das sehe ich nicht. Im Titel steht 600 Orbs, also ich weiß nicht. Oh Gott, ich meine, vielleicht braucht man diese. Dann vielleicht brauchst du das fürs Ende. Moment, ich google mal schnell. Jack 3 okay. Ending. Explained. Ich will es nicht explained. Ich bin gleich wieder. Major Spoilers. Oh mein Gott, scheinbar ist da was Interessantes im Ende passiert. Major Spoilers? Ja, die ganzen Sachen, die ich Diskussion nicht darüber finde, so Leute, die sagen, oh, was? Ich meine, ich hatte auch einen WTF-Moment beim Ending, aber ich habe das Gefühl, bei mir hat der einen anderen Grund. WTF. WTF. What the fuck? Nein. WTF ist so viel besser als WTF, das können die gar nicht so outsounden. Wenn man WTF liest auf Englisch, also mit Englisch im Kopf, dann sagt man einfach What the fuck. Und wenn man es auf Deutsch liest, ist so viel nerviger auszusprechen. Ja, das ist ja der ganze Grund. Ja. Aber wenn man dann das WTF im deutschen Text liest, dann sagt man im Kopf nicht What the fuck, oder? Macht ihr das? Nein. Aber auf Englisch schon. Ich meine, wahrscheinlich. Es kommt bei mir mal drauf an, ob der Text ist, der auf Deutsch oder auf Englisch ist. Ich habe nie im Kopf WTF, ich habe immer What the fuck im Kopf. Echt? Okay. Ich sag das auch immer, ich sag nie WTF. Ja, aber wenn jemand sowas schreibt wie. Dabei klingt WTF zu sagen so cool. WTF. Ich weiß nicht immer, ob ich das groß schreibe, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute, die WTF schreiben, die schreiben auch haha. Bei LOL liest man nur LOL. Und nie irgendwas anderes. Ja, aber LOL sag ich auch nicht. Ja, doch, ich glaube, jeder von uns sagt sogar immer noch relativ, nicht vielleicht nicht viel, aber LOL in so Situationen, okay, wo man eher erstaunt ist, Momente, oder? Ja, wenn man so sagt so, hä? LOL! So, wisst ihr, das ist, LOL Nein, hat sich voll die andere nicht. Bedeutung bekommen, du vielleicht nicht, aber Fully höre ich da. Ich höre da nur Keggy, ehrlich gesagt. Ich hab das schon mal gemacht, das stimmt. Es klingt echt nach Keggy. Ja, Keggy macht das auch. Stimmt, ist voll Keggy. LOL! Ja. Das stimmt. Aber es hat so seine Bedeutung sozusagen so gewechselt, gerade im deutschen Bereich. Dass das gar nichts mit Lachen zu tun hat, sondern mit Verwunderung und. Oder auch einfach nur, lol, was war das? Und das also, finde ich sehr lollig. Wenn man irgendeinen Bug oder so plötzlich in einem Spiel sieht, dann so, hä, lol? So, man benutzt das Wort überhaupt nicht für irgendwelche lustigen WTF? Dinge. So. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so. Out. Ich schon. Schon. Für mich klingt das ja. Kommst gerade aus einem anderen Jahrzehnt. Nee, WTF, aber Leute, WTF die ist out, aber. Die sind mir suspekt. Aber ich finde, das sagt man immer noch so ganz normal, einfach. LOL.
ich brauche ein gutes Beispiel, aber es ist einfach nicht, es heißt auf jeden Fall nicht, dass etwas lustig ist, meistens. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Aber bei wir vertreten nur die Meinung, dass es sehr outdated ist, aber ansonsten ich glaub, nicht so richtig. Ich glaube, ich mache es immer noch, ohne es zu merken. Ist einfach nur Teil. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Johnny ist einfach so ein Returns. Ich bin wieder da. Hi. Hey, Maeve. Kennt ihr das noch früher, wenn man Re geschrieben hat? Waren wir das? Nein. Ich habe halt nie MMOs gespielt. Und dann hat er zurückgeschrieben mal WB, welcome back. Ja, das kenne ich. WB. Ja, aber du sagst und, doch immer nur, wenn du WB. Weggehst, be right back, also BRB. Das. Ja. Ja, wenn man zurückkommt, dann schreibt man RE. Dass dann wieder da ist, muss man sagen. Ja, das wusste ich nicht. Das kenne ich nicht. Echt nicht? Nee. Wie war eure Gamer-Woche, Gamer? Ich habe Videospiele gegamed. Ich habe in der Zugfahrt mir gedacht, oh, jetzt könnte ich mal, weil Doom ich mal wieder spielen. Zug fahre, ja, irgendein Switch-Game spielen, was ich dabei habe, so... Oh, Doom über die Cloud im Zug. Oh, genau, ich habe erst gedacht, ich spiele noch ein bisschen Rayman Legends weiter, aber dann dachte ich mir, ich mag Rayman Legends gar nicht so gern. Was soll das? Ja, ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diese Unterhaltung. Nee, ich will es mögen, aber immer jedes Mal, wenn ich es versuche, ich finde es echt frustrierend oder irgendwie... Das ist super spaßig. Es sieht so der Plattformer. Es sieht so bei gut Origin aus. Bei Origin würde ich dich ein bisschen verstehen, aber ich Legends? Weiß, Origins ich weiß, war ja auch alle, nicht lieben, so. Alle lieben Legends yeah. Und Origins habe ich auch nicht gespielt, aber ich kann dem nicht viel abgewinnen. Es ist so zäh für mich, dieses Spiel zu spielen. Außer die Musiklevel sind so schön. Jedes Mal carry ich mich nur durch, um wieder ein Musiklevel zu spielen. Die anderen finde ich einfach allein wegen diesem komischen, das mit Murphy halt, das konnten sie auch nicht wirklich fixen dann in anderen Versionen, dass es mal für die Wii U ausgelegt war. Das ist in den anderen Versionen so viel angenehmer. Die Wii U-Version bin ich sofort wieder losgeworden. Es ist einmal die Murphy-Level. Aber es ist trotzdem kompletter Schwachsinn an sich. Du willst einfach keine Videospiele spielen, Johnny. Ich hab's ja, hab ich gedacht, oh, wir hatten gerade hier Donkey Kong Country Tropical Freeze in der Ersatzbank oder in der Herrenherausforderung. Das war ja ein extra Video. Und da waren dann Leute so, oh, endlich wieder Herrenherausforderungen. Die haben die anderen Ersatzbanken halt gar nicht mitbekommen. Aber, Mythos of Clipping, da gibt's die, glaube ich, alle auch einzeln. Yeah. Mhm. Ja, immer wieder mal. Dann dachte vielleicht. Ich, oh, ich will sowas vielleicht nochmal spielen. Ich hab hier Ukulele 2, Ukulele and the Impossible Lair oder so auf der Switch. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich... Sein. Ja, es soll gut sein. Und dann habe ich angefangen zu spielen und ich war irgendwie im falschen Mindset oder so. Es hat mich so wütend gemacht. Es ging die ganze Zeit nicht los. Ich wollte spielen und dann wurde ich zugetextet von dem Villain und dann von irgendeiner komischen Bienenkönigin. Und dann wurde ich auf die Overworld gepackt. Damit wurde mir da erstmal erklärt, dass die Overworld ein bisschen so funktioniert wie... Also du willst am Ende das eine Level halt schaffen. Du kannst auch von Anfang an das Level schon spielen. Aber du kannst es halt... Ich glaube, man kann es nicht schaffen, ohne die Welt zu erkunden. Und es war irgendwie so... Ich kam gar nicht in den Flow. Also ja, das glaube ich. Weißt du, deswegen ist auch eine Sache ganz gut an Doom 2016. Da ist am Anfang jemand, der die Story erklärt, worum es einen interessieren sollte. Und Doom Guy, das ist so ein Bildschirm und der boxt einfach drauf und dann geht der Metal Riff los und der Title Screen kommt und dann lädt er die Shotgun nach und du gehst los, Monster erschießen. Hättest du mal Doom gespielt, Switch, oder? Das ist keine gute Version, aber es gibt's für Switch. Ja, es ist irgendwie über Cloud oder so, also. Weil ich im Zug bin. Ja, aber über Cloud willst du nicht im Zug spielen. Ja, ich kann über das Cloud, ich glaube, das würde ich nicht empfehlen. Ich nehme Laptop mit. Schäme nicht die Ich habe einen Laptop, Erfahrung der Zoom nicht abspielen kann. Ja. Lass die Kartoffel von damals. Ich würde so cool finden, wenn ich durch den Zug laufe und sehe, dass da einer gerade Doom spielt. Am Laptop, Alter. So hättet ihr euch mal ein Steam Deck geholt? Yeah. Ja. Steam Deck das ist schon eher. Aber das ist teuer. Steam Deck gibt es momentan ohne Warteschlange, glaube ich. Ich sag, wie es ist. Also, wenn ich mal irgendein Spiel spiele, dann im Zug. Dann auf einer Zugfahrt oder so. Ich glaube, sonst komme ich die nächsten. Ich werde nie Doom spielen. Ich weiß, Johnny. Das war der Witz seit Monaten. Ich weiß, aber ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich würde gerne, aber ich suche jetzt schon wieder nach Ausreden. Oh, ich könnte es mit Hockey spielen. Wenn der Lust hat, dann habe ich Zeit. Weil der ist sowieso zu Besuch da. Ob ich dann einen Film gucke oder irgendwas anderes mache oder Doom spiele, nimmt sich nicht. Okay, du bist jetzt hier bei. Ich wollte doch Doom spielen die Tage. Das ist doch kein Problem, wenn wir das der zusammen machen. Es könnte sein, dass er da Bock drauf hat. Mal gucken. Also ein aufregendes Spiel, wenn man zuschaut, wie jemand der schießt. Aber ja, dann habe ich ein paar Level auch gespielt von Ukulele jetzt. Und irgendwie, es war okay. Ich habe nebenbei das X-Dax-Video von dir gehört. Verknüpfe ich jetzt damit, das war super unterhaltsam, aber die Level waren so... Du verknüpfst jetzt mein Video mit Ukulele, was soll das sein? Leider, ja, weil ich ja nicht hingeschaut habe oder nur manchmal rübergeguckt habe, sondern
nebenbei dieses, ich hatte gerade so eine richtige Assoziation, ich habe mich zurückversetzt, oh ja, da habe ich diese Level gespielt und dann hatte ich plötzlich im Kopf, wie du über die X-Ducks redest, deswegen muss ich es kurz erwähnen, weil ich es jetzt nur damit irgendwie verbinde. Ja, war irgendwie enttäuschend trotzdem, obwohl das sehr ein guter Teil sein soll, hat mich das nicht befriedigt in meiner Donkey Kong Country Schmacht. Und dann habe ich den Rest der Zugfahrt, so, weil ich irgendwie nichts gefunden habe auf der Switch, habe ich einfach nur einen 70er in Mario 64 in der Shindu-Version von Mario 3D All-Stars gespielt. Habe ich 70 Sterne geholt. Warum, oh ja, ich habe Sunshine und hast du einfach Donkey Kong gespielt? Und das hat mehr Spaß. Donkey Kong hatte ich nicht dabei. Das habe ich nur für Wii U. Aber du hast doch hier Super Nintendo. Donkey Kong Country fürs NES hätte ich spielen können. Ja, ja. Genau. Billy Sunshine. Was sagst du, Mogi? Ich habe am Samstag, ich bin aktuell dabei, dass ich mich durch die Souls-Reihe spielen will, durch die 3D-Marios, wo ich dann alle Sterne holen will. Ich habe am Samstag Sunshine angefangen, wo ich dann, ich will alle blauen Münzen holen, das heißt, das wird noch ziemlich interessant. Oh nein, dann kennst du die. Irgendwann werden wir noch Sunburn gegeneinander racen. Ja, irgendwann bestimmt. Jetzt trainiert er das. Ich dachte mir, ich werde dafür einfach mal die Switch-Version, wenn ich die 3D-Trilogy schon habe, werde ich mal die Switch-Version mehr anschauen. Und ich bin nicht begeistert, muss ich sagen. Das ist kein guter Weg, Sunshine zu spielen. Du kannst das mit GameCube-Controller spielen. Auf der Switch. Ich sag's einmal, ich sag's wieder. Nicht jeder hat einen fucking Adapter, damit er irgendwie Smash Bros. Mit GameCube-Controller spielen kann. Hast du nicht? Nicht für Wii U? Nein? Okay. Warum sollte ich den haben? Das so oft selbstverständlich. Ja, für mich ist das es super. Es gab einige Leute im Chat und da habe ich dann auch gesagt, ja, okay, Leute, ihr spielt Mario 64 mit einem Xbox-Controller, aber bei Smash Bros., da muss jeder einen GameCube-Controller haben. Wovor die fühlt sich direkt angegriffen. Was ist eure Logik? Nein, ich bin voll bei dir, ich fühle mich nicht angegriffen. Ich denke mir, ja, was soll das denn? Aber Mogi will das doch damit spielen, oder? Dann hol dir doch den einfach. Sein ganzes Leben lang Mario 64 mit einem N64-Controller speedrun, dann holt man sich auch Adapter, um das immer noch so machen zu können. Wenn man Mario 64 mit einem Xbox-Controller lernt, dann ist das auch komplett fein. Was ist das für ein Argument? Ich würde sagen, ich würde mir nie einen Controller für ein einziges Spiel kaufen. Ich schon. Nicht. Ja. Das ist halt nicht. Smash Bros. Auf jeden Fall. Fand ich lustig, weil es auch einige Leute gab, die dann so, wie, du hast den Adapter nicht? Spiele ich jemals Smash Bros? Was soll ich mit dem Adapter? Ich brauche den halt für Warum sollte ich den haben? Er ist super nützlich für Switch-Games, für mich halt. Dann habe ich auch immer noch einen Controller da, falls Leute irgendwie Multiplayer-Stuff hier spielen. Dann habe ich nicht nur die Joy-Cons, sondern kann auch einen GameCube-Controller anbieten. Ich habe zwei Pro-Controller. Ja, ich nicht. Ich habe auf meiner Wii U ja GameCube-Spiele drauf. Und deswegen finde ich den super gut. Weil ich ja, dafür ist es hilfreich. Auf jeden Fall. Was mich gestört hat an Sunshine auf an der Collection. Ich meine, zum einen, die Steuerung ist ein bisschen komisch, weil die analogen Trigger hat der Switch Pro Controller scheinbar nicht. Dementsprechend, ja, leicht zu spritzen, drückt man den unteren Knopf und richtig hart durchzuspritzen, den oberen. Mhm. Das Problem ist aber, es ist nicht, wenn du sofort Spritzen drückst, dann machst du nicht sofort den richtigen Strahl, volles Rohr, sondern es kommt zuerst dieses, wenn man nur leicht drückt, dann gibt Mario Spritze nur so ein paar verschiedene Richtungen. Und jedes Mal, wenn du drückst, dann macht er zuerst diesen leichten Spritzer und geht dann erst richtig durch. Das heißt, es simuliert quasi einen relativ langsamen Tastendruck. Das ist sehr, sehr komisch. Es gibt sehr viel Verzögerung rein, vor allem, wenn man in diesem Hotel ist, wo man die Teile umdrehen muss, um da hauptsächlich da durchzugehen. Oh ja! Und da. Nee, da hat es mir eigentlich geholfen tatsächlich, weil diese kleinen Minispritzer am Anfang mir so geholfen haben, das deutlicher irgendwie zu versuchen zu ziehen. Ach, du meinst das Casino? Nicht alles da, wo man die Fragezeichen umdrehen muss. Ja, genau, damit ich nicht alles treffe. Das war echt hilfreich. Ich habe immer nur so ganz leicht gedrückt, immer zack, 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 und damit ging das tatsächlich. Ja, aber das kannst du mit normalen Controller auch machen. Ich habe trotzdem 10 Minuten gebraucht, also. Ja, das Problem ist. Das ist doch wenig. Mein Problem beim normalen Controller hast du aber die Wahl, ob du es so machen willst oder direkt richtig einen gezielten Strahl machen. Ja, aber dann musst du entweder durchdrücken oder nur so leicht. Und ich finde es angenehmer, weil. Ich weiß, das ist ein Problem, dass ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt. Wenn ich dauernd immer die Schultertaste, die Trigger. Bei dem GameCube-Controller durchdrücken muss. Ich finde das irgendwann echt anstrengend für die Finger. Also finde ich tatsächlich das auf der Switch tausendmal angenehmer. Das ist einfach nur ein normaler Knopf.
Aber gerade da bei Sunshine muss man es nicht so lange machen, dass es unangenehm wird, finde ich. Na, ich weiß nicht, wenn du da die ganze Zeit stehst und da ist dieser eine Wassertropfen, der manchmal auftritt und dann dreht diese Platte sich endlos durch und du musst das tausendmal machen, bis es irgendwann mal hingehauen hat, dann hast du halt irgendwann keine Lust mehr. Ja, aber man muss eher so machen. Und wie war deine Taktik, Moggi? Von oben rechts nach unten links, oder? Ja, ich hab dann, unten? Das ist eine Sache, die ich auf dem Gamecube nie machen musste, aber ich musste dann tatsächlich eine Taktik anwenden, und zwar, dass ich zuerst oben mache und dann unten. Und das ist halt eine Sache, die ich auf dem Gamecube oder auch auf Dolphin noch nie machen musste. Noch nie. Ich habe das Spiel oft durchgespielt über Dolphin und über oder auf Gamecube, okay. Was hast du denn sonst gemacht? Also ich hatte sowohl man hat Präzision über den Wasserstrahl. Du kannst halt gezielt hinsprühen, wo du willst, weil du einfach direkt den gezielten Strahl rübergehen kannst. Und nicht, dass sie. Auf der Switch ist halt das Problem, dass zuerst immer dieser Spritzer geht, wo sie einfach random überall hingehen. Und das ist halt fürchterlich. Man kann nicht wirklich gezielt damit. Das ist. Ich weiß, dass das Problem ist, dass nur der engagierteste Sunshine-Spieler nachvollziehen können wird, okay? Es ist mir bewusst, aber. Es ist ein Problem, okay? Glaub mir das einfach. Ich sehe es voll ein, aber das ist wahrscheinlich echt etwas, was dir mehr auffällt, weil du es so oft schon gespielt hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das, ich sehe absolut, dass das den meisten Leuten nicht auffallen wird, aber ich weiß, dass ich solche Probleme an dieser Wand noch nie an anderen Plattformen hatte. Und ich habe das Spiel öfter auf anderen Plattformen gespielt. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ist, dass auch wieder eine Sache, die Leuten auffällt, die Sunshine über Dolphin gespielt haben. Also GameCube-Emulator. Und zwar der Schleim in der 3D-Collection, der hat so eckige Kanten. Ja. Das ist auch eine Sache, die standardmäßig in Dolphin der Fall ist. Mhm. Es gibt auf Dolphin aber eine Einstellung, wenn man die tätigt, dann ist der Schleim abgerundet, wie er auch sein sollte, an den Kanten und nicht eckig. Ich weiß nicht genau, welche Einstellung das war. Ich glaube, das war irgendwie, wo man dann auf Software-Rendering oder sowas übergeht, was dann für andere Probleme sorgen kann und sowas, aber... Dass es dann tatsächlich in der 3D-Collection, im Remaster einfach der eckige Schleim ist, dass sie es nicht hinbekommen haben, diesen Fix, der existiert, ich irgendwie zu implementieren. Ich bin mir unsicher, war nicht in der 3D-Collection sogar diese Blöcke, die man eigentlich gar nicht sehen soll, wo die. Ja, das war ursprünglich, das meinten Leute, dass da. Das wurde gefixt. Ohne Flat, ja, das wurde gefixt. Dass man die hatten, sieht. Das war einfach wie so eine Dolphin-Emulation auf der offiziellen Nintendo-Version. So. Nein, Dolphin ist viel besser, was soll denn das? Nee, beim Dolphin gab's die auch. Genau diese Blöcke hat man immer gesehen. Diese komischen Früher. Die Wegvorgaben für die, genau. Wollte gerade sagen, Sunshine auf Dolphin ist halt, ich meine, man hat das Problem mit dem eckigen Schleim, was das war schon sehr lang, Problem ist, aber dass man die sieht. Die sehen ja auch nicht hässlich aus. Also, aber die sind halt im Originalspiel einfach nicht da. Ja, ja, aber dass das da ist, ist auch, ja. Die Schienen, auf denen sozusagen die Plattform sich bewegen. Aber die 3D-Collection war auch bekannt dafür, dass sie so halbherzig, glaube ich. Ja, am Anfang. Ich meine, halbherzig war bei Mario 64. Die haben noch einiges nachgepatcht. Mario 64 war sehr halbherzig, aber ich wusste nicht, dass Sunshine im Detail einfach so ungünstig ist. Ich habe das eher bei Sunshine gehört als bei Sunshine. Bei Sunshine habe ich Leute nicht wirklich reden gehört. Bei Sunshine habe ich viel gehört, dass die Kamera irgendwie scheiße sein soll. Das habe ich da ganz viel gehört. Kamera kannst du invertieren und alles inzwischen. Also alle Kameras auch, wenn du so Perspektive bist und sowas. Du konntest am Anfang irgendwie auch gar nichts an der Steuerung ändern, glaube ich. Ja, das geht inzwischen alles. Das Menü, wo man es macht, sieht zwar sehr, man merkt, dass es ein Hintergedanke ist, einfach nur Text ohne jegliche Deko oder so, aber man kann Kamera und sowas alles invertieren. Man kann sogar horizontal invertieren, wenn man ein absoluter Psychopath ist. Ich habe noch eine 3D-Äußerst. Nein, du kannst horizontal invertieren, wenn du. Also, wenn du nach rechts pass auf, nach links geht. Nein, pass auf, ich meine, Folie. Ist nicht seltsam. Ich meine jetzt, wenn du in der Mario-Kamera bist. Beides nicht seltsam. Wenn du jetzt den rechten Stick oder auf der Originalversion Y drückst, dann hast du ja diese Overhead-Kamera bei Mario, okay? Du meinst diese Zielkamera? Ja. Und bei der kannst du horizontal invertieren. Ja, okay, das ist cool. Ich weiß nicht, wer das machen würde. Ja, okay. Ich habe vertikal invertiert sogar. Ich meine, die Kamera selber ich auch horizontal invertiert. Ich wünschte, dass ich mir merken könnte, ob normal oder invertiert das ist, was ich mir wünsche, aber ich glaube, es ist invertiert, habe ich gelernt durch Sunshine. Ich steuere gerne so, als würde ich die Kamera in eine Richtung bewegen und nicht den Fokuspunkt. Weil es ist ja eigentlich das Gleiche. Die einen wollen nur, dass sie die Sicht verschieben und die anderen wollen die Kamera selbst verschieben. Mhm. Ich weiß nie, was ich will. Also. Ich will manchmal die Sicht verschieben. Ich will direkt, manchmal wenn ich den Stick nach rechts drücke, dann soll sich nach rechts drehen.
Ja, ich würde es andersrum. Ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Ich denke immer, okay, fühlt sich das richtig an? Nein, invertieren, okay, das ist gut. Ich oder manchmal ist das Invertieren kacke und dann gehe ich zurück und dann denke ich mir, das fühle ich gerade. Keine Sorge, die Dose war so leer, da ist nichts raus. Ich kann es selber gar nicht beschreiben, weil ich kann mir das nie merken, wie ich das gerne habe. Und ich muss erst ins Spiel rennen und dann... Man merkt auf jeden Fall, wenn es falsch ist. Manchmal weiß ich es auch nicht. Manchmal brauchst du sogar 10 Minuten, um das rauszufinden. Also 10 Minuten so... Ah, nee, es war doch nicht so. Ja, ich denke mir manchmal so, ja, ich werd mich bestimmt dran gewöhnen. Und dann nicht mehr nach 10 Minuten dann auch so, nein, ich will mich nicht dran gewöhnen, ich werde das jetzt umstellen. Ich mach das so. Man denkt sich so, beides ist irgendwie okay. Also ich weiß gar nicht, was. So schwer ist es nicht. Ich habe mich schon bei anderen Spielen dran gewöhnt, also schaffe ich es diesmal doch auch wieder. Nein, jetzt das will ich nicht. Aber ja, 3D Collection ist wahrscheinlich später Tag dazu, aber Sunshine über die Collection ist, ist der schlechteste Weg, Sunshine zu spielen, ehrlich gesagt. Ich meine, über Originalkonsole ist es natürlich besser, über Dolphin ist es besser. Und das ist der einzige Weg, über den ich das Spiel gespielt habe, by the way. Bei Dolphin muss ich sagen, bei mir ruckelt das Spiel unfassbar krass teilweise. Also würde ich generell, das ist immer so mein Gegentake, der, wenn du keine Ahnung hast, was du da einstellen sollst, oder dein PC Sunshine läuft Standard, du musst nichts. Sunshine ist eins der größten Gamecube-Spiele, bei denen musst du nie was einstellen, damit es richtig läuft. Es läuft unfassbar ruckelig. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber es ist halt tatsächlich so. Über die 3D-Collection ist es halt, ich pack's rein und es funktioniert einfach. Es hat keine Probleme. Gamecube-Spiele auf der Wii U waren die beste Entscheidung. Ich habe einen schönen HDMI-Output. Und das ist die Emulation von der Wii sozusagen. Ja, das müsste ja so, das müsste noch nativ sein über mehrere Umwege. Da musst du immer noch dich damit auseinandersetzen, wie du es dort irgendwie. Ja, natürlich, das war so schwer, das aufzusetzen. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile ist es leichter. Also, was ich noch sagen will, ist. Ich muss nur kurz meinen Besuch verabschieden. Achso, okay. Dann kann ich noch über Sunshine. Lässt du die Sonnenbrille auf, oder? Ja, immer cool bleiben. Immer cool bleiben, mein Freund. Was ein Nerd. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, Sunshine über Dolphin, standmäßig hat man dann auch, ich glaube, Gecko-Codes sind das, wo du zum einen 16:9 machen kannst. Da gab es, glaube ich, Leute aus der Community, die sogar gemutmaßt haben, ob sie in der 3D-Collection nicht einfach den Gecko-Code für 16:9 verwendet haben. Scheint wohl relativ ähnlich zu sein. Aber keine Ahnung, kann ich nicht mehr dazu sagen. Und was auch sehr interessant ist, man kann 60 FPS aktivieren in Sunshine. Ja, ich weiß. Was interessant ist, es gibt ein paar Missionen, wo es Probleme macht, zum Beispiel das Korallenriff mit den Fischen. Da sind wohl die Fische, vor allem der eine mit der Münze, viel zu schnell. Ich glaube, es waren aber nur zwei Missionen, die Probleme in 60 FPS machen. Ansonsten kann man Sunshine über Dolphin halt auch in 60 FPS spielen. Ja, ich habe das sogar gemacht und ich glaube, du saufst schneller ab, auch unter Wasser. Ja, irgendwie weil unter Wasser ich ist. Ich glaube, die Logik in Sunshine, das hat aber Nintendo ganz oft, vor allem zu der Zeit zur GameCube und Wii-Zeit gemacht, dass irgendwie Logik, was mit Zeit zu tun hat, oftmals an die FPS irgendwie gekoppelt war. Und stell dir mal vor, die würden sonst mit der Waffenhaltbarkeit halt in Dark Souls machen. Ja. Und dann, wenn du einfach die doppelten FPS hast und das nicht anpasst, dann läuft das wie Arsch. Und das ist fürchterlich. Tatsächlich, glaube ich, in Skyward Sword haben die ja auch in der HD, bei dem HD Remaster ist ja zu 60 FPS hochgeschraubt, aber die ganze Logik auch angepasst, was eigentlich eine ganze Ecke aufwendiger sein müsste, weil das ganze Spiel auf 30 FPS Logik eigentlich laufen müsste. Ich meine, dazu muss man sagen, bei den Zelda Remaster, da haben sie generell immer wirklich gute Arbeit geleistet. Auch bei Twilight Princess und Wind Waker. Vor allem bei Wind Waker haben sie die ganzen Kritikpunkte der Leute gefixt. Oh, okay, waren auf 30, ja. Aber da haben sie trotzdem viel gefixt. Und geändert. Ja, also absolut, es war nicht einfach nur ein Re-Release. Hey, Johnny. Hi. Hi. Und wann fiel dir auf? Die Gamerbrille abgelegt. Wollte gerade sagen, fiel das auf im Flur, dass es auf einmal sehr dunkel war? Ja. Absolut. Bist du blind? Jetzt seid ihr auch wieder viel heller. Ja, ich war lange nicht mehr draußen. Ich war gestern gar nicht, du warst heute einkaufen. Ja, aber es war doch der Frühstück, noch keine Sonne, da bleibt man noch blass. Du hattest eine Fahrprüfung. Ja, aber die war in der Früh. Da war er im Auto. Da war es noch dunkel. Du warst trotzdem viel draußen. Anfangs. Ja, die Zeiten sind jetzt aber endgültig vorbei. Aber ja, ich habe noch ein bisschen über Sunshine auf Dolphin geredet. Ich hatte bei dir auch reingeschaut und du hast da gerade 8 rote Münzen in so einem Flatless-Level gemacht. Und genau in dem Level, kann ich mich erinnern, habe ich das Spiel einfach ausgemacht und gesagt, nein, ich mach doch nicht hier. Ich habe aber nicht alle Scheine. Blaue Münzen habe ich gar nicht überlegt, aber ich habe überlegt, ob ich die Scheins noch hole.
Hab dann das Level gemacht und... Diese 8 roten Münzen in den Leveln ohne Flat, wo man Flattern hat, die habe ich halt auch die meisten davon noch nie gemacht. Ist auch relativ interessant, diese Mission aus Sunshine zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Nein, du musst, du musst nur Shadow Mario, also Mario Morgana in jeder Welt holen. Gab's echt keine einzige Instanz, wo du die 8 roten Münzen brauchtest? Nicht in den Flat-Leveln. Die waren immer optional. Nee, auch so nicht. Also es gab zum Beispiel die Münzen im Dorf. Gemacht, im Flat-Level konntest du ja auch... Doch, es gab rote Münzen-Missionen. Aber ja, oder ja, das Korallen. In dem Flat-Level konntest du erst die roten Münzen machen, nachdem du sie einmal geschafft hast. Ja, und das zweite Mal ist rein optional. Ja, wenn das... Ja, dann habe ich die nie gemacht, eigentlich. Auf jeden Fall dachte ich mir... Ich habe auch nur zwei oder so jemals gemacht, weil ich mir dachte, ich mache das mal schnell, weil... Jetzt habe ich ja Flat, es ist ja voll easy, das bestimmte Level zu machen und diese einzusammeln. Aber du hast irgendwie 3 Minuten Zeit, die einzusammeln. Und es ist, also ich fand es so nervig, ich habe den ausgemacht. Ich dachte mir, ich habe die Credits gesehen, muss reichen. Aber du hast ja auch einen Spielstand, den du schon angefangen hattest, oder? Das war ja kein neuer, oder? Das war ein neuer oder Spielstand. Ich habe übrigens 88 blaue Münzen und 58 Scheins geschafft. Ja, okay, du kennst das Spiel auch schon gut. Du bist bestimmt sehr, sehr schnell, wenn du da durchkommst. Ja, 100%. Also, ich sag's mal so. Ich sag's mal so, im Hotel hätte ich durchaus hätte ich schneller sein können. Ja, das Hotel, das ist auch ein bisschen. Die Mission mit Yoshi, da ich mich jedes Mal aufs Neue verirre ich mich da so sehr und denke mir, oh Gott, dann steht man unten mit der Ananas in der Hand und wartet, bis Yoshi despawnt und oh mein fucking Gott, dieses Hotel. Ich lieb's. Wie machst du es eigentlich mit Galaxy? Galaxy, technisch gesehen, die 100% ist ja auch, wenn du mit Luigi durchspielst und dann dieses lame... 120. Okay, also du machst die vernünftigen 100%. Ja, danach ist halt einfach das gleiche Spiel nochmal. Ja, genau. Ja. Okay, das ist, glaube ich, das einzige Mario, was ich in den letzten Jahren so gespielt habe. Und ich würde es nochmal tun. Also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Luigi würde ich eher als ein Playthrough einfach machen. Also einen fertigen Spielstand nehmen und dann einfach mal mit Luigi spielen. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit, das war auch wieder, ich bin aktuell nur am Dolphin-Werbung machen, habe ich das Gefühl. Aber ich habe mir so eine Sensorleiste geholt, das war für Starshine für den Hack, damit ich meine Wiimote auch am PC verwenden kann und auch über Dolphin. Und darüber habe ich dann auch ein bisschen Galaxy 2 gespielt. Und, keine Ahnung, wie viel habe ich geholt, 30 Sterne oder so. Ich habe das Gefühl, Galaxy 2 ist, wenn ich mir aus dem 3D-Mario-Ton rauskomme, wahrscheinlich werde ich mir dann auch sicher sein, dass Galaxy 2 das beste 3D-Mario ist. Ich habe das Gefühl, aktuell bin ich in Galaxy 2-Stimmung. Es ist abwechslungsreich, es ist alles spaßig, es ist einfach Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, Spaß auf Spaß. Alter. Da geht Johnny das Herz auf. Das klingt gut. Bei mir nicht. Und ich kenne sie. Ich meine, Galaxy 2 ist halt, das kann halt nicht mal. Im schlimmsten Falle ist halt, ich sehe nicht, dass man, also als würde ich, dass man es scheiße findet oder so. Nee, ich find's ja auch, es ist ein gutes Spiel, aber ich finde vor allem, es muss nicht immer damit verglichen werden, ob es besser oder schlechter ist als der erste, sondern man kann einfach sagen, oh ja, das ist mehr Galaxy, geil. Ja, was, wenn es besser ist? Ja, absolut. Mein Problem ist nur, darüber wir hatten schon mal eine Ersatzbank darüber. Ja, da wollte ich nicht mitdiskutieren. Du kannst ja nicht viel auslassen. Wir waren so lange her an dem Punkt für mich. Ja. Was soll ich denn sagen? Es gibt so viele Sterne, die mich halt nerven und du darfst sie nicht wirklich auslassen. Du hast halt echt nicht so viel freie Wahl, wie zum Beispiel bei Galaxy so oder so. Sterne, die und das finde ich halt nicht doof. Die nerven mich wirklich nicht. Und ich habe das Gefühl, also man kann nicht so viel auslassen. Man darf nicht so viel auslassen. Ja, das stimmt. Also du musst echt viel auf dem Weg mitnehmen, weil sonst fehlen dir die Sterne überall. Und das finde ich halt blöd, weil ich mag die Wahl. Galaxy musst du es aber auch nachholen, wenn du es ständig auslässt. Meinst du, ja, sie haben die Kometen gefixt. Ich mag die Stellen einfach nicht so gern, wie in Galaxy 1. Für mich, bei Galaxy 1 weiß ich halt jetzt schon, dass die ganzen Kometen für mich sehr viel... Das war die letzten paar Male, immer wenn ich Galaxy gespielt habe, habe ich nie die Kometen gemacht. Die habe ich damals gemacht, als es neu rauskam und danach habe ich sie immer bis angefangen und dachte mir, ich hasse die Kometen. Die machen mir gar keinen Spaß. Das heißt, ich habe das Gefühl, die werden mir wieder... werde ich gesalzen sein, wie die Eiswürfel. Das Einzige bei den Kometen ist, was nervig ist, wenn du halt alles komplettieren willst, dann musst du halt hoffen, dass der richtige Komet irgendwann kommt. Aber wenn dir irgendwann nur noch ein paar fehlen... Ja klar, aber wenn dir irgendwann nur noch ein paar fehlen, kommen die sowieso von alleine. Also es ist nie so, dass du da bist. Das Problem ist nicht, dass sie nicht auftauchen. Es sind gar keine da. Das Problem ist, dass man einfach die gleiche Mission einfach nochmal macht mit einem Gimmick, das nicht wirklich einen Unterschied macht. Ja. Ich fand Risikokomet eigentlich ganz spaßig. Ja, das ist bei einem Boss interessant und das ist der Steintyp.
Ja. Das ist wirklich so. Das hat man immer in Erinnerung. Wie viele Risikokometen hast du? Glaube ich 2, 3 oder so. Ich fand eigentlich dann auch diese Speedkometen ganz angenehm. Speedkometen sind nie knapp vom Zeitlimit her. Ja, doch, ein bisschen schon. Nee, ich meine nicht das Zeitlimit, sondern wo das ganze Level sich schneller bewegt. Oh, das ist, da erinnere ich mich nur an das eine, das um diese Wassersäule herum ist. Das war cool. Ja, das zum Beispiel. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Dann die Shadow Mario Sachen finde ich eigentlich immer ganz cool. Shadow Mario ist halt, ist okay, aber wenn man es mit Shadow Mario aus Galaxy 2 vergleicht, also. Und Shadow Mario aus Galaxy 2 ist so kriminell spaßig. Bei den lila Münzen gab es eigentlich. Ich steige nicht nochmal auf diese Diskussion ein, aber ja. Gab es, glaube ich, eigentlich nur ein Level. Schau sie mal dagegen, oder? Nein, ich liebe den. Ich finde nur, der ersetzt den. Das eine ist so ein Rennen und das andere, nur weil die ähnlich aussehen, finde ich nicht, dass das. Egal. Ja, aber wie gesagt, ich denke, einer ist so viel interessanter als der andere. Ich würde irgendwie gar nicht darauf kommen zu sagen, dass der interessant, also dass das dasselbe ist. In besser oder so. Das ist zwei komplett verschiedene Mario. Sachen. Ja, es ist ein. Das eine ist ja nicht. Ja, vom Konzept her, aber es gibt öfter mal Mario-Klone. Ja, also. Ja. Das haben sie so, aus Rayman geklaut. Ja, das kann sein. Es gibt einen. Das eine ist Galactic Level. Mario oder so und der andere ist Mario Morgana. Ich weiß nicht mehr. Es gibt Mario Morgana war aus Sunshine. Genau. Und dann gibt es aber noch Cosmic Mario. Ich meine, Mario Morgana, dafür wird sich niemand einsetzen. Das ist ein bisschen. Im besten Fall ist es nach 3 Sekunden vorbei und im schlimmsten Fall kommst du einfach nicht zum Zug. Aber das genug stimmt. Von meinem Liebesleben. Es gibt Cosmic Mario und dann gibt es irgendwie Cosmic Clones anscheinend. Okay. Es gab, ich weiß nicht einmal, ob das in Galaxy 2 oder in 1 war, aber es gab ein lila Münzen-Level. Das fand ich schrecklich. Und zwar hast du da so ein Pixel-Mario mit den 4 Plattformen. Die einen, die verschwinden. Das habe ich damals nie geschafft. Grün, das mit den Drehen. Das habe ich damals nicht geschafft. Das war mir Level, zu schwer. Da saß ich auch und dachte mir, oh mein Gott. Aber da ist die gute Sache, dass man mehr als 100 Münzen hat, die man einsammeln kann, glaube ich. Ja. Aber ja. Das ist das Level, wo ich mir denke, oh Gott, nein. Aber sonst. Ich war überrascht, wie angenehm eigentlich Galaxy 1 ist zu. Aber ich sag's dir, Fully. Wenn du erstmal dieses eine letzte Level aus 3D World hinter dir hast, dann macht dir sowas keine Angst mehr. Das werden Johnny und Maeve auch irgendwann verstehen. Ist ein anderer Mensch, ein anderer Mario Gamer. Ja, das ist an dem Punkt. Ich meine, jetzt komm, dann verliere ich 5-mal oder 10-mal bei diesem Level. Es ist halt. Changed Man. Jedes Mal, wenn du irgendwo so in so ein Level nicht weiterkommst, dann denkst du dir. Es geht nicht schlimmer. Oh, ich wünschte, es wäre so. Gestern bei Dark Souls 2, ich war so sauer. Ich wollte gerade sagen, das ist doch da auch das von Dark Souls eigentlich oder Cuphead oder so. Wenn dann das nicht mehr so stört. Sauer. Als ich mit meinem Dolch um jede Ecke gegangen bin, es kamen 3 Typen mit ihrem dummen Schild auf mich zu, die nehmen ihren Schild nie weg und ich kam nicht zum Angreifen. Ich hatte nur die Hälfte meiner Leben und oh mein fucking Gott. Aber das ist so ein Dolch. Ich dachte, es wäre lustig. Aber er war einfach nur unerträglich schwach. Könnte ich doch nicht und wie essen, lustig war es so am Ende? Ist. Was? Und wie lustig war es dann am Ende? Gar nicht. Ich war so sauer. Ich sag's mal so, wenn ich den mache, wenn ich vor Wut auf die Lehne von dem Stuhl schlage, dann wird's das vorbei. Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich bei den Jack-Spielen des Öfteren gemacht habe. Weil einfach irgendeine klanke Mechanik passiert, dann habe ich gestorben und dachte ich mir. Das ist mein Wutausdruck. Linke Faust so auf den Stuhl. Ich find's gut. Wenn die Aggression überschäumen, ne? Aber, Dark Souls 2 finde ich, und ich empfehle es Leuten so auch zu spielen, macht eigentlich ganz Spaß, wenn du es einfach cheesst und breakst. Halt mit dem Rapier spielen. Ihr müsst wissen, dass Fully die DLCs nicht gespielt hat. Ja, weil die scheiße sind. Doch, ich hab sie gespielt, aber nur einmal. Wie weit? Und dann will ich sie. Ich hab beide durchgespielt. Ich weiß nicht. Ich habe beide durchgespielt, sehr widerwillig aber. Ich will sie auch nie wieder spielen. Du bist durch die Pferdewüste gegangen? Ja. Durch Horsefuck Valley? Heißt es auch so auf Deutsch? Keine Ahnung. Nein. Das heißt auch auf Englisch nicht so, Fully. Das ist ein wilder Name. Heißt es auf Deutsch so? Das war auf jeden Fall sehr nervig. Ich glaube, der letzte Boss, der mir gefehlt hat, generell in Dark Souls 2, der war, gute Dark Lurker. Nein, nicht Dark Lurker. Wirklich, für den Dark Lurker muss man die ganzen Dungeons sowas machen. Ist eigentlich ein guter Kandidat, um ihn hinterher auszulassen, weil es echt viel Vorbereitung ist, die super nervig ist.
Es war das, Chariot. Ich habe das nämlich einfach nicht gefunden. Oh. Ja, das ist ziemlich lang. Ich habe auch viele Runs gemacht, bis ich irgendwann mal das Chariot gesehen habe und dachte mir, oh, hier ist das also. Ich habe es irgendwie immer geschafft, zum Skelettboss zu kommen. Also diese drei mit den ganz vielen. Das ist ja ein komplett anderer Weg an sich. Ja, aber irgendwie zum Chariot bin ich nie gekommen. Ich höre nur immer wieder, dass Dark Souls 2 sehr, sehr anstrengend sein soll und sehr nervig sein soll. Moggy habe ich gesehen. Moggy habe ich das Stream geguckt. Moggy war super motiviert auf das Spiel. Er war nahezu schon euphorisch, es zu starten. Oh, gleich geht Dark Souls 2 los. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich dachte mir, ich habe Lust drauf. Und dann startet er es und ich sehe dieses Intro, was total episch ist. Und dann muss ich leider weg. Und dann erzählt er, Dark Souls 2 war so eine Scheiße. Und ich denke mir so, was ist passiert zwischen den Motivationen und diesem epischen Intro? Danach muss was Schreckliches passieren. Dark Souls 2 ist passiert, was soll ich sagen? Wie weit bist du gekommen? Ich habe Pursuer gemacht und den Drachenreiter. Wer war der Drachenreiter? Ach ja. Der bei dem den ganzen Speer, der Schwabbel. Ja. Hast du die Arenen, also hast du ihn gecheased, dass er runterfällt, oder hast du ihn normal bekämpft? Man kann ihn kaum bekämpfen. Ich bin nicht mal gerollt gegen ihn. Ich meine, und ja, er hat mich einmal getroffen. Ich bin einfach nur normal in normaler Schrittgeschwindigkeit so im Kreis um ihn herumgelaufen und hat mich nicht getroffen. Wie soll man ihn nicht schießen? Also es ist unfassbar lustig, wenn er einfach selbst in den Tod läuft. Ja, ich weiß, das aber das habe ich öfter mal versucht, aber ich habe es nie hinbekommen und diesmal habe ich es gar nicht erst versucht. Ja, okay. Aber beim Dark Souls Run, den ich zuletzt gemacht habe, habe ich extra mein Goldharz aufgetragen und dann meinte ich so, yeah, gehen wir zu Taurus Dämon. Ich habe einen Schlag bei ihm gelandet und der dann einfach, okay, ich gehe dann und springt in den Abgrund. Das ist auch bei Fullys ersten Dark Souls Run damals passiert. Ja, das ist bei in meinem ersten Dark Souls Run habe ich auch den Taurus Dämon gecheased. Ist der dir auch in den Abgrund gefallen? Ja, der ist irgendwo hochgejumpt und dann ich so, hä, wo ist der? Der ist weg und dann so, besiegt. Der war einfach weg vom Fenster. Ich liebe es, dass das passieren kann. Vor allem ist es so random, wenn es passiert. Und anscheinend passiert es so vielen von uns am Anfang und dann nie wieder. Also das nein, ist anscheinend, mir ist das, es passiert selten. Ja, es passiert selten, aber wie witzig, dass es dann, ja genau, wie witzig, dass es mir auch passiert ist und dann, ich habe jetzt keine Runs gemacht. Ich würde sagen, wenn man nicht gezielt das versucht, würde ich sagen, 5% Chance, dass Taurus runterspringt. Ich wollte gerade sagen, in meinen 2 oder 3 Kämpfen gegen den ist das noch nie passiert, aber ich habe es schon mal gesehen. Vor allem, wenn man da an dieser einen Lücke in der Mauer kämpft. Ja, da springt er am Anfang immer runter. Also da ist relativ wahrscheinlich, dass man da steht. Ich weiß nicht mehr, bei mir war es super seltsam. Ich bin irgendwie die Leiter runter und dann ist er so über mich rübergesprungen. Ja, ich wollte gerade die Kamera so drehen. Ja, okay. Weil er dachte, du bist oben, wollte er nach oben springen und scheinbar ist er dann beim Runterspringen daneben gesprungen. Oder so. Wahrscheinlich kann man irgendwie, wenn er zu einem hochspringt, aber man selber schon wieder unten ist, die Chance ein bisschen erhöhen irgendwie. Ich kenne das eigentlich nur, dass er springt ja einfach mal. Ich kenn's auch nur so, dass er so einen Satz rückwärts macht. Ja, genau. Und er hat keine Augen am Hinterkopf, dann springt er runter. Der macht keinen Schulterblick. Der geht einfach runter, der hat auch keinen Rückspiegel. Ich kann's kurz raussuchen, was mir passiert ist. Ja, das wird noch Stunden dauern. Ja, ich glaube, es dauert auch ein bisschen. Ich hab ein Video dazu gemacht. Ja, ihr könnt trotzdem kurz reden, bis ich's hab. Ja, Melf, was hast du für Videos? Falls ihr es überhaupt sehen wollt. Ich will's sehen. Ich will gerade, ob ich eine Frage zum Manus noch habe. Aber ich glaube, Mogi war derjenige, der Manus ganz gut gekämpft, kennt den Boss. Ich kenne alle Boss aus Dark Souls 1 ganz gut. Warum? Ja. Nee, weil ich überlegt habe, ob du da Probleme hattest, aber da verwechsel ich dich mit jemandem. Manus kann mehr Probleme machen, finde ich, als die anderen Bosse. Ich habe die Bosse halt für... Ich habe also kann dir sagen, Hitrun All Bosses gemacht, dementsprechend, ich kann alle ausreichend. Ich kann dir sagen, Fudi, dass ich sehr viele Probleme mit Calamite hatte. Ich habe Tailcut bei Calamite hinbekommen zum ersten Mal. Oh, okay. Stimmt, das heißt, als ich dir mal gemacht habe, hast du gesagt, ich soll es versuchen, glaube ich. Ich höre so oft, dass Leute Probleme bei Calamite haben. Aber ganz kurz. Ich fand ihn nie so schwierig. Mein Problem bei Calamite war, dass ich nicht wusste, dass du den abschießen musst vorher. Ich bin ständig an die Gift verreckt. Oder an Feuer verreckt. Das ist sehr ungünstig. Ja, aber das ist ja nicht, also ich würde sagen, das zählt nicht. Das ist ja kein richtiger Kampf dann gewesen. Soll ich es euch übertragen? Kann man ihn überhaupt so besiegen? Naja, alles gut, ich schaue das kurz so rein. Oh, ohne Ton.
Keine Ahnung. Hä? Ja, dann wahrscheinlich ist er vom Turm rückwärts runtergesprungen. Wo ist er hingesprungen? Ja, war das war wirklich Turm. Komisch. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist super seltsam gewesen. Ist wahrscheinlich ist er da so zurückgesprungen, aber man als er auch nicht. Dem Turm war. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du ihn, weil du ihn berührt hast, beim Runterfallen irgendwie so verschoben hast oder ja. So. Ja. Das ist komisch. Er muss wohl irgendwo durch den Boden dann durchgesprungen sein. Ha. Oder so. Noch nie gesehen sowas. Ist der Johnny Skip. Ups. Ja, war ein einfacher Boss für dich. Vielleicht kann ich das in Panic-Coke schicken und dann kriege ich Geld. Ja. Yeah. Ich denke, er wird ganz scharf sein auf Dark Souls Skips. Ja, das ist sein Lieblingsspiel. Vor allem, ich kann mir sogar vorstellen, dass der bekannt ist. Es ist nur, ich habe nur das Gefühl, er hätte keinen Nutzen für irgendwas. Nein, das ist der Johnny Skip. Ja, das kann gut sein. Johnny hatte nie die Taurus-Dämon-Erfahrung. Ich habe ihn vorher schon ein bisschen bekämpft, aber dann ist das passiert. Ein bisschen bekämpft. Später im Video habe ich auch noch gespielt. Ich habe Backstabben geübt und ich habe die letzten Wochen Punch-Out-Melodie eingespielt. Ich wollte ein bisschen mehr spielen, aber ich kam nicht so richtig dazu. Ich habe nur Pokémon X gespielt. In den letzten drei Wochen. Du hast es komplett durchgezockt. Und ich komplett. Ja. Komplett nee, durchgezogen, ich, das Ding. Ich habe die Story nach dem Credits, ich habe angefangen, dann hieß es, suche fünf Orte, mach es hier einen auf Detektiv. Habe ich gesagt, ach nee. Weiß schon. Ich habe genug gesehen. Das reicht dann auch. Ja. Muss ich noch nicht. Und danach habe ich Frog Detective gespielt. Eigentlich voll dumm. Ich habe nämlich schon wieder ein Detective-Spiel gespielt. Übrigens, ich habe gar keinen Bock, jetzt irgendwie Detektivarbeit zu machen. Frog Detective. Es war nicht mal ein gutes Frog Detective-Spiel. Nein. Oh. Die gab es im Game Pass, das ist so ein Indie-Spieler. Aber okay. Nichts über Frog Detective. Pokémon X, super Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Ich war sehr überrascht sogar, dass es mir so gut gefallen hat. Also ich hatte echt viel, viel Spaß mit dem Spiel. Okay. Das ist recht spannend. Auf jeden Fall. Ich fand Pokémon X immer sehr mittelmäßig. Ja, also, was mich ein bisschen vielleicht genervt hat, ist halt Dialoge mit Personen in den Spielen. Also in Pokémon X. Ich fand ich okay in Pokémon X. Also ich aber der Maßstab ist auch die späteren Pokémon-Teile, deren Dialoge dann doch sehr fürchterlich sind. Ja, also Dialoge mit den Rivalen, ist eine ganze Gruppe da. Die habe ich mir schon angeguckt, war irgendwie ganz sympathisch. Trovato Tomato. Ja, genau. Und Sana Banana. Also an einer Stelle hat der Sana Banana gesagt. Das hat mich sehr heiter. Sind Detektive gewesen. Ja. Das hat mich warnen müssen. Aber als ich Trovato gelesen habe, musste ich auch sofort an die Trovatos denken. Ja, klar. Aber ich habe so gut wie alle anderen Dialoge, also höchstens überflogen, könnte man sagen. Also ich habe sie teilweise gelesen, aber dann irgendwann zum Ende hin. Auch von dem Riesen. Nein, die habe ich nicht überflogen. Die Story-Dialoge wird er schon gelesen haben. Die Story-Dialoge habe ich mir schon angeguckt. Ah, okay. Mit Riesen meinst du man, normale random mit Riesen wechselt irgendwie. Man fünf Sätze im ganzen Spiel. Also die kann ich mir schon noch geben. Fully streamt ja auch gerade Pokémon X, glaube ich. Und ja. Ich habe einmal gespielt. Aber ja, ich habe trotzdem... Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mit allen Leuten reden, weil die geben mir gratis Items. Oder ja, so. Darauf läuft es immer hinaus. Dafür sind und deswegen habe ich immer alles weggeskippt. Und ich musste sagen, es gab nicht viel so, was man so bekommen hat auf dem Weg. Also... Hat sich nur so halbwegs gelohnt, die alle anzusprechen. Ja. In den neueren Teilen. Ach, hier, ein Evoli. Hast du Bock? Geschenkt. Hier hast du Mewtwo. Ich habe ein Evoli geschenkt du bekommen. Hast man hat doch ein Evoli geschenkt bekommen in Pokémon X. Ja, das stimmt sogar, ja. Nein, man kriegt sogar die Starter geschenkt. Die aus Kanto. Man kriegt die Starter auch geschenkt, ja. Shigi, Bisasam oder Glumanda. Naja, weil die können sich auch. Weil das ist das, was mit der Mega-Entwicklung sich entwickelt. Das gehört sogar zur Story. Also, nee. In den Diamond and Pearl Remakes kriegt man einfach ein Mew und Jirachi geschenkt. Genau, das hatte ich nämlich auch gespielt. Einfach ganz random. Und ich stehe da einfach in so einem Pokémon-Center oder was das war. Oder Bahnhof, weiß ich mehr genau. Ja, hier ist Mew. Ein kleiner Ort, ja. Ich mag es überhaupt nicht, dass sie den Umgang mit legendären oder mythical Pokémon so geregelt haben, dass man einfach sie mit dem Server verbindet und sagen sie, ja, hier hast du eins Level 100 Shiny. Ja, und vor allen Dingen, viel Spaß, was auch immer. Ich glaube, das ist halt so unbefriedigend. Was ist daraus geworden? Ich wünschte, sie würden einem
Was ist daraus geworden? Was ist daraus geworden? Ich wünschte, sie würden einem einfach, zwei Sachen haben sie, glaube ich, bis jetzt zu Generation 5 noch teilweise gemacht mit Victini, wo man einfach dann ein Ticket bekommt und dann fährt man zu einer Insel und das dann halt einfach, das ist eine super kleine Insel, wo es nicht so viel zu sehen gibt. Das ist eine kleine Insel und da ist dann das Pokémon. Und, in Gen 5 haben die wohl richtige kleine Story-Episoden dazu gemacht. Bei X ich weiß nicht, ob es mehr als Victini gab in Pokémon Schwarz und Weiß. Ich glaube schon. Also ich habe immer sehr viel Positives von den Gen 5 Events gehört. Die fanden die Leute immer ganz cool. Ich weiß, dass Generation 3 und 4 da relativ stark dabei waren. Ja, da waren halt, du hast halt das Ticket, gehst dahin, fängst das Pokémon, aber du hast da nicht so eine Story drum. Aber in 5, glaube ich, hattest du immer so ein bisschen so eine kleine spielbare Episode, auch nicht lang oder so, aber du hattest ein bisschen was. Auch Hintergrund-Story, manchmal zu Arena-Leitern oder anderen Charakteren im Spiel gab es da wohl. Was aber komisch ist, in diesen Episoden findest. Bei den Switch-Spielen jetzt vor allen Dingen, und es wird auch im neuen Pokémon wahrscheinlich so sein, wenn du halt Spielstände hast von alten Teilen, also Pokémon Schild oder Let's Go Evoli. Ich weiß, ich habe Let's Go Evoli gespielt, ich kann mir vorstellen, in Karmesin oder Purpur, irgendeiner wird mir Evoli schenken, weil ich dieses Spiel als Spielstand auf meinem... Ja, das Partner-Evoli auch noch, was halt sowieso ein bisschen... Buff ne. Oh. Und ja, das ist halt so. Ich gehe manchmal gerne ins Fitnessstudio, woher weißt du das? So buff. Das heißt, wenn du die alten Spielstände hast, dann kriegst du auf jeden Fall eine Handvoll Pokémon noch geschenkt auf der Reise. Ich hab aber ich find's nicht schlimm, ich find's jetzt nicht schlimm. Ich find's dämlich. Ich find's nur komisch halt, ne, wenn man so mächtige Pokémon geschenkt bekommt. Evoli ist jetzt nett. Seid ihr, pass auf. Aber wenn man Mew kriegt, ist das schon ein echt komisches Gefühl, genau. Finde ich. Ich hab mein Evoli geschenkt bekommen in meiner Nuzlocke. Und ich hab's direkt verloren. Und ich hab's so unfassbar dumm verloren. Das ist unfassbar. Oh Gott, das macht mich direkt schon wieder sauer, jetzt, wenn du es nur andeutest. Ich weiß doch, das Gespräch, was ihr dann... Ich hab stundenlang noch gequatscht mit Evoli züchten und... Ja, all so ein Scheiß. Alter, dieses Evoli... Also nein, das war sowieso Schwachsinn. Das mit den Sonderbonbons habe ich ja rückgängig gemacht. So rückgängig. Aber, ich hab dieses Evoli dann... da war... Erzähl's direkt, was ist passiert, als du es bekommen hast? Ich weiß nicht, was passiert ist. Nein, ich meine, was hast du denn gemacht? Ich habe das Gefühl, du willst die Geschichte gerade in der Mitte ansetzen. Ganz von vorne musst du anfangen. Nein, es geht mir nur darum. Entwickelt, oder? Ich will dir gar nicht die Geschichte erzählen. Ich will euch erzählen, wie ich mein Evoli verloren habe. Achso, du hast es richtig verloren. Oh. Ja, es ist gestorben. Okay. Oh nein, nach der ganzen Action? Ja. Johnny hat es nämlich, pass auf, Johnny hat es ja bekommen. Und dann wollte er es zu, keine Ahnung, Psyana und Nachtara so entwickeln, dann mit Zuneigung und so, meinte man Leute im Chat auch so, oh ja, nur noch ein Level-Up, dann wird sich schon entwickeln. Was natürlich, Zuneigung kann man natürlich leichter hin, indem man hin und her läuft und so, vor allem, wenn man speedet, aber... Und eine sanft Leute mit... Die hatte ich sogar. Leute geben oft falsche Tipps, muss man bedenken. Das hat Johnny, glaube ich, unterschätzt. Oh mein fucking Gott. Und sie haben gesagt, na, nächstes Level, dann entwickelt es sich bestimmt. Das hat natürlich viel zu viel Zuneigung gehabt. Da hat Johnny Sonnenbonbon reingepfeffert, dann noch eins, dann noch eins. Und dann war es soweit, so jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Und dann war es viel zu hoch gelevelt. Ich glaube, es war 3 Level über den anderen Pokémon dann. Also auf Level 27, der anderen. Komplett schwarz, ich habe es mit Level 1 bekommen. Ich hätte da 8 Stunden trainieren müssen für oder so. Ja, aber dann habe ich es geklont. Also ich habe es entgegen der Regeln natürlich. Die Sonderbonbons sind ja eh entgegen der Regeln. Deswegen dachte ich mir, scheiß drauf. Wenn ich eh schon über die... Nein, das waren gecheatete Sonderbonbons. Es gibt keine festgelegten Regeln. Also jeder kann es waren ja viel mehr Sonderbonbons, als man haben darf. Die habe ich mir ja gecheatet, wortwörtlich. Also, aber das ist ja nur, um zu sagen, ja, ich könnte ja zwischen den Streams trainieren, aber ich bin kein richtiger Gamer, deswegen, ich stehe ja dazu, dass das Schwachsinn ist. Aber, ich habe es dann überlevelt, dann habe ich gedacht, nee, komm, das ist blöd, ich will es nur so auf Level 15 haben, weil das ist irgendwo noch realistisch, dass man sich die Zeit nimmt, das dahin zu trainieren. Und dann habe ich es halt in die Pension gebracht mit einem Ditto, was ich ja auch nicht fangen darf. Vor allem, wo gibt es denn Ditto? Und dann mag ich so, direkt vor der Pension. Und dann war es aber auch instant da. Also ich bin ins Gras gelaufen, habe direkt ein Ditto gehabt. Dann habe ich ein zweites Evoli gezüchtet. Warum hast du denn Evolis dann gezüchtet? Ich habe ein zweites Evoli gezüchtet und dann war es wieder Level 1 und dann habe ich es nur auf Level 15 geboostet. Als ob es nie passiert wäre quasi. Um es nicht mehr auf Level 27 zu haben. Und das heißt, das Original-Evoli, was ich geschenkt bekommen habe, lebt sogar noch. Also die emotionale Bindung, die darf ich noch haben. Es ist eine gewaltige emotionale Bindung. Er sitzt in der verbotenen Kiste neben dir. Frisst diese Sonderbonbons, du kleines Drecksvieh. Das ist meine emotionale Bindung. Oder ist es immer noch in der Pension und es gibt 1000 Eier irgendwann abzuholen? Nee, ich hab's wieder. Nein, Mann, es gibt immer nur eins. Es gibt nur eins, ich weiß. Wenn eins da ist, dann wird keins mehr gelegt. Dann ist voll. Ja.
Ja, aber ich habe ja eins abgeholt. Mhm. Achso, dann wären es höchstens zwei, genau. Und dann bin ich in den in die Ruine gelaufen, wo die drei Legendären in dem Spiel das erste Mal vorkommen. Mhm. Dieser abgebrannte... Der Zinturm. Genau. Yeah. Und bin dem Rivalen vor die Füße gestolpert. So, ich habe den gesehen und dann so, nein, ich wollte noch gar nicht so hoch. Und dann bin ich einen Schritt zu weit gegangen und war dann in den Kampf verwickelt gegen den... Und dann hattest du ein Level 1 Evoli. Nee, das Evoli war Level 15 dann. Ich hab's ja vorbereitet sozusagen. Sondermobus gefüttert. Und dann war ein Nebulak im Kampf. Und ich dachte mir so, oh, was wechseln wir ein? Also ich weiß jetzt nicht genau. Das hat Horrorblick gemacht, oder? Ich habe absolut Angst vor diesem Kampf. Das könnte mich komplett zerstören. Nicht nur das Nebulak, sondern auch, dass ich überhaupt gerade in diesen Kampf reingegangen bin. Gefällt mir überhaupt nicht mit meinem Team, was ich gerade habe. Und Chat hatte wirklich gar keinen Grund, mir diese Information zu geben in diesem Moment eigentlich. Ich hätte einfach nur meinen Starter reinschicken können gegen den Block. Ich hätte alles reinschicken können, was überleben kann. Und irgendwie drei Leute unabhängig voneinander schreiben sowas wie, oh Evoli, Nebulak hat kann nichts machen gegen Evoli. Evoli ist immun gegen Nebulak. Aber Nachtnebel müsste doch Evoli treffen können. Das haben sie haben mir gesagt, Evoli ist komplett immun gegen dieses Nebulak. Oder echt? Manche meinten so. Trifft? Hör zu. Weiß ich nicht. Okay. Es gibt aber keinen Grund, Evoli einzuwechseln, weil Evoli auch nichts gegen Nebulak machen kann. Mein Evoli hatte kein... Nee, es hatte keinen Biss, es hatte keinen Move, um dieses Nebulak zu bekämpfen. Ich wechsle es also ein... Und dann zu verzweifeln und dadurch ist es gestorben. Wir können es gut, wir können Evoli einwechseln, um es zu trainieren, dachte ich mir so. Dann kann es, also selbst wenn es lange dauert, das Nebulak halt ein bisschen weg, so in kleinen Schritten einfach wegmachen. Aber ich wusste nicht, dass Tackle auf, also das nochmal, ich bin halt ein Noob. So, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Tackle auch nichts machen wird gegen Nebulak. Ich dachte wenigstens, das funktioniert. Und dann wurde ich natürlich, wie heißt das? Was du gerade meintest, Klammergriff? Das, was Evoli daran hindert zu fliehen. Oh, Horrorblick. Horrorblick. Wurde instant eingesetzt. Ach, Klammergriff war woanders. Klammergriff ist ein Angriff. Würde mich wundern, wenn Nebulak den hat. Ja, ja. Nebulak hat Horrorblick eingesetzt und als das verstand ich so, oh mein fucking Gott, nein, das ist jetzt nicht das passiert. Ist die Vorengenaue Erfahrung, mein Freund. Ich habe da schon Angst gehabt, weil ich habe mein anderes... Ich habe zwei Pokémon hatte ich im Normalen, hatte ich verloren, weil ich sie einfach opfern musste, um andere zu heilen und so. Da hatte ich dann gewusst, okay, mir wird jetzt wahrscheinlich dieses Pokémon, es war ein Habitak und ein Visor. War es überhaupt ein Visor? Ich weiß gar nicht mehr, was meine ersten Pokémon waren, die ich geopfert habe. Auf jeden Fall, da war das okay. Aber das erste Pokémon, was ich richtig bereut habe, was ich nicht verlieren wollte und mir genommen wurde, ist eine noch viel dümmere Geschichte eigentlich. Da konnte ich auch nicht fliehen. Das heißt, ich hatte direkt wieder Angst bei Evoli. Ich so, oh nein, ich kann nicht fliehen. Das ist doch wieder jetzt irgend so ein Schwachsinn. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass Evoli dieses Nebulak nicht mal angreifen kann. Und dann hat Nebulak, ich konnte nicht fliehen, ich konnte nicht austauschen, Nebulak hat mich verflucht. Das heißt, ich habe die ganze Zeit Schaden getaked, immer und immer wieder. Das Nebulak selbst war auf Hälfte seiner eigenen Leben. Und man hätte mit genug Heilung es schaffen können, dass alle AP von Nebulak ausgehen und ich mich immer wieder heile. Das wäre der einzige Weg gewesen, um dieses Evoli zu retten. Und dann dachte ich an irgendeinem... Wenn man mal eine Stunde Zeit übrig hat zu verschwenden. Ich brauche die Heilung auch für die anderen Pokémon, weil der Kampf ist auch so schwierig genug für mein Team. Nicht nur gegen Nebulak. Ich werde jetzt nicht dieses Evoli mit allem, was ich habe, retten. Also ich würde sagen, wenn man 30 Tränke einsetzen muss, dann sollte es keine... dann sollte es nicht gültig sein für den Nuzlocke. Und so krass gut war der ist Evoli ja jetzt auch nicht, aber es war einfach so schade. Ich wollte dieses Evoli so gern haben. Und, hast du ja noch eins. Ja, ich habe ja noch eins. Ich meine, Nachtare wäre fantastisch gewesen. Absolut. Definitiv. Ich wollte es vor allem für die Arena haben und die Arena war dann später total easy. Also das war auch so eine Scheiße. Ich sollte sehr viel weniger ich sollte eigene Entscheidungen treffen und nicht so viel Chat mit involvieren, weil da kommen dann immer so Ideen, die zwar irgendwie einen Grund haben, warum sie die nennen, aber auch gar nicht nötig wären. Also ich habe mit meinem... Also es ist wahrscheinlich besser für dich, wenn du an deinen eigenen dummen Ideen stirbst, als wenn du an dummen Ideen aus dem Chat stirbst. Ja, und dann dir das denkst, ist so frustrierend. Dann denke ich mir so, oh mein Gott. Natürlich ist es trotzdem meine Schuld. Ich habe sie eingewechselt. Aber ja, es gab keinen Grund, Evoli da einzuwechseln. Und mein anderes Pokémon, ich meine, schaut gerne die Videoreihe. Ich lade es auch auf YouTube hoch, wenn ihr wollt. Spoiler an der Stelle. Aber
Mein anderes, Morabbel, glaube ich, war es, habe ich im fucking Morabbel. Käferturnier verloren. Ja, ist Käferturnier, das hast du erzählt. Ich hatte erstens das Glück, dass ich einen Bonusstream am Samstag gemacht habe, weil nur Samstags sind überhaupt Käferturniere. Dann habe ich noch random so einen NPC angesprochen, der mir überhaupt davon erzählt, dass es sowas gibt. Und dann hat Chat noch gesagt, ja, warum nicht, mach doch ruhig so, keine Ahnung, ist doch witzig. Ja. Und dann gehe ich also ins Käferturnier und denke mir so, oh ja, da kann man ja vielleicht sogar was Nützliches gewinnen oder fangen oder was auch immer. Und dann hatte ich ein Level 17 Smetbo, glaube ich, gesehen oder so. Oder vielleicht war es sogar nur ein Raupi, was voll hochgelevelt war aus dem Grund, ein relativ hohes Level encountert und das gefangen. Und dann dachte ich so, oh, damit habe ich das Käfer-Turnier doch bestimmt gewonnen. Und dann meinte Chat, nein, das Level ist nicht so wichtig, du musst irgendwie in Pinsir oder so finden. Ja. Und dann dachte ich so, oh, okay, dann mache ich weiter. Ich mache also weiter mit diesem einen Pokémon. Man kann ja nur ein Pokémon mitnehmen ins Käferturnier. Bin im Kampf gegen ein Pinsir. Und was stelle ich fest? Man kann in diesen Kämpfen nicht fliehen im Käferturnier. Und man kann sich nicht heilen. Man kann nur Pokebälle halt werfen. Scheiße. Der Beutelknopf wird ersetzt mit Pokéball werfen. Weil sie es darauf angelegt haben, dass man wahrscheinlich auch mal das Käferturnier beendet, wenn man halt zu viel wollte und besiegt wird so. Aber ja, jeder kann sein Pokémon geworfen. Kann ja wiederbeleben. Mein einziger Ausweg war, das Pinsir zu fangen oder zu besiegen. Und wieso? Nee, besiegen ging auch irgendwie nicht. Konntest du besiegen? Nein, wenn du kämpfen kannst, dann kannst du es wahrscheinlich besiegen, ja. Ich weiß nicht mehr, warum ich es nicht geschafft habe, das zu besiegen, jetzt gerade, ehrlich gesagt. Es gab auf jeden Fall einen Grund. Vielleicht bist du schwach auf der Brust. Ja, das ist jetzt komisch, dass ich das nicht mehr weiß. Das ist auf jeden Fall, war es mir auch unmöglich, glaube ich. Du hast es auch gar nicht versucht, sondern hast doch, die Pokébälle geworfen. Oder der nächste Angriff war dann stärker, als ich dachte. Und ich dachte mir so, ich kann... Ja, ich habe Pokébälle geworfen. Pinsir ist viel stärker. Vielleicht hat jemand im Chat gemeint, dass du dir vorstellen sollst, dass der Kampf wie Doom ist. Und deswegen denkst du jetzt so, ja, aber warum hab ich... Keine Ahnung, warum ich den nicht machen konnte. Ich glaube, ich war nur nicht stark genug, es zu besiegen. Auf jeden Fall habe ich dann mein fucking Pokémon im Käferturnier verloren, weil man nicht fliehen und nicht heilen konnte. Und dann habe ich das Käferturnier gewonnen mit dem scheiß Level 17 Smap oder Raupi oder was das war. Und ich hätte gar keinen Grund gehabt, überhaupt noch einen Pinsir zu suchen. Ich war sowieso erster Platz. Ja, aber du hast einen Sonnenstein gewonnen, also ich weiß nicht, was du so beschwerst. Den Sonnenstein habe ich mir schmecken lassen. Ja. Dann kannst du einen Doflor zu Blubella machen. Ich habe mein einziges... Und einen Sonnenkern zu einem Sonnenflora, einem der schlechtesten Pokémon, die es jemals gab. Ja, eben. Das stimmt. Stark. Ich habe mein Wasser-Pokémon dagegen getauscht. Ja. War nice. Jetzt habe ich noch ein Phlegmon. Psycho-Wasser, glaube ich. Ein Phlegmatiker. Da sehe ich mich. Phlegmon ist eigentlich ganz... Ja, ist okay. Ordnung. Hat Surfer jetzt aber gelernt. Aber Morabbel ist halt besser. Mit Surfer werde ich rüberflitzen in die nächste Stadt. auf einem Phlegmon. Ich glaube, Lamus war physisch, oder? Einfach auf einem Phlegmon Lamus zu surfen. Lamus musste physisch sein, ja. Das macht auch speziell. Nichts. Man macht einfach einen Außenbordmotor irgendwie an so einen Phlegmon und dann chillt es da und dann surft leider man. Gibt's aber Lasho King... Leider gibt es nicht die Sprites von den Pokémon in einem Wasser, oder? Hast du vereinfachte... Ich glaube, es ist so dieser... Man fährt immer auf einen Lapras oder so dann, ne? Nein, es ist einfach nur eine Fisch, schwarze dieses... Kugel. Ja, Weimar. So, ja. Ein Rochen. Montag. Ich dachte immer, das wäre ein Rochen. Also, keine Ahnung, es hat mich immer an Rochen erinnert. Aber hast du vereinfachte Entwicklung irgendwie eingestellt? Er hat kein Randomizer, oder? Nee. Oh. Ist nur, ich habe noch Morabbel bekommen. Gemacht. Ganz kurz zu Lapras, das fand ich bei Pokémon nicht Morabbel. Das fand ich bei Pokémon auch so komisch. Ja, hier, du hast jetzt Surfer, kannst jetzt Surfer einsetzen, dann gehst du zum Steg. Oh, hier kriegst du Lapras geschenkt. Ich habe halt Lapras geschenkt bekommen. Hat man Demo dir geschenkt bekommen? Ich habe den Namen verwechselt. Morlord. Mein X bestimmt auch. Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Das, was ich meinte, wo man was. Das war ein Lapras, was man geschenkt bekommen hat. Ich habe Randomizer gespielt, deswegen zu meiner Verteidigung. Ja, weiß nicht, was das ist. Und dann, hier hast du ein Lapras. Ja, genau. Da dachte ich von, dass das Evoli war. Aber gut. Da dachte ich mir auch so, ich habe doch ein Pokémon, was schwimmen kann. Morabbel ist Hydropis Weiterentwicklung, oder? Ja. Ja, nee, ich meinte Morlord, sorry. Morlord ist aber auch... Die komische Sache ist, ich habe sogar an Morlord gedacht und ich weiß nicht ganz warum. Als du es gesagt hast, habe ich direkt Morlord vor mir gesehen. Ich habe auch die ganze Zeit an Morlord und das Schlepp herumhänge. Aber warum habe ich an Morlord gedacht und nicht an Morabbel? Das ist komisch. Wegen Hardgold, Johto. Aber ja. Warte, wo hast du Morabbel? Habe ich nicht. Ach so, ja, okay. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Wenn er sich randomized hat. Aber es sind ähnliche Namen, okay. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu dem Schluss zu kommen, okay?
der ganze Punkt des ganzen Gesprächs ist, dann kannst du aus deinem Fleckmon sowieso nur einen Lamus machen. Dann kannst du keinen Lascho-King haben. Aber du kannst dich tauschen oder du hast halt nicht vereinfachte Entwicklung mit dem Kingstein. Ach so, es ging dir darum, ob mein Fleckmon gut sein kann. Lamus ist nicht verkehrt. Du hast, beides ist gut, aber du hast halt. Eins ist schon besser als das andere. Okay. Ja, Videospiele. Ja. Das waren Videospiele. Fuli, hast du das noch gespielt? Und deswegen habe ich auch meine Gamerbrille nicht auf, weil das war keine gute Leistung. Ich habe Dragon Quest 8 angefangen. Das ist Dragon Quest. Soll ich dazu sagen? Ist der PS2-Teil, oder? Also ursprünglich. Ich habe 11 angefangen. Nicht 8. Das ist der PS4-Teil. Das ist das Gleiche. 11 habe ich auch angefangen und nach 2 oder 3 Stunden habe ich dann wieder aufgehört, weil ich mir dachte, oh, das ist halt das gibt's 1 auf Steam, zu 1 oder? Wie der PS2-Teil. Das ist Dragon Quest, ja. Aber es ist ganz charmant, es ist ganz süß. Ich habe Spaß dran. Aber die Woche davor habe ich No More Heroes durchgespielt. No More Heroes. No More Heroes. Da schreien die immer so, ja, dieses Spiel ist, es ist, kannst du uns mal zeigen, wie du deine Waffe auflädst? Also, ne, du gehst in Position, ja? Ja. Und dann schüttelst du ordentlich. Ich das kenne ich. Ich hasse ihn so sehr. Das war irgendwie ganz witzig. Keinen Spaß aber erlaubt. Unfassbar träge in den Leveln. Hast du vor den zweiten Teil auch so spielen? Ja. Der zweite Teil soll sehr viel besser sein. Also ich habe nur so ein Spin-off mal davon gespielt. Also ein Spin-off? Ja, so doof sein. Man hat immer beim Spin-off, ich weiß nicht, ob es im Hauptspiel auch so ist, da hat man sich immer in so Dixie-Klos gespeichert. Ja, du speicherst so oder so immer auf dem Klo. Ah, okay. Das ist jetzt auch der neue Witz. Immer wenn ich auf Toilette gehe, bin ich auch am Speichern. So ist halt das Leben. Ich geh das kennen wir alle. Toilette. Wir gehen alle öfters mal speichern im Leben. Ja. War die auch speichert ihr ein Pokémon an so einer ganz festen Stelle, also irgendwo im Pokémon Center, auf dem Pokéball im Pokémon Center oder vor dem Pokémon Center? Ich würde sagen, auf dem Ball im Pokémon Center ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, es sind Leute, die in ihrer Kindheit streunende Katzen gesucht haben und sie gefoltert haben. Ich speichere überall. Ich dachte, sie pflegen sie oder so. Ja, ich dachte auch. Ich denke, das ist komisch, wer sich im Pokémon Center auf Pokéball stellt zum Speichern, will ich einfach nur sagen. Ich finde, es ist komisch, sich überhaupt Gedanken zu machen, dass man immer am selben Ort speichert. Man macht sich keine Gedanken darum, Johnny, du machst es einfach. Nein, ich speichere egal, wo ich bin. Ähnlich wie die Kinder, die auf dem Pokéball speichern, einfach diese wilden Tiere finden und sich einfach nicht helfen können. Oh Gott. Es ist mir völlig egal, wo ich stehe. Ich auch. Wo ich stehe. Respektiere oder wenn ich gerade mal heilen muss noch, dann gehe ich auch ins Pokémon Center und speichere dann da, aber dann speichere ich da irgendwo. Ich bewundere das an euch, aber das wäre nichts für mich. Ich brauche eine feste Stelle. Ich habe mich in Videos dafür entschuldigt, bei Pokémon X, wenn ich die Folge beendet habe und ich dann einfach irgendwo in der Pampa stand. Ich gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt einfach irgendwo zu einer dummen Stelle stehe. Bei Pokémon X habe ich immer am Anfang von einer Route eigentlich gespeichert. Immer wenn ich eine neue Route entdeckt habe und dann wusste, dass da jetzt alles noch neu zu entdecken ist für mich, dann habe ich da gespeichert. Aber warum hast du gespeichert, wenn du nicht aufhörst? Ich speichere immer nur dann, wenn ich Ich habe dann aufgehört. Ach so, okay. Und dann, wenn ich nächstes Mal gestartet habe, dann hatte ich halt eine Route von da. Was Neues zu sehen. Dann mache ich mal aus. Naja, ich hab's immer abends halt gespielt und dachte ich mir so, jetzt noch so viel angucken, nee, ich geh jetzt schlafen. Oh ja, das kenn ich. Ich hab auch Schwarz-Weiß 2 durchgespielt am Stück, aber was hast du nochmal? Es war halt... Welches Spiel? Schwarz-Weiß 2. Aha, okay. Aber ich hab das so gemacht, dass es ein kompletter Loading-Zone-Randomizer war. Also hab ich dann irgendwann den Champion gefunden. Die sind super spaßig irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, das ist so irgendwie was Erfrischendes. Du suchst halt labyrinthmäßig einfach den Champion oder halt die Arenen oder so. Na, ich mache auch nicht alles. Nicht. Ich mache immer nur so einen Teil und sag dann, okay, jetzt ab jetzt Champion suchen und dann fertig.
Ist immer ganz cool eigentlich. Läuft übrigens darauf hinaus, dass wenn man, also ich vermute, was Pokémon so ist, dass wenn man durch so ein Routengebäude geht, dass man in einem random anderen Gebiet rauskommt. Vielleicht auch ja, in genau. Häuser, wenn man reingeht, kommt man überall. Auch random wo raus. Alles. Ja. Alles. Überall, wo man reingeht, kommt man random wo raus. Das ist einfach ein riesiges Chaos. Solche Randomizer gibt es für sehr viele Spiele und ich hasse sie, die machen mich so sauer. Ich find das überraschend Spaß. Mach mich so sauer. Ich kann mir auch vorstellen, dass das witzig ist. Dachte ich auch mal, Johnny! Dann habe ich das in Dark Souls gemacht und wisst ihr, was ja, der erste Raum ist, in dem ich rausgekommen bin? Unten in Great Hollow und da musste ich fucking Great Hollow als ersten Raum nach oben gehen. Ja gut, das Ding ist halt... Ja, aber das ist doch der Sinn, dass es auch richtig scheiße laufen kann. Insgesamt war es dann aber sehr verwirrend und... Ich mag den Labyrinth-Aspekt an dem Ganzen und das finde ich halt besonders spaßig. Also mache ich erstmal ein Team am Anfang über Pokéhex einfach, damit ich halt nicht mich an... allen möglichen Stellen aufhalten muss oder grinden muss oder so. Sondern ich werde halt einfach nur das Labyrinth spielen. Das finde ich halt ganz witzig. Eine Schummelise nach der anderen hier. Ey, Mann, es geht halt nicht um die Kämpfe. Es geht halt um den Weg. Ich will den Weg finden. Nicht grinden. War mir klar, dass er das nicht gut findet. Nee. So nun aber nicht. Ja, okay. Ja, machen wir hier Schluss. Sehe ich gar nicht ein. Dann geh mal speichern, so. Fully. Ich geh speichern. Tschüss. Aber ja, das ist auch eine Sache, die, die ich interessant finde, dass für alle Leute so eine gewisse Stelle gibt, wo sie speichern. Ich denke, vor Schwester Joy stehen und dann speichern ist okay, wenn man sich von ihr wegdreht. Man muss in die Kamera gucken. Ja, das stimmt. Kannst nicht einfach irgendwo nach vorn starren und dann speichern, das ist... Mitten auf dem Pokéball finde ich wirklich komisch. Warum machen Leute das? Ich speichere. Man kann vor allem in vielen Editionen gar nicht mitten auf dem Pokéball stehen, glaube ich. Ja. Weil es genau zwei Felder eher sind. Ja. Ja. Hab ich nie die haben es schwer. Das ist dann richtig. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, mich in die Mitte des Pokéball zu stellen. Ich glaube sogar, ich speichere auch überall, wo ich einfach stehe. Es kommt auch vor, dass ich egal in welche Richtung gucke, aber das sehe ich ein bisschen. Darauf zu achten, dass der Trainer so in die Kamera schaut. Du willst ja nicht wieder ein Spieler einstarten und das Gefühl haben, dass er gerade beschäftigt ist. Irgendwie. Was anderen. Ja doch, eigentlich gibt's mir. Du willst reinkommen ins Spiel und willst sehen, dass er dich mit seinen großen Augen anguckt. Ich glaube, ich habe solche Vorlieben. Da ist ja der Spieler wieder. Ich habe solche Vorlieben, aber ich mache das gerne bewusst, mich dagegen, also mich zu therapieren. Einfach, nein, du hältst das jetzt aus, dass das unsatisfying ist. Nein, da musst links du dich in die Ecke schon. Ans Bücherregal, dass er ans Bücherregal guckt. So. Wenn oder du startest, so. Wenn du das Spiel wieder startest, denkst du so. Na, spreche ich ihn jetzt schon an, oder? Guck ich, ob er merkt, dass ich wieder da bin. In Pokémon X kann man sich hinsetzen, so, Maeve. Oh, Maeve, ich hab dich gar nicht bemerkt. Und komm doch so, rein. Und dann so. und der Trainer oh, so, hey. Ist halt schlimm, ich schau grad nur. Fantasy 14 Spieler beim Ausloggen. Ich schau nur das Fußballspiel. Also, mir sind solche Dinge sehr wichtig. Also, wir hatten auch mal zwar eine Ersatzbank, die aber nicht kam. Mit einer Position von Zelda-Items, wo wir was immer hinpacken. Und da hat sich herausgestellt, dass niemand da sonderlich starke Meinungen dazu hat, außer mir. Ja. Wir müssen aber eine Zelda-Item-Tierlist machen. Stimmt, ja. Das wollten wir mal machen. Wollen wir? Mann, können wir auf jeden Fall mal machen. Klingt spaßig. Yeah. Aber gut, eigentlich hätte noch ein Quiz gehabt. Ach ja. Das Elobahn gemacht hat mit Verkehrszeichen. Aber ehrlich gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Wir sind nämlich jetzt schon bei 3 Stunden. Okay. Dann haben wir es von dem Zuwahrscheinlich abgeschlossen, aber beim nächsten Mal können wir trotzdem nochmal ins Auto. Ja, beim nächsten Mal. Es war schon beim letzten Mal in sich fertig, aber nervlich hatte ich keine Lust, dann mir noch irgendwas mit Verkehrsregeln oder sowas dann noch zu machen. Da hatte ich gar keine Lust drauf. Das ergibt Sinn. Außerdem ist heute Halloween. Und nicht Verkehrs-Halloween. Schaurige Grüße. Ja, habe ich recht. Ja. Wahrscheinlich schon. Ich hoffe, ihr hattet. 7. November Zeit, oder so. Genau. Also ich hoffe, ihr einen schönen Tag. Ich tippe, es ist der 5. November jetzt. Das ist mein Tipp. Samstag wäre ein guter Tag, mal schauen. Setz dich so unter Druck. Habe ich auch gerade gedacht. Okay. Also, bis zum 12. Schreibt uns einfach in die Kommentare, welcher Tag heute ist. Wenn ihr in der Mitte vom Pokéball Montag speichert, foltert ihr kleine Tiere? Habt ihr Frösche getötet? Ich meine schon eher ja als nein, oder? Sonst ergibt das nämlich für mich alles keinen Sinn mehr. Tschüss. Was ist los, Fully? Warum schaust du so unglaubwürdig? Hast du nur mit vom Pokéball gespeichert? Unglaubwürdig. Ungläubig, aber ist auch unglaubwürdig.
Okay. Oh mein Folge. Gott, da fällt mir noch eine Sache ein. Shit, oh, okay. Wo wir gerade dabei okay. sind. Das ist eine Sache, die ich ewig ansprechen wollte, aber... Okay. Es gab ein Wort, das sich... Wir haben es wieder in der Lore von Wörtern, die Leute falsch aussprechen, aber es nicht wissen. Es gab eins von mir und bis zum heutigen Tage kämpfe ich damit, seit es mir jemand angemerkt hat. Und zwar, ihr kennt das Wort Benutzer definiert, richtig? Ja. Und du sagst Nutzer definiert. Zum Beispiel sehe ich das auch immer wieder in Einstellungen bei Premiere oder so. Und dann war irgendwas in dem Spiel, wo auch Benutzer definiert war. Und ich habe immer Benutzer identifiziert gesagt. Oh. Und ich habe die weitere nachgedacht. Da habe ich gesagt, ach so, ja, Benutzer identifiziert. Und Leute so, nein, Benutzer definiert. Ich habe es dann gelesen im Chat, dann meinte ich so, ja, ich sage doch Benutzer identifiziert. Ja, weil du es ja immer schon so liest. Und dann, ja, sag ich doch. Ja, und dann dachte ich mir so, rein. Oh, ich hatte das immer falsch gesagt. Und dann bei Premiere, ich glaube, das ist bei den Rendereinstellungen oder so, ist dann auch, wenn man ein bisschen was umstellt, sehe ich dann auch wieder und denke ich mir, oh ja, Benutzer identifiziert. Dann lese ich und denke ich mir, nein, das ist definiert. Es ist immer noch, ich kämpfe immer noch damit, mir das anzugewöhnen, aber... Vom Benutzer definiert. Ja. Das ergibt Sinn. Ja. Und ja, deswegen, das ist eins dieser Wörter, was ich immer falsch gesagt habe. Ich liebe diese Beispiele. Und es ist mir erst vor kurzem, habe ich Leute darauf hingewiesen. Ich wünschte, ich wüsste noch was. Ja, sowas, mir passiert sowas häufig. Deswegen musste ich es mit euch teilen. Ja. Dankeschön, ich liebe sowas. Okay. Da bin ich sehr dankbar für. Und das war meine Abschlussgeschichte. Und wir haben auch die 3 Stunden voll. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Und na, ich mache noch einen Witz zum Schluss. Ja. Okay. Wie überlebst du die Schule mit Disneys große Pause? Oh, Moment, ich hab's gleich. Die Witzseite ist irgendwo nicht ganz am Ende, aber so ein bisschen. Alle sagen immer Disneys große Pause, obwohl die anderen Serien auch Disneys Kim Possible oder Disneys... Große Pause ist so ein komischer Name, das ist ein Konzept und kein Serienname. Würde man einfach nicht sagen. Okay, Herr Lehrer, kann man eigentlich für etwas bestraft werden, was man gar nicht gemacht hat? Voller Überzeugung schüttelt der Lehrer den Kopf und antwortet, natürlich nicht. Das ist gut, strahlt der Schüler. Ich habe nicht meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, komm schon, das ist ein Hit. Der ist gut. Den habe ich halt schon. Den kann ich nicht und den fand ich gut. Ich kannte ihn. Fully hat schon mal seine Hausaufgaben hier in der Ersatzbank nicht gemacht. Das stimmt. Ja. Und das ist immer zu spät. Nächsten Mal. Weil der Wecker nicht geklingelt hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.